der ultimative Jujutsu Kaisen Eisberg. Von gottlosen Memes, kranken Fantheorien, wie die, dass Sukuna und Gojos Vorfahren damals Homies waren, bis hin zu krassen Hintergrundwissen, wie eben das Rabbit Hole hinter Sukunas geheimen Waffen. Und was hat es eigentlich mit der Heian-Ära von Jujutsu Kaisen auf sich? Dies und mehr klären wir heute in diesem Video. Wir machen einen absoluten Deep Dive ins Jujutsu Kaisen Franchise. Ich habe mal wieder das Internet durchforstet, einige Eisberge verschmolzen, neue Punkte hinzugefügt und so den ultimativen Eisberg erschaffen, der hier sogar über 120 Einträge mit sich bringt. Wer den Eisberg-Trend noch nicht kennt, grundlegend gehen wir immer tiefer in die Materie rein und desto tiefer wir gehen, desto mehr neue Sachen werdet ihr erfahren. Da Jujutsu Kaisen natürlich noch ein recht frischer Anime ist, habe ich mich hier dazu entschieden, das Ganze in Spoiler zu unterteilen. Heißt also für euch, ab Level 6 gibt es die volle Kanne Spoiler. Davor seid ihr als Anime-Only eigentlich good to go. Und damit würde ich sagen, beschwört Mauraga, damit er den Like-Button zerfetzen kann und auch Kenjaku, damit er euch in die Ruffy GmbH-Abo-Falle einsperren kann, wie mit Gojo. Damit gehen wir rein. Level 1, wir gehen rein. Junpei Opening. Ja, Junpei war im ersten Opening der Serie, obwohl er, naja, nach dem Maito-Vorfall ja gestorben ist. Und das Ding ist hier, wir haben keine Flashback-Szene, wie er mit Yuji chillt, weil wir sehen, dass er mit den anderen aus Yujis Klasse zusammen rumhängt und diese Charaktere haben innerhalb der Serie nicht miteinander interagiert. Also ist diese Szene hier quasi ein Was-wäre-wenn-Szenario. Was wäre, wenn Junpei überlebt hätte und Teil der JJK High geworden wäre? War also der Shot im Opening nur ein Bait von Studio MAPPA, um den ewigen Trope zu brechen, dass Anime-Opening immer die Zuschauer spoilern? Vermutlich. Man muss jedenfalls sagen, es ist ziemlich cool, dass MAPPA einfach eine Sache eingebaut hat ins Opening, von dem alle Anime-Onis dachten, dass es eben ein Spoiler ist, nur um dann zu sagen, hey, edgy-badgy, das Ganze war ein Fake-Spoiler. Jedenfalls kann man das Ganze hier aber vielleicht ein bisschen näher betrachten und anders interpretieren. In Jujutsu Kaisen geht es viel um das Theme, dass man eben Gefühle weitergeben möchte und auch weitermachen muss, komme was wolle. Auch wenn ein Jujutsu-Zist drauf geht, müssen sie einfach weitermachen, denn wenn sie es nicht tun, dann würden sie quasi das Leben des Verstorbenen entehren und man muss eben die Legacy weiter fortsetzen, damit eben die Jujutsu Society am Ende gewinnen kann. Junpei war zwar kein wichtiger Charakter für die gesamte Serie, aber er war essentiell, um Yuji so das erste Mal in diese Dunkelheit dieser Welt reinzuziehen und man kann so ein bisschen für mich jedenfalls diesen Shot aus dem Opening so betrachten, dass das quasi ein Einblick ist in das Herzen von Yuji. Denn weil Junpei gestorben ist, muss Yuji diese Last schultern, damit er am Ende quasi gewinnen kann, damit der Tod von Junpei nicht umsonst gewesen ist. Denn sie wären vermutlich Freunde geworden. Aber da er leider verstorben ist, muss Yuji eben trotzdem weitergehen, um dem Leben von Junpei dennoch Bedeutung zu verleihen. Und ich weiß, ich packe hier schon beim ersten Eintrag den Philosophen aus, bei so einem Punkt. Keine Sorge, werde ich nicht immer machen, aber ein paar Mal müsst ihr mich noch ertragen. Kodo Yuji Flashback. Also, einige Zeit lang dachte man, dass Yuji eine unterbewusste Fluchtechnik hat, die quasi Gedanken bei seinem Gegenüber von ihm einnistet. Also, dass man eben denkt, dass Yuji ein Teil von deiner Vergangenheit gewesen ist. Quasi sowas wie ein Genjutsu. Wir hatten nämlich damals zwei Beispiele, nämlich eins mit Chozo und eins mit Todo. Doch bei Chozo lernen wir später, dass es daran lag, dass es genauso war wie bei seinen Brüdern, dass er eben eine Verbindung gespürt hat, als diese nah am Tod waren. Yuji war ja kurz davor zu verrecken. Chozo hat also eine Vision bekommen und dadurch gecheckt, dass Yuji eigentlich sein Bruder ist. Abgesehen von seinen zwei anderen Brüdern sehen wir auch auf dem Tisch, dass auch die anderen Bros von ihm dort am Start waren. Später gehe ich darauf ein bisschen näher ein. Bei Todo ist es dabei ein bisschen simpler. Er ist einfach nur geistesgestört. Das war's. Keine Fluchtechnik, keine Verbindung, kein gar nichts. Yuji so, ey Bro, ich stehe auf fette Ärsche. Todo so, du bist mein Bruder seit Anfang an. Ja, also Todo hat einfach sich irgendwelche, keine Ahnung, Hallos geschoben und sich einen Flashback selber ausgedacht und das ist alles. Sukuna Mythologie. Also pass auf, zu Sukuna gibt es wirklich verdammt viel. Wir werden später noch ein bisschen tiefer eintauchen, aber jetzt kommen wir erstmal zu einer anderen Sache bezogen auf unseren Lieblingsstressmacher. Denn Akutami hat mal verraten, dass Sukuna eigentlich auf einem Real-Life-Counterpart basiert. Das Ganze ist aber eher einer urbanen Legende nachempfunden als wirklich der Realität. Urbane Legenden sind quasi Geschichten, die erzählt werden. Meistens sind die so ein bisschen horrormäßig und ob die stimmen oder ob die nicht stimmen, ist dabei nicht klar. In den meisten Fällen stimmen sie nicht, aber das tut nicht zur Sache. Also, die Geschichte geht folgendermaßen. Eine Gruppe von Bauarbeitern hat eine komische Holzbox gefunden, als sie an einem verlassenen Tempel gearbeitet hatten. Das Einzige, was sie von diesem komischen Text entziffern konnten, waren die Worte Ryomen Sukuna. Obwohl der damalige Mönch sie davor gewarnt hat, diese Box zu öffnen, haben sich zwei Bauarbeiter dazu entschieden, es dennoch zu tun. Und als sie das taten, haben sie einen benommenen Zustand angenommen.
Sie fanden dort eine mumifizierte Leiche mit zwei Armen pro Seite und zwei Köpfen, die eben einen siamesischen Zwilling gleichte. Weil sie das alles mit angesehen haben, mussten sie in ein Krankenhaus. Der Mönch hat dann quasi ein Ritual gemacht, um sie zu heilen, und so konnten sie gerade so überleben. Der Mönch hat die Boxer wieder weggenommen, doch kurze Zeit später kam es dazu, dass einer der Bauarbeiter an einem Herzinfarkt gestorben ist und der andere wurde wenig später in eine Psychiatrie eingewiesen. Alle anderen Bauarbeiter haben dabei zwar überlebt, aber wurden alle von einem großen Unglück heimgesucht. Naruto Inspiration. Die Team 7 Dynamik findet sich eindeutig in unserer JJK Main Gruppe, das sollte klar sein. Doch Akutami hat sogar selber verraten, dass er persönlich die ganze Dynamik zwischen Naruto und Kurama echt dufte fand und deswegen hat er das Ganze auch für seinen Manga adaptiert. Und das gleich zweimal. Wir haben nämlich einmal Sukuna und Yuji und eben Rika und Yuta. Doch auch wenn Akutami das bei Naruto ganz cool fand, wollte er irgendwie für JJKs anders angehen und deswegen ist Sukuna eben zu diesem kompletten Bösen geworden und hat nicht so diesen gleichen Charakterverlauf, den Kurama später in Naruto genommen hat. Darüber hinaus sollte auch klar sein, dass Kakashi natürlich ebenfalls eine große Vorlage für Gojo war. Doch meiner Meinung nach gibt es einen anderen Charakter, der vermutlich eine größere Inspiration für eben Gojo gewesen ist als Kakashi. Und zu dem kommen wir jetzt. Bleach-Inspiration. Ich sage es immer wieder, ohne einen Urahara kein Gojo. Ich glaube wirklich diese Kombination, die den Charakter ausmacht, nämlich Urahara, ist das, was Gojo so geil gemacht hat. Das ist halt dieser typische overpowerte Charakter, der aber immer wieder am Joken ist. Und wenn man sich wirklich Urahara anschaut, dann merkt man unfassbar, dass die Gojo-Inspiration da ist. Aber klar, wenn man sich die Designs anschaut, merkt man sehr stark, dass es bei Gojo eben die Maske von Kakashi ist und Urahara nicht so ein Designvorbild gewesen ist. Aber ich glaube, charakterlich hat er schon wirklich sehr viel mit reingebracht. Auch Ichigo und Yuji wirken sehr, sehr ähnlich. Beide Charaktere haben ihre Vorzüge, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Yuji ein klein wenig Ichigo nachempfunden worden ist. Denn die beiden sind Protex, die quasi nicht das haben, was die anderen normalen Battle-Shonen-Protex eigentlich haben, nämlich ein Ziel. Wie zum Beispiel König der Magier werden, Hokage oder eben Piratenkönig. Außerdem finde ich, dass beide am Anfang der Story sich sehr, sehr ähnlich sind, weil sie beide in die Welt von ihrem jeweiligen Manga hineingezogen werden. Darüber hinaus gibt es sogar von Chad einen Satz über einen dünnen Gitarren-Samurai, den er ziemlich cool finden würde. Und genau den sehen wir dann auch in JJK. Und was die Domain-Expansions angeht, ich finde, diese sind thematisch gesehen, wie sie aufgebaut sind und wie sie aussehen, als auch wie wichtig sie in der Story sind, sehr, sehr ähnlich zu eben den Bankais aus Bleach. Ich glaube, da ist wirklich die größte Inspiration von Akutami her, dass er so etwas Ähnliches schaffen wollte. Und damit, Freunde, kommen wir mal zu nicen Bikinis. Und nein, ihr werdet nicht mich im Bikini sehen. Ich glaube, das wolltet ihr alle. Aber es geht jetzt um die Sachen, die GameStop im Oktober so vorhat. Der GameStop Pop-Up Store öffnet nämlich seine Pforten am 30. September. Und dabei warten euch immer wieder krasse neue Themenwelten. In dem Bikini Mall im Herzen von Berlin stellt GameStop alle zwei Wochen neue Themenwelten für euch auf die Beine. Das bis Ende Dezember 2024. Den ganzen Concept Pop-Up Store findet ihr in der Budapeststraße 38 bis 50 in Berlin. Besonders interessant ist hierbei für die meisten vermutlich die Japan-Wochen, als auch die Square Enix-Wochen, wo eben Final Fantasy im Vordergrund stehen wird. Aber Achtung, als nächstes steht erstmal der Funko Fusion Pop-Up Store an. Square Enix ist dann vom 28.10. bis zum 9.11. dran und Japan öffnet die Tore vom 11.11. bis zum 30.11. Gerade Japan solltet ihr unbedingt abchecken, denn da gibt es auch eine kleine Special-Kollabo zusammen mit meinem Merch. Darüber hinaus könnt ihr aktuell bei GameStop eure Konsole designen lassen. Schaut euch dabei einfach auf der GameStop-Seite den Wassertransfer-Service an. Nun macht es GameStop nämlich möglich, eure Konsole der Wahl endlich nach Belieben zu designen. Die Konsole wird nämlich in ein Wasserbad mit Designmuster getaucht und bekommt danach direkt Glanzlack drauf. Und nein, keine Sorge, die schicken nicht eure Konsole baden, sondern nur das Gehäuse. Heißt also, es kann eurer Konsole nichts passieren. Auch eure Controller könnt ihr mit dem neuen Hall-Controller upgraden, damit die Sticks eben nicht so schnell nachgeben und das Ganze einfach beim Zocken mehr Spaß macht. Und natürlich kann man auch den stylisch upgraden. Die Links zu allen Sachen findet ihr dabei in meiner Videobeschreibung. Also checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab. Also mit verschiedenen Pop-Up-Stores, Upgrades für eure Konsole, neue Game-Releases im Oktober, geilen Anime-Merch-Produkten und meine Merch bietet, glaube ich, GameStop genug, dass ihr da mal unbedingt hin solltet, um das Ganze abzuchecken. Also Freunde, guckt das Video hier zu Ende und dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen GameStop bei euch in der Nähe abchecken. Sukuna vs. Mauraga Extended. Obwohl Folge 17 von Jujutsu Kaisen Staffel 2
absolut grandios war, war diese Folge einfach noch nicht fertig. Ja, es gibt noch einiges mehr dazu. Die Folge wurde nochmal ordentlich aufpoliert für den Blu-ray-Release und die zeigt nochmal, wie krank die MAPPA-Mitarbeiter sein können, wenn die noch mehr auftreten. Ich meine, die sind auf Standard schon krass, aber das ist ein anderes Level. Ich muss aber sagen, ich fühle Studio MAPPA auf einem anderen Level. Ich meine, etwas Unfertiges abzugeben ist einfach das ekligste Gefühl ever, aber passiert halt immer wieder und wieder. Bei meinem letzten Video kam es einfach dazu, dass ich gesamte zwei Minuten nicht rausgerendert habe und ich es einfach verpennt habe. Sowas passiert, sowas ist nervig, deswegen ist die Blu-ray-Fassung von diesem Kampf noch viel, viel geiler. Kamishiro Sosa. Wie ihr wisst, haben viele Mangaka verschiedene One-Shots, um eben in Serie gehen zu können, um der Shonen Jump, um Shueisha, um der Leserschaft zu beweisen, dass sie es drauf haben können. Und dabei entstehen meistens Geschichten, die eben ganz cool sind, aber nicht ganz perfekt sind, weswegen sie nie richtig in Serie gehen. Eine von diesen Geschichten ist Kamishiro Sosa. Das Ganze ging nämlich 2014 an den Start. Dort geht es nämlich um zwei Mitglieder der God Weapon Police. Die sind halt auf einer Insel, lösen dort Fälle und dann kommt halt ein Übeltäter, den die dann ordentlich fetzen. Ja, das Ganze ist ein netter kleiner Read. Man merkt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration, die dann später in JJK reingeflossen ist. Denn gerade wie der Charakter drauf ist und wie er kämpft, erinnert sehr stark an das, was Akutami später machen sollte. 9. Nummer 9 war ebenfalls ein One-Shot von Akutami, der 2015 an den Start ging. Dort ging es um einen Charakter, der jedenfalls von der Frisur her sehr, sehr stark an Yuji erinnert. Dieser möchte quasi seine Yakuza-Gang gründen und in dieser Welt gibt es auch eben Fluchgeister und die sind mittlerweile fast schon, ja, normal geworden für die meisten Menschen. Lustigerweise gibt es dort einen Geist, der in einem Kindergarten Ärger macht. Dieser heißt Iri und der ist sehr, sehr ähnlich zu einem anderen Charakter, den wir in einem anderen Manga, nämlich Kaiju No. 8, sehen können. Und der Mangaka Naoya Matsumoto von Kaiju No. 8 hat sich vermutlich wirklich hier inspirieren lassen, denn sein Viech aus seinem Manga heißt eben Kaiju No. 9, wie der Manga. Was cool ist, ist, dass wir in diesem Manga diese klassischen Psycho-Blicke sehen, die wir eben aus JJK kennen. Und es ist auch mehr so, dass die Kämpfer hier so kämpfen, als wären die Fluchgeister ihre Pokémon. Also quasi, als wäre es ein Manga voll mit Getos. Nikai Bongai Barabara Brujura. Das ist der letzte One-Shot von Akutami, bevor JJK in den Start ging. Und hier erkennt man sehr, sehr stark, dass wir sehr nah an dem waren, was eben Akutami zu einem Meisterwerk machen sollte. Wir haben nämlich einfach mal einen Maoraga-Looking-Ass auf dem Cover und einen weißhaarigen Megumi. Hier gibt es wieder Fluchgeister, nur heißen sie hier eben Kaijus. Und unser Hauptcharakter ist so drauf, dass er mit diesen Kaijus auf Digimon Savers angelehnt ordentlich die Fäuste fetzt und dann eben, naja, sie zu Freunden macht. Er ist irgendwie so eine Art Pilot, der dann auch die anderen Monster einfach mal steuert. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Artstyle von diesem Manga ein bisschen mehr so wirkt, als wäre das Ganze rundlicher und weniger eckiger, rauer, wie wir später JJK eben sehen. Ich muss sagen, für meinen Teil mag ich den Zeichenstil von JJK, der eben eckiger, rauer, dreckiger ist, mehr als diesen runden, weil ich finde, dieser runde Artstyle hat meistens was von einem Comic und nicht richtig von einem Manga. Deswegen bin ich froh, dass wir hier zwar schon sehen, dass Akutami einiges drauf hat, aber in JJK das Ganze dann nochmal ein bisschen anders ausgesehen hat. Jujutsu Kaisen 0. Tokyo Torizo Jujutsu Koto Senmon Gakko. Ja, der Film Jujutsu Kaisen 0 war ursprünglich die erste Version von Jujutsu Kaisen, denn den Namen, den ich eben vorgelesen habe, nämlich Tokyo Torizo Jujutsu Koto Senmo Gakko, war der Manga, also war eigentlich der Manga-Name, bevor das Ganze umgebrandet worden ist in JJK 0. Aber die Story an sich war schon die gleiche. Heißt also, Yuta war wirklich vor Yuji der erste richtige Hauptcharakter von eben, naja, Akutami oder Jujutsu Kaisen. Übersetzt heißt das Ganze auch, warte, Tokyo Metropolitan Cursed Technical School. Das hier war ein Manga, mit dem es eben Akutami versucht hat, in die Jump zu schaffen. Hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass Akutami nicht nach 4 Kapiteln geäxt worden ist, also dass er quasi aus der Shonen Jump gestrichen worden ist. Es war so, dass Akutami diese Geschichte geschrieben hat mit dem Setting, dass sie nur 4 Kapitel haben sollte. Also er wusste ganz genau, okay, ich habe 4 Kapitel und die habe ich eben Zeit, um hier eine Story zu entwickeln. Es ging nicht darum, diese Serie hier zu einer Serie zu machen, sondern eher darum zu zeigen, hey Leute, ich kann eine Serie schreiben. Also es war quasi für die Jump ein Test, um zu sehen, ob es Akutami wirklich drauf hat, eine Jump-Serie zu bekommen. Der Manga kam bei den Lesern dabei so gut an, dass man sich nicht nur dazu entschieden hat, Akutami endlich eine Serie zu geben. Nein, man hat sich sogar gedacht, Alter, wir müssen im gleichen Franchise bleiben, weil die Leute feiern das einfach mega ab. Das Problem war nur, dass Akutami, ja wie erwähnt, die Story für eine
4 Kapitel Länge geschrieben hat. Heißt also, sein Main-Character hat schon ziemlich viel durchgemacht und wenn man Yuta in Kapitel 1 und Yuta in Kapitel 4 vergleicht, merkt man, Alter, stärkemäßig ist da ein ganz schön großer Unterschied, was eben blöd ist, weil wenn man einen Battle-Shonen schreibt, möchte man ja auch, dass sein MC ordentliche Progression innerhalb der Story macht. Also musste er eben einen neuen Charakter oder einen neuen Main-Charakter für seine Serie finden. Was eigentlich ziemlich cool ist, weil es dann dazu gekommen ist, dass JJK diese interessante Dynamik hat von eben zwei Hauptcharaktern. Und was soll ich sagen? Also, Akutami hat eben zwei Goats geschaffen. So einfach ist es. Shibuya Real Life. Ja, Staffel 2 von JJK spielt in Shibuya und dazu gab es einige Orte, die es so wirklich gibt. Also der Bahnhof sieht so aus, andere Orte sehen so aus und es ist einfach cool, wenn man in Japan rumläuft und einfach sich denkt, ey, jetzt könnte hier in jeder Ecke irgendwie, keine Ahnung, Sukuna vorbeikommen und mich auseinandernehmen. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, dass man hier eben Real-Life-Orte in der Serie wiederfindet. Ich meine, ihr könnt einfach mal einen Bahnhof besuchen in Japan, nämlich den Shibuya-Bahnhof, wo mehr los ist als beim Frankfurter. Flüche Yokai-Lore. Fluggeister sind ja die Manifestation von eben Ängsten der Leute. Da ist es ja klar, dass man eben bei einem Manga, der eben aus Japan stammt, viele Legenden und Mythen aufgreift, die in der japanischen Kultur verankert sind. Daher ist es nicht unüblich, dass ziemlich viele Fluggeister aus JJK eigentlich inspiriert worden sind durch verschiedene Yokais, die man eben so als Japaner kennt. Im Anime sind wir auch ziemlich viele von diesen, weil Geto einige von ihnen kontrolliert hat. Da hätten wir zum einen die legendäre Kuchisake Ona, die kurz gegen Toji gekämpft hat. Der Yokai aus der japanischen Kultur hat auch hier den gleichen Namen. Der Mythos besagt, dass wenn man alleine durch die Straßen geht, wird man sie irgendwann treffen und sie wird als maskierte Frau erscheinen. Sie fragt dann, ob man sie schön findet. Wenn man ja sagt, kommt es dazu, dass sie ihre Maske abnimmt. Man sieht dann ihren aufgeschlitzten Mund und sie fragt erneut. Wenn man dann wieder ja sagt, will sie dich so schön machen wie sie selbst und schneidet deinen Mund auf. Sagt man aber nein, kommt es dazu, dass sie dich einfach trotzdem umbringt. Es gibt sogar etliche Horrorfilme genau über diesen Yokai. Es gibt sogar einen Fluggeist, der auf einem Yokai basiert, der auf einem Special Grade ist, also genauso stark wie zum Beispiel Jogo. Dieser war eben im Besitz von Geto im Film 0. Er zieht nämlich in diesem Film die sogenannte Tamao no Mai aus den Ärmel. Diese basiert auf den legendären Fuchsgeist, den ihr natürlich auch aus League of Legends als Ari kennt und für den ihr auch absolut gottlos gesimt habt. Und diese Legende an sich ist auch einfach mal 700 Jahre her, also einfach nur insane. Dann hätten wir noch Fluggeister, die zum Beispiel von Kenjaku benutzt worden sind, wie zum Beispiel der Pockengott, auch bekannt als Usogami oder auch Smallpox-Gott, den Weltfluggeist, den Kenjaku benutzt hat, um eben Yuji zu trollen. Dieser nennt sich Onamasu und laut dem japanischen Glauben ist es so, dass dieser Fluggeist, dieser Yokai besser gesagt, dafür verantwortlich ist, wenn es eben mal wieder ein Erdbeben gibt. Natürlich basiert unser Homie Weiser aus Pokémon auf den gleichen Yokai. Im Manga kam es einfach mal dazu, dass Kenjaku mit dem Hindu-Gott oder eben auf Japanisch Kanigiten rumgeflext hat. Todo 530.000 IQ. Ja, in der ersten Staffel hat Todo gesagt, dass er einen geistigen CPU besitzt und einen IQ von 530.000. Im Manga waren es 53.000. Keine Ahnung, warum der Anime da draufgelegt hat, aber ist halt so. Aber ja, Todo ist halt echt ein krasser Typ. Der kann sogar backen. Nein, also er ist halt wirklich ein Genie, auch wenn er ein kompletter Vollidiot ist. Er hat nämlich in ein paar Sekunden herausfinden können, wie Hanamis Fähigkeit funktioniert. Außerdem ist er eben der akademische Top-Schüler auf der JJK High und hat einfach immer wieder perfekte Punktzahlen in eben Tests oder was auch immer. Man vergisst schnell, dass Todo eigentlich echt krass ist, weil er mentally insane ist, aber ja, der ist halt echt wirklich unfassbar clever. Jutsu High Rankings. Tokio und Kyoto. In einem Fanbuch von JJK gibt es verschiedene Rankings dazu, wie die Schüler von der Kyoto- und Tokio-Schule so abgeschnitten haben. Darunter haben wir Jutsu Verständnis, Academics und eben Physics. Insgesamt gesehen sind die Top-Schüler hier Yuta, Megumi und eben Todo. Die schlechtesten Schüler sind dabei Maki, Miwa und Mei. Man muss hier aber sagen, dass Maki natürlich nur so weit unten ist, weil sie in Jutsu quasi einen kompletten Nullscore hat. Weil, was soll sie tun? Ist halt so eine Rock Lee-Situation. Der schlechteste Schüler ist aber nicht mal Yuji, obwohl dieser technisch gesehen erst ein paar Monate beim Jutsu dabei ist, sondern eben Hakari. Aber das vermutlich auch nur, weil er keinen Bock drauf hat. Popularity Polls. Während der gesamten Laufzeit von JJK in der Shonen Jump gab es immer mal wieder Popularitätsvotings, wo eben die Fans abstimmen konnten, welche Charakter
Charakter sie besonders gern haben. Die erste Abstimmung kam 2019 raus und dort war Yuji on top. Danach kam Megumi und dahinter Gojo. Zu dem Zeitpunkt hat man ungefähr 65 Kapitel gehabt, also quasi inhaltlich alles, was in Staffel 1 der Serie passiert ist. Das zweite Voting kam dann 2020 raus und das war schon nach dem Shibuya-Arc im Kapitel 165. Dort war Megumi auf der 1, Gojo auf der 2 und Yuji auf der 3. Am dritten Voting zu Kapitel 227 Zeiten war es dann so, dass eben Megumi auf der 1 war, Yuji auf der 2 und Gojo auf der 3. Also die Big Three ist eigentlich gleich geblieben. Die vierte Abstimmung war dabei erst vor kurzem und da war die Big Three ebenfalls wieder vorhanden. Aber es gibt eine andere Sache, die sehr interessant war und sehr creepy. Bei der dritten Abstimmung war es nämlich so, dass Naoya Zenin auf der 6 war und bei der vierten Abstimmung war er auf der 5. Warum das Ganze wirklich unfassbar krank ist, werden wir ganz viel später erklären. Aber natürlich muss man sagen, okay, er gehört zur Zenin-Familie, er sieht ein bisschen cool aus. Ich kann schon verstehen, dass er Hype generiert hat, aber die japanischen Fans waren damals einfach anders drauf. Man muss aber dazu sagen, es könnte auch daran liegen, dass die Fans ein bisschen, naja, enttäuscht waren, dass Toji nicht mehr Teil der Story war und deswegen haben sie einfach den Typen genommen, weil das Kopium anders gehittet hat. Jutsu Strolls. Zur Laufzeit der ersten Staffel kam es dazu, dass man immer mal wieder ein paar Gags gesehen hat. Also nach der Folge gab es immer so einen Comedy-Sketch, den die meisten von euch wahrscheinlich verpasst haben, weil alle nach dem Ending abgeschaltet haben. Wenn ihr das getan habt, habt ihr coole Dinge verpasst, wie zum Beispiel Jogos Romance-Arc, Gojo mit einem Rock, Gojos Liebesbrief an Nanami, Todos Date mit Tanaka und Captain Maito Tsubasa. Ach ja, und es gab eine Preview für Neon Genesis Kaisen. Power Ranking Greats. Simpel erklärt, gibt es in JJK 4 offizielle Stärkeklassen. Eben von Grad 1, was das höchste Level ist, bis hin zu 4, was das Low Level ist. Diese Stärkeklassen gelten für Jutsisten, aber auch für Fluchgeister. Das Ganze ist hier auch so aufgebaut, dass ein Fluchgeist vom Grad 1 immer schwächer ist als ein Jutsist auf eben Grad 1. Damit man eben immer auf Missionen gehen kann und nicht von irgendeinem Fluchgeist komplett geradet wird. Das Ganze gilt aber eigentlich nur für die Jutsu High und eben für die allgemeine Society. Die Sorcerer-Clans sind da so ein bisschen rausgenommen von. Ein nicht anerkannter Jutsist, der so stark ist wie ein Grad 1 Jutsist, hat dann eben den Grad Special Grade 1. Aber das ist nicht der andere Grad, den man in JJK hat, nämlich der Special Grade. Also Special Grade und Special Grade 1 sind zwei Unterschiede. Special Grade, du bist heftig. Special Grade 1, du bist so stark wie ein Grade 1 Jutsist, nur du bist eben nicht anerkannt und hast nicht den ganzen krassen Papierkram hinter dich gebracht. Weil bei Special Grade allgemein ist es so, dass sie so heftig sind, dass sie einfach von der Power und dem Potenzial nicht richtig eingeschätzt werden können. Das gilt natürlich auch hier für die Flüche. Akutami Dragon Ball Cover. Die Dragon Ball Super Galerie ist ein Projekt, was seit dem Jahre 2021 läuft und das ist quasi so, dass immer mal wieder verschiedene Mangaka ein Cover von eben Dragon Ball zeichnen. Akutami durfte dabei 2023 ran und hat dabei das Cover 41 von Dragon Ball gezeichnet, wo eben Gotenks mit Buu ein wenig, naja, rumeiert. Ich muss aber sagen, er hat es wirklich sehr gut geschafft, die Depression von Piccolo noch besser aus Papier zu bringen als Akira Toriyama, weil schaut euch den Boy mal an. Akutami x Kubo. Akutami und Tite Kubo, der Mangaka von Bleach, hatten ein krasses Crossover, wo sie mal ein bisschen im Rahmen von einem Event miteinander gequatscht haben. Dabei hat Kubo auch eine ziemlich geile Zeichnung von Geto Suguru gemacht und Akutami hat ebenfalls eine Zeichnung gemacht und welchen Charakter hat er dabei gewählt? Natürlich Mayuri Kurutsuchi. Das ist ein klares Zeichen davon gewesen, dass Akutami ein sehr, sehr kranker Mensch ist. Wie konnten wir die Zeichen nicht sehen? Wir hätten diesen Typen vorher stoppen müssen. Man muss nämlich sagen, er benimmt sich wirklich genauso wie eben Mayuri. Er liebt es einfach mal, uns Leser immer wieder zu quälen. JJK Ships. Ja, Shipping-Kultur kennt ihr alle, dass Fans eben wollen, dass Charaktere miteinander zusammen sind. In JJK gab es sogar mal eine offizielle Umfrage zu den Top 20 JJK Ships und dabei kam es dazu, dass 19 Ships von diesen 20 einfach nur aus zwei Männern bestand. Nicht nur das, es gab sogar welche, die doppelt dabei waren. Ja, die Liste ist cursed, was soll ich euch sagen? Level 2. Ich drehe durch wie Maito am Ende von Staffel 2. Und dann Nanami Memorial. Nanami hat im Verlauf der Serie immer wieder davon geträumt, in den Ruhestand zu gehen und nichts mehr mit der Jutsu Society zu tun zu haben. Bis zum Ende haben wir immer wieder gesehen, dass Nanami genau davon geträumt hat und am Ende haben wir sogar gesehen, dass er sehr gerne mal nach Malaysia geflogen wäre. Letzten Endes konnte er aber nicht durchziehen, weil er es nicht übers Herz gebracht hat, seine ganzen Kameraden im Stich zu lassen und deswegen hat er immer weiter und weiter gemacht, was schlussendlich zu seinem Ende geführt hat. Nach dem Ende der zweiten Staffel kam es dann dazu, dass in Kuntan ein Memorial für ihn errichtet werden sollte. Also das Ganze ist in Malaysia und die Officials von Malaysia haben alles dafür getan, um irgendwie mit Akutami in Kontakt zu treten, damit sie das Ganze eben in die Realität umsetzen können. Auf Google ist mittlerweile sogar das Kuntan Nana Memorial zu finden und das Ganze ist auch eine kleine Touristenattraktion in eben Malaysia geworden. Wann genau so etwas wie ein Headstone oder eine wirkliche Figur von ihm gebaut wird, ist nicht ganz klar und auch, ob das überhaupt jemals dazu kommen wird. Aber das Ganze ist jetzt schon
ziemlich cool, weil es einfach mal ein Liebesbrief, eine Liebeserklärung gewesen ist für Nanami von einem ganzen Land, nur weil es eben geschoutoutet worden ist. Aber das zeigt mal, wie groß Anime geworden ist und wie geil einfach dieses ganze Medium ist. Nanami, Malaysia Airline Tweet. Ja, Malaysia Airline hat sich die Situation auch nicht nehmen lassen und dachte sich, ey, wir können dadurch vielleicht ein bisschen Cash machen und haben den Tweet abgesetzt, dass sie gefragt haben, ey, wenn sogar Nanami Bock auf Malaysia hatte, warum denn nicht auch ihr, um eben neue Leute zu bekommen, die nach Malaysia reisen. Shibuya Incident 2023. Wir schreiben den 31. Oktober 2023, es ist Halloween-Zeit und in Shibuya sollte alles voll sein, denn die Fans hatten schon sehr viel Lust, dort Halloween zu verbringen und eben Jujutsu Kaisen nachzuspielen, denn JJK lief kurz vorher in der Fall-Season und deswegen hat es ein bisschen Hype gemacht für eben Halloween, weil der Shibuya Incident ist natürlich auch an Halloween gewesen und eben auch in Shibuya. Es kam dann aber nicht dazu, denn die japanische Regierung hat den gesamten Bezirk abgeriegelt und ich war ja vor Ort und für mich war die Experience, als wir kurz in Shibuya waren, vor Halloween, dass die Polizisten so drauf waren. Susume, Susume, Susume. Also, als wirst du, keine Ahnung, wie bei Attack on Titan sein, solltest du immer weitergehen, weil die wollten halt nicht, dass sich was staut. Also kam es dazu, dass Halloween in Shibuya nicht stattgefunden hat. Das Ganze wurde, wie gesagt, abgeriegelt. Keiner durfte dorthin und man musste eben, naja, woanders feiern. Deswegen konnten wir aber zum Beispiel Gojo kennenlernen. Nur nicht in der Shibuya-Version, sondern in der Frankfurter Hauptbahnhof-Version. Kleiner Shoutout an dieser Stelle. Man muss hier aber auch nochmal erwähnen, dass es ein Jahr zuvor den Seoul-Vorfall gab. Da kam es nämlich dazu, dass um Halloween herum über 100.000 Menschen sich dort gesammelt haben und leider dabei 159 Leute verstorben sind und 196 Leute haben Verletzungen davon erleiden müssen. Also hatte Japan eben Angst gehabt, dass sich so eine Situation nochmal irgendwie ereignen könnte. Die Leute waren lange nicht draußen, es konnte lange kein Halloween mehr gefeiert werden, ihr wisst alle warum. Und deswegen, naja, kam es halt dazu, dass man sehr viel Angst hatte und eben Shibuya dann abriegelte. Jujutsisten außerhalb von Japan. Die Erklärung, warum Jujutsu nur in Japan so riesig ist und nicht in anderen Teilen der Welt, ist natürlich da, um die Story klein zu halten, beziehungsweise um eben eine gute Narrative zu haben, die man erzählen kann, weil wenn man sagt, dass es überall Jujutsisten gibt, dann kommen natürlich viele Fragen auf, wie, warum passiert nur in Japan der ganze Stuff, wo sind die anderen und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist trotzdem innerhalb der Story ziemlich genial gelöst und auch nachvollziehbar. Denn die Menschen in Japan sind natürlich viel, viel abergläubischer als der Rest der Welt. Also natürlich gibt es auch Orte auf der Welt, wo der Aberglaube auch sehr, sehr groß ist, aber in Japan ist es doch mal sehr speziell. Deswegen gibt es ja auch andere Anime-Werke, wie zum Beispiel auch die ganzen Ghibli-Movies, wo der Head von den Ghibli-Movies, nämlich Miyazaki, sehr oft darüber spricht, dass Japan ihre Spiritualität verliert. Also Japan war immer ein Land, wo die Leute mehr geglaubt haben. Zum Beispiel auch wie beim Shintoismus. Der Shintoismus ist ein weit verbreiteter Glaube und da geht es darum, dass man daran glaubt, dass in allem ein bisschen Leben ist. Es geht nicht darum, dass man wirklich glaubt, dass das so ist. Es geht mehr darum, dass wenn man davon ausgeht, dass überall Leben drin ist, wie zum Beispiel in ganz alltägliche Gegenstände oder, keine Ahnung, einen Stein, dann kommt es ja automatisch dazu, dass man diese Dinge mehr mit Respekt behandelt. Und darum geht es. Also Japan war immer abergläubischer und deswegen, wie gesagt, kann man hier auch den Case machen, dass sich Fluchkraft besser und stärker entwickelt, weil eben die Leute dort diesen Glauben haben. Ich meine, es gibt ja trotzdem Jujutsisten an anderen Orten, wie zum Beispiel mit Miguel. Also ist Jutsu nicht nur ausschließlich für eben Japan da, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Nur eben weniger verbreitet als noch in Japan. Das gleiche gilt ja auch für die Fluchgeister, denn wenn wir Fluchgeister sehen aus anderen Ländern, die wir durch Kenjaku sehen konnten, weil er hat ja ein paar von denen gehabt, dann sehen wir ja auch, dass es da um den Glauben von anderen Ländern geht. Also zum Beispiel haben wir ja Ganesha, der ist eben aus einem anderen Glauben als der aus Japan. Fluchkraft und Fluchgeister in der restlichen Welt. Wie schon erklärt, sind Fluchgeister und Fluchkraft ein bisschen exklusiv für Japan, weil dort der Glaube verbreitet ist und wenn in den restlichen Teilen der Welt irgendwas passiert, kann man ja auch einen Fluchmagier dorthin schicken, der das Ganze regelt. Das folgende ist zwar nur Headcanon, aber ich glaube, man kann das schon so ein bisschen mit in den Hut werfen. Und zwar ist es ja auch so, dass die geografische Lage und Gegebenheit von Japan ebenfalls ein Faktor sein könnte. Mal ein Beispiel. Die USA 333,3 Millionen Einwohner. Japan liegt bei 125 Millionen. Die USA hat zwar mehr Einwohner, doch auf die Fläche gerechnet kommt hier was anderes raus. Nämlich, dass 38 Leute pro Quadratmeter in den USA leben und in Japan wären es 339 pro Quadratkilometer. Und bei Fluchkraft und Fluchgeistern macht es ja auch Sinn, dass sich diese stärker entwickeln, wenn mehrere Menschen an einem Ort sind, die gleichen oder ähnlichen negativen Gedanken haben. Um es mal anders zu formulieren, die Fluchgeister haben es einfach einfacher, in eben Japan sich zu entwickeln. Denn natürlich gibt es ja auch Länder, die eine viel größere Anzahl von Menschen pro Quadratkilometer haben. Zum Beispiel Indien liegt über 400. Ich würde aber sagen, dass die ganzen Gegebenheiten in Japan es eben dazu machen, dass dort die Fluchgeister meist entwickelt sind.
oder am meisten im Staat. Fakt ist nämlich auch, dass Tokio einer der meistbevölkerten Städte auf der gesamten Welt ist. Also würde ich hier den Case machen, dass Fluchgeister es einfach am einfachsten haben, sich in Tokio zu bilden. Also es ist quasi ein Hotspot für Fluchgeister. Man kann hier auch wieder sagen, dass aufgrund der Vergangenheit vom gesamten Land die Japaner einfach viel spiritueller sind als andere Menschen und deswegen kommt es auch dazu, dass sich Fluchgeister und Fluchmagier besser entwickeln können. Darüber hinaus würde ich auch sagen, man könnte hier ein bisschen die gesellschaftskritische Karte spielen, dass man eben hier ein kleines Commentary hat von Akutami, denn man kennt es aus vielen Animes, man kennt es aus vielen Berichten, dass Japaner zwar nach außen sehr, sehr für das gemeine Wohl da sind und kämpfen, aber nach innen gekehrt sehr dunkle Emotionen haben können. Also gerade weil die Kultur so ist, dass sich viele Leute nicht aussprechen, kommt es dazu, dass die meisten Menschen sehr viel in sich hineinfressen und diese negative Energie ist im Kontext von Jujutsu Kaisen natürlich gefundenes Fressen für Fluchgeister als auch Fluchkraft generell, die sich dann entwickelt. Denn wenn du es rein logisch erklären würdest, würde ich auch sagen, desto mehr du eine Emotion in dich hineinfrisst, weil du weißt, du darfst es nicht aussprechen, desto stärker ist dieser negative Gedanke und deswegen ist Japan, Tokio, wie auch immer ihr es sagen wollt, der absolute Hotspot für eben Fluchgeister. Ist ein bisschen Headcanon, ich weiß, aber ich glaube, so eine Erklärung oder so ein Philosophieren von mir darüber ist vielleicht mal interessant gewesen. Hoffe ich jedenfalls. Gojo ist ein Rassist? Nein, natürlich nicht. Das müssen wir mal ein für alle mal klären. Er ist kein Rassist. Man muss aber sagen, der Bruder hätte sich schon ein bisschen anders ausdrücken können im Kampf gegen Miguel und er hat wirklich ein bisschen zu sehr gegen Miguel durchgezogen. Darüber hinaus hat Miguel Peitschen benutzt und die hat Gojo dann auch für sich benutzt. Also, es ist schwierig. Aber man muss dafür sagen, dafür haben wir eins der geilsten Memes überhaupt bekommen, nämlich das legendäre Ratio-Meme. Iri war in Haibara verliebt. Natürlich denkt man sich hier erstmal, was zum Teufel. Denn Haibara und Shoko haben im Anime als auch im Manga eigentlich so gut wie gar keine Interaktion miteinander. Diese ganze These, dass sie eventuell ein Liebespaar sein können, entstand dadurch, dass man im dritten Ending der Show ziemlich viele Szenen von den beiden gesehen hat. Wir sehen nämlich hier die Gang, wie sie einfach am Rumhängen ist, Spaß haben und einfach am Viben sind. Und hier sieht man eben Haibara und Shoko, die immer wieder zusammen sind. Wir sehen halt, wie er sie massiert oder sie manchmal auf Riz angelehnt anlächelt. Und die wichtigste Szene ist die, in der Haibara am Schlafen ist und Shoko so tut, als würde sie ihn wiederbeleben. Das Ganze ist wirklich bis aufs kleinste Detail ein Vorstellung darauf, dass Haibara sterben soll. Denn man sieht hier in dieser Szene nur seinen Oberkörper. Genauso wie eben bei seinem Ende, denn dort haben sie nur seinen Oberkörper wieder aufgefunden. Das ganze Schiff ist natürlich entstanden, weil viele Fans fanden den Gedanken voll interessant, dass es eben ein Pärchen gewesen ist, das auf tragische Weise niemals zusammenkommen konnte, weil Haibara eben vorher gestorben ist. Ich meine, ihr kennt es, Fans lieben diese tragischen Geschichten und deswegen ist diese ganze Fantheorie ein bisschen größer geworden. Michamaru, Micha Hommage. Ja, der Kampf von Michamaru gegen Maito war eine wirklich unfassbar große Anlehnung an das gesamte Micha-Genre. Alleine der Soundtrack von Michamaru hat wirklich enorme Ähnlichkeit mit dem legendären Soundtrack von Neon Genesis Evangelion, nämlich Decisive Battle. Wir haben auch einige Shots, die wirklich 1:1 an Eva angelehnt waren. Als auch das Rennen von Michamaru und eben das Springen. Ich weiß, Springen und Rennen von einem Roboter als Referenz zu sehen, ist ein bisschen übertrieben. Aber gerade bei Eva ist das so, dass die ganze Animation sehr, sehr eigen ist. Also würde ich schon sagen, dass es hier eine Hommage ist. Auch das Cockpit, in dem er sitzt, ist sehr stark dem nachempfunden. Sein letzter Angriff war dabei eine 1:1 Hommage an Simons letzten Tanz gegen die Antispirale aus Gurren Lagann. Weswegen ich das Gefühl hatte, als ich diese Folge gesehen habe, dass sie einfach nur für mich gemacht worden ist. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Referenz. Nobara färbt ihre Haare. Ja, Nobara hat eigentlich dunkle braune Haare, aber sie färbt sich diese immer wieder. Das haben wir auch als offizielle Quelle aus einem Character-Sheet zu diesem Charakter. Zu denen kommen wir später noch ein bisschen genauer, aber grundlegend ist es so, dass Akutami immer mal wieder ein paar Informationen über seine Charakter rausgehauen hat, nur nicht in der Manga-Story, sondern eben auf extra Seiten. In ihrem Flashback sehen wir auch, dass ihre Haare eigentlich so ein bisschen mehr kastanienbraun sind. Also stellt sich hier die Frage, warum macht sie das überhaupt? Warum färbt sich Nobara die Haare? Vermutlich könnte es daran liegen, dass sie einfach nur schöner sein möchte. Ich meine, das würde zu ihrem Charakter passen, aber man kann auch einen In-Universe-Grund finden, der ein bisschen deeper geht. Und zwar haben wir durch Nobara gelernt, dass sie jemand ist, der sich nie wirklich wohlgefühlt hat, da, wo sie wohnt. Sie fand es ja auch nicht gut, wie zum Beispiel die Leute mit ihrer damaligen guten Freundin umgegangen sind. Also sie hat die Leute einfach verabscheut und deswegen wollte sie in die Stadt. Nobara hat immer wieder damit zu kämpfen, dass sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Es gibt eine Szene, wo sie auch einen Brief bekommt, wo sie Informationen
findet zu ihrer Mutter, aber diesen hat sie sofort zerknüllt und hatte kein Interesse daran, denn sie möchte mit der Vergangenheit abschließen. Deswegen möchte sie vielleicht oder hat sie auch ihre Haare gefärbt, um eben für sich selber ein Zeichen zu setzen, dass die Vergangenheit war und Inobara von heute lebt ihr eigenes Leben. Wir sehen ja auch kurz vor der Attacke von Maito, dass sie einen kleinen inneren Monolog führt und dort sehen wir auch eine Szene, wo sie in einem weißen Raum ist mit ganz vielen Stühlen. Da sieht sie ihren klassischen Jutsu-Squad und das Ganze ist natürlich eine Szene, die symbolisieren soll, dass Nobara die ganze Zeit über nur einen Platz für sich in der Welt gesucht hat und diesen endlich durch die Jutsu-Homies gefunden hat. Also ja, Nobara färbt sich die Haare, um eben mit ihrer Vergangenheit klarzukommen und diese endlich hinter sich zu lassen. Sukunas Fingergeschmack. Ja, Yuji sagt immer wieder, die Dinger schmecken eklig, aber wir wissen nicht genau, wonach sie eigentlich schmecken. Wir wissen ja, dass das Ganze auch ein kleiner Gag ist in verschiedenen Battle-Shonen. Zum Beispiel haben wir es auch so, dass Teufelsfrüchte aus One Piece eklig sind und All Might soll wohl echt eklig fettige Haare haben. Deku fand den Taste davon auch nicht ganz so nice. Es ist halt ein Running Gag, dass eben krasse Fähigkeiten immer eklig schmecken, wenn man sie eben essen muss, um sie zu bekommen. Ein weiteres Beispiel sind auch die Kugeln, die Geto zu sich nimmt, um eben die Fluchgeister in sein Pokémon-Arsenal mit aufzunehmen. Er sagt nämlich da auch immer, dass sie so schmecken, als würde man ein vollgeschissenes Handtuch runterwürgen. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt gesagt. Aber Akutami sagte mal in einem kleinen Interview, dass die Finger von Sukuna tatsächlich nach Seife schmecken. Ja, Official Sukuna Finger Croissant. Ja, die Finger schmecken zwar nach Seife, aber es gibt auch leckere Croissants, die Sukunas Finger widerspiegeln sollen. Ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber ich glaube und ihr glaubt wahrscheinlich auch, dass diese Finger nach was ganz anderem aussehen. Und das ist der gesamte Punkt, ja. JJK x Evangelion. Akutami selbst sagte mal in einem Interview, dass es so ist, dass er in der Grundschule sehr stark von Hunter x Hunter inspiriert worden ist und dann später von eben Evangelion, weil sich Evangelion sehr viel mit Mythologie befasst hat. Das war auch eine große Inspiration für JJK, weswegen er hier so ein bisschen den Buddhismus als Ankerpunkt seiner Serie nehmen wollte. In dem Film Jujutsu Kaisen 0 wird das Ganze noch viel eindeutiger. Yuta hat nämlich den gleichen Synchronsprecher wie eben Shinji aus Evangelion. Sein Design ist auch sehr ähnlich. Er trägt ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Gojo hat ja auch die Gespräche mit den Higher-Ups von der Jutsu Society und da wird es sehr eindeutig, weil in dem Raum, wo er mit ihnen redet, hat man eine unfassbar große Referenz auf Evangelion, denn Gendo redet quasi im gleichen Raum mit den Higher-Ups seiner Welt und er hat auch eigentlich keinen Bock auf sie, aber sie sind halt Mittel zum Zweck. Also gerade diese Szenen hier sind super, super ähnlich und ich finde auch der gesamte Ton ist unfassbar ähnlich. Also wenn man sich JJK 0 als Evangelion-Experte ansieht, merkt man, wie stark dieser Film eine Hommage auf das ist, was Evangelion geschaffen hat. Gerade auch der dramaturgische Aufbau der beiden Serien passt super gut aufeinander. Was man vielleicht nicht immer so merkt, weil am Ende des Tages ist JJK immer noch ein Battle-Shonen, aber trotzdem finde ich, man spürt sehr krass die Inspiration, die Akutami hier zieht. Darüber hinaus haben wir natürlich die Michamaru-Hommage, über die ich euch eben aufgeklärt habe und eben auch das, was ich in Punkt 1 gesagt habe, nämlich, dass man die Evangelion-Preview gehabt hatte in einer der Jutsu Strolls. Auch wenn man Shinji und Yuta mal vergleicht, haben sie ein sehr ähnliches Upbringing, denn sie sind beide Charakter, die eine sehr große Macht bekommen, nämlich Yuta Rika und Shinji den Evangelion, aber sie müssen im Laufe der Serie lernen, damit umzugehen. Also es geht nicht darum, dass sie Step by Step stärker werden, sondern es geht mehr darum, dass sie mental mehr aufbauen, dass sie eben ihre Last, die sie tragen müssen, schultern können. Ich finde auch der Hidden Inventory Arc ist ein Arc, der im Manga, aber gerade im Anime sehr, sehr stark darauf abzielt, so ein bisschen oldschool zu sein und wirklich eine Hommage zu sein an, wie gesagt, Evangelion Storytelling, weil man merkt halt, dass der Hidden Inventory Arc vom Vibe her sich so anfühlt wie ein älterer Anime. Und ihr wisst ja alle, in den 90ern war Evangelion eben eine sehr, sehr, sehr große Inspiration für ganz viele andere Animes. Und apropos alte Animes, Gojo ist ein Digi-Nerd. Ja, im Flashback von Gojo haben wir gesehen, dass er Tengens ganze Evolution damit erklärt, dass es wie bei Digimon ist. Und zwar, Tengen ist in dem Fall ein Koromon und das entwickelt sich dann irgendwann zu Greymon. Und Greymon hat zwei Entwicklungsstufen, nämlich Metall-Greymon und Skull-Greymon. Wenn Greymon sich in Skull-Greymon digitiert, ist es ganz schön scheiße. Und bei Tengen wurde das Beispiel gemacht, weil Tengen auch die Möglichkeit hat, sich in etwas Böses, Schlechtes für die Welt zu entwickeln. Und deswegen hat Gojo es so erklärt, dass es eventuell besser wäre, dass bevor sich eben Tengen in Metall-Greymon potenziell entwickelt, er sich lieber auf Koromon zurücksetzt, damit die Welt eben sicher ist. Er ist halt ein Digi-Nerd, was soll ich euch sagen? Das war auch vielleicht eine kleine Szene, um zu zeigen, dass Gojo im Herzen immer noch ein kleines Kind ist, auch wenn er dann später so mächtig wird. Yuji ist ein Nerd. Wir kennen alle die Szene, wo Yuji sich fragt, ob er bald das Bankai Rasengan oder die Spirit Gun aus Yu Yu Hakusho lernt. Darüber hinaus gibt es noch Sachen, wie eben, dass Yuji die paar Filme, die er schauen sollte, kannte, wie zum Beispiel Herr der Ringe, er konnte da etwas mitsprechen und es ist ja auch so, dass er ein Jennifer Lawrence-Fan ist, also er kennt sich
sich sehr, sehr gut mit verschiedenen Dingen aus. Und am Ende des Tages, er ist der Main-Character, er hat zwar krasse Sachen gemacht, aber er ist eigentlich so ein Nerd wie wir alle auch. Also ja, Ryuji kennt sich ganz gut aus. JJK Light Novel. JJK hat zwei offizielle Light Novels und zwar einmal Der Sommer ist vorbei und Der dornige Pfad der Dämmerung. Das hört sich zwar so an, als hätte George R. R. Martin die geschrieben, aber ist nicht der Fall. Jedenfalls sind die beiden Novels sehr, sehr ähnlich. Die beinhalten jeweils 5 Kapitel und sie beschreiben quasi, was die Charakter der JJK-Welt so tun in ihrem Alltag. Also es ist ein Ding, was nicht wirklich viele Geheimnisse offenbart, sondern einfach eher so ein Slice-of-Life-Teil von JJK. Wir haben Yuji und Megumi, die in einem Café chillen, Gojo und Nanami, die auf eine Mission gehen und zum Beispiel die Disaster Curses, die einen neuen Unterschlupf suchen. Darüber hinaus sehen wir auch, dass Nobara mit Inumaki shoppen war, warum auch immer, und halt solche Dinge. Also hier wird nicht krasser Lore irgendwie enthüllt, es geht einfach nur um kleine Mini-Story. Through heaven and earth, I am the honored one. Ja, Gojos most iconic line wurde in ein ziemliches Meme verwandelt, denn immer wenn irgendwer, keine Ahnung, so am Rumhängen ist, dann wird seine Voiceline eingeblendet und die Musik. Das Ganze ist halt, wie gesagt, eine krasse Szene, aber es ist ein super, super großes Meme in der Community geworden. Demon Slayer Referenz. JJK macht sehr, sehr gerne Referenzen zu anderen Animes. Ich glaube, das habt ihr bis jetzt sehr gut gemerkt. Und zu Demon Slayer gab es auch eine, auch wenn Demon Slayer an sich nicht wirklich genamedropped worden ist. In Kapitel 195 haben wir nämlich den Charakter Hagane Daido und dieser ist ein Samurai aus der alten Ära und ist dann in der Neuzeit, weswegen er dann ein Schwert finden möchte, eben ein Katana, mit dem er wieder ordentlich abgehen kann. Und dabei findet er eine kleine Spielzeugkiste auf, wo zwar ein Katana ist, aber das Ganze ist ein Spielzeug und dieses gibt sogar eine Line von sich, die natürlich eine sehr starke Demon Slayer-Referenz ist. Phantom Parade. Phantom Parade ist ein Mobile-Game, ein klassisches Gacha, wo ihr eben ordentlich In-Character reinsammeln könnt. Ich habe es ein bisschen gespielt auf Japanisch, ich fand es sehr, sehr geil, aber wie mit allen Spielen verliere ich irgendwann das Interesse daran. Vielleicht komme ich nochmal zurück, mal sehen. Jedenfalls gab es dazu auch einfach mal ein Opening und dieses Opening ist ein absoluter Banger und ich kann nicht fassen, dass dieses Opening in Anführungszeichen für ein Mobile-Game verschwendet wurde. Yu-Gi-Oh! 10 Shadow Archetype. Twitter-User haben es sich hier zur Aufgabe gemacht und ich unterbreche sofort, weil ich sollte diesen Punkt hier mit reinnehmen, denn der Twitter-User ist Ace, aber er wollte nicht genamedroppt werden. Er wollte nur, dass sein Projekt irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, aber er selber soll nicht im Vordergrund stehen. Aber wisst ihr was? Wir geben ihm einfach mal hier die Blumen. Und zwar hat sich Ace gedacht, Bro, es wäre doch voll dope, wenn wir mit verschiedenen Artists so einen Contest machen oder so eine Zusammenarbeit machen, dass wir eben einen potenziellen 10 Shadow Archetype in Yu-Gi-Oh! Reinbringen. Also das Ziel war es hier, dass man die 10 Schattentechnik von Megumi in eben Karten ummünzt. Das Ganze ist damit angefangen, dass ein anderer Twitter-User aus Portugal eine Yu-Gi-Oh! Karte gezeichnet hat, wo Mauraga drauf war. Das Ganze war so geil, dass ich Ace dachte, Bro, wir machen da mal ein richtiges Ding draus und er hat ein paar Artists zusammenbekommen, die ziemlich geile Artworks gemacht haben. Und deswegen, Freunde, falls ihr irgendwie Bock habt, da mitzumachen, dann meldet euch bei ihm. Ich werde es unten verlinken. Dann könnt ihr auf jeden Fall da mit reingrinden und vielleicht bekommen wir irgendwann alle 10 Schattenbestien zusammen. Denn aktuell gibt es 7, das heißt, ein paar fehlen noch. Deswegen meldet euch. Character Information Cheats. Wie eben erwähnt, hat Akutami immer wieder zu neuen Volume Releases seines Mangas Character Cheats mit eingebaut, die eben verschiedene Daten über die Charaktere verraten. Es gibt dabei natürlich diepe Fakten, aber auch welche, die weniger wichtig sind. Zum Beispiel hat man die Information, dass Maki ordentlich auf Junkfood steht, Nanami ist eigentlich halb dänisch und Michamaru hat sich Michamaru genannt, weil er das Ganze cool fand und aus dem Anime gehört hat. Darüber hinaus gibt es noch andere Informationen, wie zum Beispiel die, dass Gojo absichtlich es unterlässt, Dinge zu lernen, um das Leben eben zu genießen, weil ihm alles sofort gelingt. Außerdem tut er das Ganze auch, weil er sich der nächsten Generation nähern möchte. Das ist wieder das klassische, typische Dilemma, was Gojo hat als eben allerstärkste. Der verrückteste Case ist aber einer, der mit dem Charakter Rika zu tun hat. Und dazu werde ich später erst kommen, weil der Punkt ist komplett verrückt. Level 3. Wir gehen tiefer rein als Sukuna in die Stadt Shibuya. Mauraga Megumi Meme. And with this treasure I summon! Ja, was soll ich sagen, Leute? Es ist eins der beliebtesten Memes mit Megumi, dass er bei jeder kleinen Inconvenience, also bei jeder kleinen Sache, die ihm nicht ganz passt, sofort Mauraga summons. Dazu gibt es einige Memes und um ein bisschen den Mut klarzumachen, bitteschön. Hey, check out this funny video I saw. I've already seen that video. With this treasure I summon. Been waiting all year for this movie. For real, bro? Nothing can ruin this. Excuse me, miss. Could you... Hey, I got your order. Did
Im Grunde genommen sagt man hier, dass Megumi bei jeder Gelegenheit Mauraga summons, die ihn irgendwie nicht in den Kram passt. Ich meine, schon in der ersten Folge wollte er sogar gegen Sukuna sofort Mauraga casten. Es gibt auch immer wieder Momente, wo er Mauraga raushauen wollte gegen Gegner, die nicht mal so eine große Gefahr waren, wie eben gegen Sukuna. Das Ganze ist zwar ein Meme und es ist auch wirklich todeslustig, aber man muss sagen, das Ganze ist auch ganz cool, weil es eben zeigt, dass Megumi so einen tiefen inneren Drang hat, sich selbst umzubringen, dass er eben bereit ist dazu und dass er vielleicht auch ein bisschen im Struggeln ist, deswegen er eher dazu geneigt ist, sich für jede Gelegenheit, die aufkommt, zu opfern. Er hat ja auch den großen Struggle, dass er Angst hat, dass derjenige, der ihn rettet, irgendwann dazu führt, dass sehr viele Leute sterben. Deswegen hat er ja mit Yuji diese ganz besondere Dynamik. Mauraga war der erste Zenin. Wir haben ja gesehen, dass alle Schattenbestien der 10-Schattentechnik irgendwie auf Tieren basieren. Alle bis auf Mauraga und das Ding ist eben die 10, also der Big Boss. Laut Theorie ist es nämlich so, dass Mauraga niemand anderes ist als der erste Zenin überhaupt. Ein Indiz dafür ist eben seine Beschwörung, bei der wir sehen, dass eine Mumie da ist. Also man denkt oder man geht davon aus, dass eventuell der erste Zenin sich selbst irgendwie geopfert hat, um eben Mauraga als Bestie erschaffen zu können. Und so hat er den ganzen Zenin-Clan überhaupt erst gestartet. Wie das überhaupt funktionieren soll und wie Shikigamis allgemein überhaupt ins Leben gerufen werden, ist bisher immer noch unklar. Deswegen ist es nichts mehr als eine kleine Fan-Diskussion. Aber man kann so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Megumis 10-Schattentechnik besteht aus Tieren, außer Mauraga. Er ist irgendwie komisch. Und wenn wir uns mal anschauen, was Mauraga so drauf hat, dann zeichnet sich eine gewisse Art von Bild. Und zwar ist es Mauragas Special Ability, dass er sich an alles anpassen kann. Und das Wesen, was die Special Ability hat, sich an jede Gegebenheit anzupassen, ist niemand anderes als der Mensch. Der Mensch hat über Jahrtausende überlebt, weil er dazu in der Lage war, sich an Sachen anzupassen. Und die einzige Schwachstelle von Mauraga ist es ja auch, ihn mit einer Attacke zu besiegen. Denn wenn du ihn mit einer Attacke besiegen kannst, mit einem Blow, dann kann er sich nicht an die Situation anpassen. Jetzt guck mal so, ne? Wenn ich gegen den Löwen kämpfen würde, würde ich mies auf die Fresse bekommen. Der würde mich einfach innerhalb von Sekunden zerfetzen. Aber wenn ich als Mensch Vorbereitung bekomme auf diesen Kampf, was quasi das Äquivalent ist dazu, dass sich Mauraga an jedes Kampfmuster anpassen kann, dann könnte ich eine Gun rausholen, entweder ich mit der Gun trainieren und dann würde ich dem Löwen in einem Kampf auf Leben und Tod diese andere Domain Expansion zeigen. Ich muss sagen, ich finde einfach den Gedanken super dope, dass es irgendwann mal einen kranken Jutsisten gab, der sich dachte, Alter, ich werde irgendwas krasses mäßiges machen, womit ich mich selbst opfer und deswegen konnte ich diese krasse Technik entwickeln, die dann einen ganzen Clan erschafft. Also, ich würde es cool finden, es könnte auch erklären, warum Mauraga so stark ist, weil dieser heftige Jutsist von damals eventuell ein krasses Ritual gemacht hat oder was auch immer, aber ich würde es echt insanely geil finden. Gojova. Gojova, oder auch bekannt als JJK Mia, ist quasi einer der krassesten Leaker im Anime-Manga-Business und eben ganz speziell für Jujutsu Kaisen. Wenn der Typ postet an einem Mittwoch oder eben an einem Donnerstag, wo die Leaks kommen zu den neuen JJK-Chaptern, ist es so, dass die Twitter-Trends komplett von diesem Typen dominiert werden. Vor kurzem hat sogar Twitter selbst eine Statistik veröffentlicht, wo es darum ging, wie viel Interaktionen einzelne User haben. Und Gojova ist einfach einer der Top 10 Accounts weltweit gewesen. Vor Joe Biden, vor Andrew Tate, vor Mr. Beast. Der Typ ist einfach anders. Das zeigt mal wieder, wie groß Anime und Manga mittlerweile geworden ist und was für einen großen Impact Jujutsu Kaisen auf die gesamte Welt hat. Über ihn persönlich weiß man nicht viel, außer eben, dass er wohl aus Indien stammt und dass die japanische Polizei ihn definitiv auf dem Schirm hat. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. JJK Leak Razzia. Im Februar dieses Jahres wurde von der Polizei in Asahi announced, dass eben aktuell gegen Leaker vorgegangen wird. Sie haben eine Investigation gestartet gegen alle Leute, die eben einen starken Bruch der Copyright-Gesetze von Japan an den Start legen. Genau genommen wurden hier gegen eben Manga-Raws und Manga-Leaker vorgegangen. Man hat also so ein kleines Board gesehen von den ganzen Leuten, die halt Nachforschung angestellt haben bei der Polizei und dort konnte man eben auch den Account von Gojova sehen. Ich fand es ziemlich lustig, weil es war einfach so eine Wand von Leakern, von Memes und so. Ihr müsst euch vorstellen, da sind Polizisten, die arbeiten dafür, die haben ihren Arsch hergegeben und so lange geschuftet, um eben diese Position zu bekommen und dann müssen die sich da irgendwie mit komischen Memes und Leakern
ja, auseinandersetzen. Wir wissen nicht wirklich viel, welche Leaker es hier erwischt hat. Wir wissen nur, dass auf jeden Fall 3 Ausländer zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall in Haft saßen wegen dieser ganzen Investigation. Das Ding ist, Gojoba hat es hier geschafft zu entkommen und wir wissen nur, dass er seine Leaks von Mittwoch auf Donnerstag gelegt hat, um eben es schwieriger zu machen, für die Polizei nachzuvollziehen, was seine Quelle ist. Und um euch hier ein kleines Vorwort zu liefern, natürlich ist das Leaken von Kapiteln komplett falsch, gerade auch in einer Zeit, wo wir die Kapitel wöchentlich zugespielt bekommen von offizieller Quelle, im Fall von Shueisha Manga Plus. Also es ist unmoralisch, ich möchte das nicht supporten, das sollt ihr nicht falsch verstehen, ich möchte hier nur über diesen Punkt berichten. Man muss aber hier auch ein bisschen dazu sagen, dass natürlich eine Kultur, wo viel über etwas gerätselt wird, auch dazu beiträgt, dass ein Anime, Manga oder was auch immer natürlich beliebter wird, weil man redet halt viel darüber und das macht die ganze Sache spannender. Also muss man hier auch schon zugeben können, dass natürlich diese Leak-Kultur ein bisschen was zu dem Hype dazugetragen hat. Natürlich wäre JJK trotzdem beliebt gewesen, aber das ist halt auch ein kleiner Teil dieser dunklen Wahrheit. Trotzdem, seid wie ich, Geist, wartet auf Sonntag. Sonntag geht's rein ins Chapter. Wenn wir alle dran ziehen, dann erreichen wir irgendwann eine Welt, wo wir den Official Release gemeinsam genießen. Cursed Worms. Cursed Worms sind sozusagen Fluchgeister, die noch nicht ganz entwickelt sind und deswegen ihre Kräfte noch nicht richtig erwacht haben. Ein gutes Beispiel ist hier Dagon, denn Dagon war eine Cursed Worm, der, naja, noch nicht ausentwickelt war und eben dann durch das Verspeisen von sehr vielen Menschen zu einem absoluten Giga-Chat geworden ist. Cursed Worms ist also quasi eine Evolutionsstufe für eben Fluchgeister. Ein gutes Beispiel dafür sind auch die ganzen Fluchgeister, die an Finger von Sukuna kommen und sich so viel, viel krasser entwickelt haben. Das sind auch ebenfalls Cursed Worms, die dann quasi richtig erwacht worden sind. Dann gibt es noch ein paar Beispiele aus dem Manga, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und darüber hinaus gibt es noch den Case von Kenjakus Death Paintings, zu dem wir auch jetzt kommen. Death Paintings. Die Death Paintings sind 9 verdammte Föten, die ebenfalls Cursed Worms sind und dadurch entstanden sind, dass eine Frau vor 150 Jahren durch Kenjakus Experimente als Noritoshi Kamu eine Frau von einem Fluchgeist geschwängert worden ist und Kenjaku hat dann auch sein Blut damit reingeballert, weswegen dann komische Wesen entstanden sind, die als Death Paintings bekannt sind. Sie haben auch alle Bluttechniken, wie eben der ganze Kamo-Clan. Die 9 Brüder, die dadurch entstanden sind, heißen Chozo, Ezo, Kichizo, Noranzo, Chozo, Tanzo, Sanzo, Kotozo und Chozo. Ja, habe ich vorgelesen, weil come on, Leute, als ob ich mir das alles merke. Die ältesten und stärksten 3 wurden am Ende von Staffel 1 durch Maito Seelenmanipulation erschaffen und der Rest, Spoiler Alert, wer es nicht hören wollte, dann 20 Sekunden skippen, wurden von Yuji gegessen, nachdem Chozo sie für ihn aus dem Warenhaus geholt hat, damit er eben Bluttechniken anwenden kann. JJK Live Action Korn. Ja, also die Japaner sind echt durch, was Anime und Jujutsu Kaisen generell angeht, denn sie haben einfach mal einen Korn rausgehauen, wo die Leute der Jujutsu High am Start sind. Die Akteure von diesem Korn tragen spezielle Kostüme und ihr wisst schon, was dann passiert. Ja, es gibt eine Szene von Gojo und Miwa, es gibt Maki, es gibt Yuji, es gibt Panda. Es gibt einfach Panda, nur mal so. Und ja, also Leute, ich habe aus Recherchezwecken kurz reingeschaut, aber Bro, ich wollte mir diesen Fluchgeist nicht aufladen, sag ich ehrlich. Ich wollte mir diesen Fluchgeist nicht aufladen, deswegen... Bro, I don't know, mehr als das weiß ich nicht. Akutami gleich Michamaru. Ja, beim öffentlichen Auftritt haben wir gesehen, dass Akutami als Michamaru verkleidet war. Ob er jetzt Michamaru so toll fand oder einen Charakter brauchte, der ihn komplett verkleidet, weiß man nicht. Wir wissen nur, dass er als Mangaka jedenfalls eine Katze als eigentlichen Avatar hat und der Michamaru-Auftritt war halt weird. Entweder findet er Michamaru voll nice oder er wollte sich halt, naja, gut verkleiden können. Akutami ist Togashi. Da wir nicht wissen, wie Akutami aussieht, haben Fans die These aufgestellt, dass er eventuell Togashi sein könnte und eben Gege Akutami nur ein Alias von ihm ist und er in seiner kleinen Hunter-Hunter-Pause JJK als Manga gezeichnet hat. Indizien darauf sind eben, dass der Manga von Jujutsu Kaisen thematisch gesehen sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was Togashi mit Hunter-Hunter gemacht hat. Darüber hinaus war es so, als die Nachricht rauskam, dass Jujutsu Kaisen in 5 Kapiteln enden soll, kam gleichermaßen auch die Nachricht raus, dass Togashi nach einer ganz langen Zeit wieder zurück ist und zeichnen wird. Also ein ganz schön komischer Zufall. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also das Ganze ist natürlich Quatsch. Togashi ist nicht Akutami. Das Ganze war nur eine kleine Crack-Theory von den Fans. Und es ist ein Zufall. Es ist einfach ein Zufall. Beziehungsweise es ist nicht mal ein Zufall. Die Jump macht das öfter. Wenn ein großer Titel endet, dann möchte man das irgendwie mit einem anderen Titel kompensieren. Und deswegen hat man das vermutlich so gemacht, dass bei dem Announcement, als JJK zu Ende ging, dass man eben das mit Hunter reingeschmissen hat. Man muss hier nochmal, wie gesagt, erwähnen. Ich habe euch bereits gesagt, dass Akutami als Kind inspiriert worden ist von Hunter x Hunter. Aber die ganze thematische Sache in JJK, wie es aufgebaut ist, ist einfach eine super, super, super Inspiration von Hunter x Hunter. Das merkt man an den Fähigkeiten, wie sie erklärt werden, aber auch an den Kämpfen. Und das ist sehr cool, weil ich glaube, JJK und Hunter x Hunter sind so wirklich die besten Manga
für die ganzen Battle-Nerds, die krasse Fähigkeiten haben wollen und die auch erklärt bekommen haben wollen. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel im Anime, als man von Gojo einen Flashback bekommen hat, wo er ein Kind war, hatte man eben für diesen Charakter den Synchronsprecher von Killua. Also auch sehr passend. Akutami ist eine Frau. Ja, da wir den Guten oder die Gute nur in einem Mechamaru-Kostüm gesehen hat, hat sich die Frage aufgetan, könnte es eventuell sein, dass Akutami eine Frau ist? Wir haben auch Aussagen von eben Mangaka, der schon in Jump, wie zum Beispiel Ken Akamatsu, wo er sich so ausgedrückt hat, dass man davon ausgehen würde, dass Akutami eine Frau ist. Genauso wie der Mangaka von eben Demon Slayer. Andererseits haben wir aber auch andere Aussagen und eben Posts, die Akutami als er ansprechen und damit eben wieder die These unterstützen, dass er ein Mann ist. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Akutami eventuell eine Frau sein könnte, ist eben der, dass man damals eine Zeichnung hatte von eben ihm selber. Aber naja, muss sagen, das war wahrscheinlich eigentlich eher Maki und nicht Akutami selbst. Also ist auch nicht so ganz klar, ob das jetzt eine Zeichnung von ihm war oder einfach nur von Maki oder einfach von einem Charakter, den er cool fand. Oder sie. Dafür haben wir bei einem viel besseren Hinweis. Und zwar gab es mal eine extra Seite zu dem One-Shot von Akutami, der 2015 rauskam. Nämlich der, der den Namen hatte, Nummer 9 oder einfach nur 9. Wir hatten dann eine Bonusseite, wo Akutami sich quasi gezeichnet hat. Und zwar hat er hier die unmaskierte Version von seinem Avatar gezeichnet und das ist eindeutig eine Frau. Ob man irgendwann ein offizielles Statement bekommen wird, ja oder nein, steht noch aus. Ich denke aber nicht, weil wenn man es jetzt nicht verraten hat, warum dann im Nachhinein noch was dazu sagen? Als Akutami sich damals als Mechamaru verkleidet hat, gingen Fans sogar so weit ran zu zoomen, um zu sehen, ob sie bei der Brust eine Erhöhung sehen können. Also so krank sind die Fans teilweise. Da muss sich ja eher die Frage stellen, warum würde man denn das Geschlecht überhaupt geheim halten wollen? Da muss man zum einen sagen, in der heutigen Zeit macht es schon Sinn für die Shonen Jump, ihre Mangaka zu schützen. Und das tut man eben ganz gut, indem man nicht mal das Geschlecht preisgibt, weil so ist es noch schwieriger, die wahre Identität herauszubekommen. Und zum anderen könnte man die These aufstellen, dass man es eventuell nicht verraten möchte, weil man sich eben erhofft, dass ein Manga, der von einem Mann geschrieben ist, besser bei der breiten Masse ankommt. Das haben ja viele Autoren hinter sich, dass sie eben ein Alias benutzt haben, was eher auf einen Mann zu sprechen ist. Das Ding ist aber, man muss hier sagen, ja, die Mangaka-Branche ist sehr männerdominiert, aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder Frauen gehabt, die sehr starke Titel gehabt hatten. Deswegen sehe ich hier nicht so richtig die Notwendigkeit, das zu verschleiern, in der Hoffnung, dass der Manga besser ankommt. Deswegen glaube ich, hat es nicht wirklich was damit zu tun, sollte Akutami eine Frau sein, dass man das verschleiert, wenn man sich erhofft, dass der Manga besser ankommt. Ich denke eher, es geht wirklich hier darum, die ganze Identität zu verheimlichen. Und ob Akutami Frau oder Mann ist, ist sowieso erstmal total egal, aber ich weiß es nicht. Es ist super schwierig. Ich muss aber sagen, wie Akutami manche Charakter schreibt, würde ich wirklich tippen, dass es eher eine Frau ist. Und ich hoffe eigentlich auch, dass es eine Frau ist, weil wenn eine Frau so einen krassen Manga rausgehauen hätte, wäre es einfach für die Manga-Industrie absolut geil. Deswegen würde ich es mir hoffen. Aber mal sehen, ob wir jemals eine Antwort darauf bekommen werden. Gojo x Geto. Das Ganze ist als Meme angefangen, weil die Fans durchgedreht sind, dass es eben so viel Geto- und Gojo-Szenen gibt. Ich muss hier auch sagen, der Manga schreibt es auch ein bisschen so in die Richtung, dass man denken könnte, dass eben Gojo in Geto verliebt ist. Vielleicht ist es auch so, ich habe keine Ahnung, könnte sein, man hat nicht viel dazu mitbekommen. Aber ich muss an diesem Punkt auch nochmal sagen, guck mal, dass zwei Dudes einfach eine schöne Zeit haben und beste Friendos sind, heißt nicht gleich, dass sie gay sein müssen, okay? Die können auch einfach gute Freunde sein und fertig, ja? Also, das würde ich mir auch mal wünschen, dass man sich wirklich mal klar wird, hey, die können auch einfach gut befreundet sein und gut ist, ja? Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Aber Gojo hat keine Freundin gehabt, geht so auch nicht. Die haben viel Zeit verbracht. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Aber der Ankerpunkt ihrer Freundschaft war ja so ein bisschen, dass sie gleichermaßen stark waren. Und dann ist ja auch Geto ein bisschen durchgedreht, als Gojo stärker geworden ist. Und ich glaube, Geto war einfach jemand, der Gojo akzeptiert hatte und auch alle Seiten von Gojo akzeptierte. Nicht nur, dass er der Stärkste ist, sondern eben, dass er, ja, ein bisschen goofy ist. Klar, als Gojo dann wirklich erwacht ist, war es dann so, dass es zum Bruch kam, aber das war nicht nur, weil Gojo der Stärkste geworden ist, sondern eher wegen der ganzen Situation, die eben in der Jutsu-Welt abging. Deswegen glaube ich, dass Gojo so sehr an Geto hängt, weil er eben, wie gesagt, so viel über ihn weiß und weil er ihn eben versucht hat, aufrichtig zu verstehen, was er vielleicht nicht konnte, weil deswegen hat er zu Gojo gesagt, bist du der Stärkste, weil du Satoru Gojo bist, oder bist du Satoru Gojo, weil du der Stärkste bist? Und hat ihn komplett in eine Identitätskrise reingeschmissen. Getos Bewusstsein war noch am Leben.
In der Szene, in der Gojo ins Prison Realm reingesteckt wird, sehen wir eine ganz, ganz kurze Szene, wie eben der Körper von Kenjaku, also Geto, reagiert und ihn quasi wirkt. Kenjaku selbst wusste nicht mal, dass das wirklich möglich ist, und es wirkt hier in dieser Szene wirklich so, dass hier Geto angegriffen hat. Doch dieser Plotpoint wird nicht so richtig bis zum Ende des Mangas aufgegriffen. Jedenfalls nicht so ganz. Ich denke, Akutami wollte mit dieser Szene eine weitere Thematik in seinem Manga ausbauen. Denn im JJK-Manga ist es so, dass eine grundlegende Frage aufgeworfen wird. Und zwar wird gefragt, ist der Körper mit der Seele verbunden oder sind die beiden zwei verschiedene, ja, Organismen? Durch Charaktere wie Maito sehen wir, dass die beiden eigentlich miteinander verbunden sind. Denn Maito kann Seelen manipulieren und dadurch kann er gleichzeitig auch Körper manipulieren. Nobara ist es gelungen, mit etwas Körperlichen Maitos Seele anzugreifen, dank ihrer Technik. Auch das Konzept mit Sukunos Fingern zeigt ja auf, dass Seele und Körper irgendwie miteinander verbunden sind. Todo selbst sagt sogar zu Yuji, dass die Menschen immer wieder vergessen, dass Körper, Gehirn und Seele drei fundamentale Sachen sind, die eben als eine Einheit existieren. Deshalb muss man sich eben um alle kümmern und nicht nur um eine Sache. Das ist auch so wieder ein bisschen, sag ich mal, Mindset für die Zuschauer, weil das kenne ich ganz gut. Ich mache zwar viel für Seele, aber Körper ist aktuell nicht so am Start. Also das Gym hitte ich aktuell nicht so oft, muss ich sagen. Und ich glaube, es würde mir wesentlich besser gehen, wenn ich das mal tun würde. Ich glaube, da können sich wirklich viele auch mitfühlen. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn man nur pumpen ist und dann nichts für seinen Geist tut, ist auch nicht so optimal. Also ich glaube, dass dieser ganze Plotpoint mit Körper und Seele aufgeworfen worden ist, um im Endgame der Serie eine fundamentale Sache aufzubauen und abzuschließen. Das würde jetzt ein bisschen spoilern, aber ich formuliere es mal so. Es gibt einen Charakter, der ist zwar kämpferisch am Start, aber seelisch ist er verschlossen und kann nicht mehr weitermachen. Bis eben zu dem Punkt, dass er überzeugt wird, weiterzumachen. Und ich glaube, ja, Manga-Leser werden ungefähr wissen, was ich meine. Und ich denke, dieses Geto, diese Geto-Szene war eben ein Beispiel dafür, dass eben, wie gesagt, Körper und Seele eins ist in der JJK-Welt. Gojos letzte Worte an Geto. In JJK 0 und auch in dem Manga sehen wir, dass Gojo eben am Ende bei Geto am Start ist und ihn umbringt. Doch diese Szene birgt ein weiteres Geheimnis. Bevor er das Ganze tut, richtet er nämlich letzte Worte an Geto. Dieser lacht aber nur und sagt dann, dass er sich wenigstens gewünscht hätte, dass Gojo ihn verflucht. Also er macht einen Witz darüber, dass Gojo ihn am Ende nicht verflucht. Also stellt sich hier die Frage, was hat er gesagt? Hat er vielleicht gesagt, ich liebe dich? Okay, wahrscheinlich nicht. Das wäre schon ein bisschen weird gewesen, wenn er das gesagt hätte. Außerdem kann man das Ganze sogar erklären, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass er gesagt hat, ich liebe dich, weil hätte er so etwas gesagt am Ende von seinem Leben, hätte er Geto vermutlich verflucht, was ja nicht der Fall gewesen ist. Oder hat er so etwas gesagt wie, ey Geto, weißt du was, eigentlich stimme ich dir zu, diese Affen sollen alle mal weggejallert werden. Darüber hätte Geto zwar gelacht, aber ist es wirklich das, was er gesagt hat? Ich denke, man kann hier ein bisschen eine These aufstellen, dass Gojo zu Geto gesagt hat, du bist mein bester Freund. Weil ich glaube, darüber hätte er am Ende von seinem Leben gelacht, weil er das nicht erwartet hätte. Und es ist auch eine Gojo-typische Sache, die er vielleicht hätte hier sagen können. Darüber hinaus sehen wir, dass nachdem Geto gestorben ist, wir Zuschauer nicht erfahren, was er gesagt hat, dass Gojo zu Yuta geht, ihm die ID-Card wiedergibt, die ihn Geto im Vorfeld abgezogen hat, und dann zu Yuta sagt, dass eben sein bester und einziger Freund diese Karte gehabt hatte. Also glaube ich, jedenfalls zu meinem Headcanon, dass er zu Geto gesagt hat, trotz allem bist du mein bester Freund. Irgendwie sowas in die Richtung. Nanami sollte ein Antagonist werden. Akutami hat in einem Interview verraten, dass Nanami ursprünglich ein Gegenspieler sein sollte, der bei einer fragwürdigen Firma gearbeitet hat. Also eine Firma, die wahrscheinlich, naja, miese Sachen abzieht. Eines Tages sollte er dabei komplett durchdrehen, alle umbringen und sich daraufhin den bösen Fluchmagiern anschließen. Akutami hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er das Gefühl hatte, dass er noch einen Charakter brauchen würde, den alle anderen Charakter brauchen. Also so in der Story gesehen. Zum Beispiel brauchte Yuji Nanami, um eben eine Art Mentor zu haben. Und so ist dann die Version von Nanami entstanden, die wir heute kennen. Was super wichtig ist, weil Nanami als Charakter ist so der Grundbaustein der Philosophie von allen Jutsisten. Denn Nanami ist jemand, der immer wieder aufhören wollte, es aber nicht konnte und deswegen immer weitergemacht hat. Das ist die ganze Grundmotivation der Jutsisten. Sie machen immer weiter und weiter.
egal wie oft sie verlieren, egal wie viele sterben, denn nur so können sie am Ende gewinnen und nur so können sie dem Leben der Toten Bedeutung verleihen. Außerdem muss ich sagen, er ist auch ein fantastischer, in Anführungszeichen, Erwachsenerwitz, denn normalerweise kennt man das aus Animes, dass alle Leute davon träumen, irgendwie magische Fähigkeiten zu haben und solange man diese magischen Fähigkeiten hat, ist alles gut und das Leben ist schön. Nanami ist hier jemand, der gearbeitet hat, dann ist er wieder zurückgekehrt zur Jutsu Society, hat quasi diese in Anführungszeichen magischen Kräfte mit der Fluchkraft, aber sein Leben ist dadurch nicht automatisch geil, weil im Leben ist es nun mal so, dass auch trotz dieser Fähigkeiten dein Leben scheiße laufen kann und er ist deswegen genervt wegen seiner Arbeit. Also sehr, sehr genau geschrieben, wie ein Erwachsener sich fühlen würde. Hanami Sprache. Innerhalb der Serie konnten wir immer wieder sehen, dass Fluchgeister eine komische Sprache haben. Im Manga wurde das so gelöst, dass man eben merkwürdige Schriftzeichen gezeigt hat. Im Anime gab es dann irgendwie komische Sounds. Und der einzige Mensch innerhalb der Jutsu Kaisen Welt, der diese Fluchgeister verstehen konnte, war niemand anderes als Mike Tyson. Bei Hanami jedoch war es dann so, dass die Sprache von ihr einfach rückwärts abgespielt worden ist. Ja, das wurde so gemacht, damit sie sich eben so anhört, als würde sie, ja, eine krasse Fluchsprache drauf haben. Na, dann würde ich mal sagen, Yuta sollte der Main-Character sein. Wie ich euch bereits erzählt habe, sollte ja eigentlich Yuta erstmal der Hauptcharakter sein von der Serie Jujutsu Kaisen, aber ich habe ja erklärt, dass er zu stark war und deswegen braucht man einen anderen MC. Ich habe diesen Punkt hier trotzdem drin gelassen, weil die Sache ist die, eigentlich wollte Akutami Megumi zum Main-Character von der gesamten Serie machen. Aber auch bei ihm gab es ein sehr ähnliches Problem. Mit seiner 10-Schatten-Technik war er natürlich ziemlich stark. Heißt also, als Main-Character bietet er sich nicht so gut an, weil auch hier wieder die Wachstumskurve sehr, sehr schwierig ist. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass Megumi ein Charakter ist, der ein bisschen, naja, ruhiger ist. Und als Main-Character in der Shonen-Serie funktioniert das meistens nicht so gut, weswegen sich Akutami dachte, okay, wir brauchen eine andere Art von Charakter. Und kurz vorm Release des ersten Chapter, kam es dazu, dass eben Yuji quasi erfunden wurde. Es gab sogar mal ein anderes Design von Megumi, das wurde dann nochmal verworfen und dann ist eben Yuji entstanden, so wie wir ihn heute kennen. Level 4 und glaub mir, für das nächste brauchst du ein Bier. Limitless-Technik. Freunde, macht euch bereit für einen richtig, richtig nicen Physikunterricht, denn ich werde jetzt Gojos Technik erklären und mein Gehirn ist jetzt schon geschmolzen. Also, die Limitless-Fluchtechnik ist eine Erbtechnik der Gojo-Family und genauso wie es bei Megumi ist, kann diese eben random spawnen und einer von den Familien, also in dem Fall von Gojo, kann diese eben erben. Also hat Satoru ordentlich reingelackt. Um diese verstehen zu können, ist es nicht wichtig, in den Manga deep zu diven, sondern wir machen einen kleinen Ausflug ins antike Griechenland. Gojos Fluchtechnik basiert nämlich auf dem Prinzip der Unendlichkeit des griechischen Philosophen Zeno von Elea. Dieser lebte ungefähr 500 Jahre vor Christus und hat ein Gedankenexperiment entwickelt namens Zeno-Paradoxon. Dieses basiert auf einer Anekdote namens Achilles und die Schildkröte. Hier kommt nämlich Zenos Prinzip der Unendlichkeit auf einer linearen Strecke ins Spiel. Also stellt euch eine Strecke vor, die quasi unendlich ist und niemals aufhört. Laut diesem Prinzip geht das Rennen unendlich lange. Denn in der Zeit, wo Achilles einen Meter gelaufen ist, ist die Schildkröte 10 cm weitergekommen. Wichtig ist hier einzuschmeißen, dass die Schildkröte einen Vorsprung gehabt hatte. Und wenn Achilles dann die 10 cm weiterkommt von der Schildkröte, dann ist sie schon 1 cm weiter. Also hat sie immer den Vorsprung. Wenn Achilles dann diesen Zentimeter wiederum auch gut macht, ist die Schildkröte 0,1 cm weiter. Genau diese Berechnung kann man dabei ins Unendliche lang führen. Und das ist eben das Zeno-Prinzip. Das ist uns aber bekannt als eben Paradoxon. Heißt also, dass wenn das Ganze die Realität wäre, wäre es so, dass Achilles die Schildkröte jedes Mal einholen würde. Er ist ja schneller, also würde er gegen diese gewinnen. Warum erkläre ich euch also hier dieses ganze Paradoxon? Es ist wichtig, um Gojos Fähigkeit zu verstehen. Denn ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Gojos Limitless ist quasi dieses ganze Paradoxon, wenn es real wäre. Oder Gojo bringt dieses Paradoxon in die Realität. Wie erwähnt, das Ganze kann in echt nicht stattfinden. Wenn ich gegen die Schildkröte race und die einen Vorsprung hat, dann werde ich sie einholen. Das Ganze ist ein Paradoxon, weil es eben nicht in der Realität so stattfinden würde. Was macht Gojo also hier? Gojos Limitless-Technik funktioniert so, dass er diesen Schutzschleier hat und desto näher man an ihn rankommt, desto langsamer wird man. Heißt also hier, dass Gojo selbst die Schildkröte ist und sein jeweiliger Gegner ist dabei Achilles. Heißt also, wenn wir mal hier Jogo als Beispiel nehmen,
desto näher er an Gojo kommt, desto langsamer wird er und dadurch wird dieses ganze Paradoxon zur Realität und dadurch schafft eben Gojo diese Unendlichkeit. Ich weiß, es ist ein bisschen tricky zu verstehen. Glaubt mir, ich habe auch lange gebraucht, um das so zu checken, was hier gemeint ist. Aber das Ganze greift ineinander und macht eben auch Sinn. Deswegen kann Gojo auch nicht von einem feindlichen Angriff getroffen werden. Denn dieser Angriff wird ihn niemals erreichen. Außer eben in einer anderen Sphäre. Denn dort hat man im Jujutsu natürlich eine 100%ige Trefferquote. Oder es sei ihm eben möglich, die Fluchtechnik von ihm auszucanceln, wie eben im Kampf von Toji. Dort hat er nämlich den Inverted Spear of Heaven benutzt, um genau das zu erreichen. Neben der neutralen Unendlichkeit gibt es natürlich noch eine negative Unendlichkeit, die aus negativer Fluchkraft besteht und eine positive Unendlichkeit, die aus positiver Fluchkraft besteht. Oder besser gesagt, das ist Umkehrfluchkraft. Ähnlich wie beim Shinra Tensei ist es Gojo so möglich, wie eben Pain mit seiner blauen Fertigkeit Sachen an ihn ranzuziehen. Und mit seinem Rot kann er eben mit seiner Umkehrfluchtechnik Sachen von ihm abstoßen. Eine extrem mächtige Fähigkeit, die man dabei sogar fusionieren kann für eben Violett. Oder wie ich es gerne nenne, einen absoluten Full Duke. Mit Hollow Purple zieht er nämlich Sachen an und stößt sie gleichermaßen ab, wodurch er eben ein Nichts entstehen lässt. Und dadurch wird eben alles, was davon getroffen wird, auch im Nichts verschwinden. Durch den kreativen Einsatz von dieser Fähigkeit ist es Gojo auch hier möglich, eben zu schweben, weil er sich vom Boden abstößt oder eben zu teleportieren. Beim Teleportieren zieht er sich eben super schnell an seinen Zielort an. Gojos Domain Expansion basiert hier ebenfalls auf der Unendlichkeit. Und diese heißt, wie ihr alle wisst, Infinite Void. Die in der Domain manifestierte Technik entfernt das räumliche Denken des Gegners und greift hier direkt das Gehirn an. Akutami selbst hat einmal in einer kleinen Grafik gezeigt, wie das Ganze richtig abläuft. Nehmen wir an, 5 Meter von dir entfernt ist ein Apfel, 5 Meter danach ist ein Gorilla und 5 Meter dahinter ist eine Trompete. Diese Dinge um dich herum kann man normalerweise nacheinander wahrnehmen. Doch innerhalb von Gojos Domain sieht man alles und ich meine wirklich alles gleichzeitig, wodurch das Gehirn eben komplett überladen ist. Da es eben die ganze Zeit mit Informationen geflutet wird. Der Getroffene ist dabei nicht in der Lage, sich irgendwie zu rühren oder irgendwas zu spüren, solange die Domain aktiv ist, weil das Gehirn einfach komplett unter Reizüberflutung leidet. Und diese löst bei normalen Menschen sogar bleibende Schäden aus. Die Menschen, die nur 0,2 Sekunden in dieser Domain verbracht hatten, mussten teilweise monatelang ins Krankenhaus, bis sie eben dann wieder normal funktioniert haben. Die Limitless-Technik des Gojo-Clan ist unfassbar krass. Aber was sie so krass macht und Gojo eben zu einer der stärksten Jutsisten, ist die Kombination mit dem nächsten Punkt, nämlich mit den Six Eyes. Six Eyes. Die Six Eyes sind nicht nur extrem attraktive Augen, nein, kleiner Fun Fact, in den Augen kann man sogar den Himmel sehen. Einmal alle paar Generationen wird dabei jemand geboren mit diesen Augen und diese führen dazu, dass man eben einen Fluchkraftverbrauch von 0 hat. Außerdem erlauben sie es auch dem Nutzer, andere Fluchkraft und eben Techniken in anderen Jutsisten lesen zu können. Wie wir es eben gesehen haben, als Gojo und Yuji eben das erste Gespräch hatten in der ersten Folge des Animes. Ebenfalls kann Gojo es Menschen ansehen, ob sie eben Fluchkraft benutzen können oder ob sie es nicht können. So konnte zum Beispiel sicherstellen, dass im Flugzeug, wo Riku Amana ebenfalls war, dass eben an Bord kein Assassine am Start war. Die Kombination aus Six Eyes und Limitless führt auch hier dazu, dass Gojo so absolut broken ist. Da er nämlich keinen Fluchkraftverbrauch hat, kann er die neutrale Unendlichkeit die ganze Zeit anlassen. Ja, Gojo hat im wahrsten Sinne des Wortes an. Dadurch kann er eben auch die ganze Zeit über Umkehrfluchtechnik anwenden und das führt dazu, dass sein Körper und Geist die ganze Zeit geheilt werden. Wenn er das nämlich nicht tun würde, würde er von seiner Fähigkeit enorme Schäden davontragen. So wurde eben durch seine reine Geburt die gesamte Jutsu-Welt in Angst und Schrecken gesetzt, jedenfalls für die Fluchgeister und für die bösen Fluchmagier, weil eben seine reine Existenz alle anderen in die Schranken weist. Deswegen sehen wir auch Gojo, dass er immer mal wieder Sonnenbrillen trägt oder eben eine Augenbinde. Er muss das tragen, um, naja, nicht müde zu werden. Das hat Akutami auch mal erklärt. Denn seine Brille ist ja auch keine normale Brille, sondern eine, die aus komplett schwarzem Material besteht. Gojo kann aber trotzdem da durchschauen, weil er eben die Six Eyes hat. Außerdem hat er eine Art Thermalsicht auf Fluchkraft und kann auch Gebäude einschätzen. Was wieder super nützlich ist, weil so kann er sich halt, naja, ziemlich gut teleportieren. Sonst würde er gegen irgendwelche Gebäude knallen oder so. Ja, was soll ich euch sagen? Also Gojo ist einfach der brokenste Charakter, der jemals gelebt hat. Sehen andere Sukunas Tattoos? Viele Leute glauben, dass die Tattoos von Sukuna quasi nur ein Stilmittel sind, um eben zu zeigen, dass Sukuna gerade die Kontrolle über Yujis Körper hat. Denn ja, die Gesichtszüge von ihm sind ein wenig anders, das merkt man gerade, wenn man so Versionen sieht von Sukuna ohne die Tattoos, also so Fan-Edits, aber nein, die Tattoos sind da und die werden auch von den anderen Charakteren gesehen, weil es gibt
keinen Grund für uns anzunehmen, dass es nicht so ist, weil wir eben verschiedene Bilder haben von Sukuna aus der Heian-Ära, also wo er quasi gelebt hat. Und dort sehen wir auch, dass er eben die Tattoos hat. Deswegen, es macht keinen Sinn zu glauben, dass er die Tattoos nicht hatte. Deswegen, ja, kann man die halt sehen. Oder jeder andere Charakter sieht sie. Star Plasma Vessel. Da dieses Wort an sich einfach nur Arsch ist, sagen wir ab jetzt hier Sternplasma-Körper. Das sind jedenfalls Menschen, die dazu in der Lage sind, als Gefäß zu dienen für eben Tengen. Das wird gebraucht in der Welt von Jutsu Kaisen, damit eben Tengens unsterbliche Technik nicht die ultimative letzte Stufe auslöst und der Status quo erhalten bleibt. Also das ist ja das Ziel, dass Tengen einfach so bleibt, wie er ist und sich nicht quasi zu Skullgreymon digitiert. Tengen braucht ungefähr alle 500 Jahre eine neue Hülle und das Ding ist, es ist nicht so, dass alle 500 Jahre auch automatisch eine neue Hülle am Start ist. Es kann auch sein, dass es mehrere gibt, eben wie im Beispiel mit Riku Amanai und auch Yuki, denn beide waren eben Sternplasma-Körper zu einer sehr, sehr ähnlichen Zeit. Yuki wurde ja nicht in Betracht gezogen, weil sie eben als Special Grade viel zu wertvoll war, als eben als Hülle von Tengen zu dienen. Wir wissen darüber hinaus, dass Jujutsu Hai auch andere Kandidaten hatte für die Rolle als Sternplasma-Körper neben Riku Amanai, aber die haben wir in der Serie nie zu Gesicht bekommen. Domain Expansion Handzeichen Bedeutungen. Also erstmal grundlegend, die Handzeichen bei den Domain Expansion kommen meistens aus dem Buddhismus und spiegeln immer so ein klein wenig den Charakter wider. Gojos unendlich Leere ist das Zeichen für Taishokuten In. Dieses Zeichen steht für den indischen Gott Indra und über ihn wird gesagt, dass er der Stärkste ist. Ob er der Stärkste ist, weil er Indra ist, oder ob er Indra ist, weil er der Stärkste ist, wissen wir dabei nicht. Sukunas Pandemonium-Schrein ist dabei Enma Tennin und das steht natürlich für den König der Hölle, wie zum Beispiel bei Zoro das Schwert Enma. Original kommt dieser Name von Yama und dieser war der König des Toten Landes. Und dieser Yama war ursprünglich auch ein Mensch, eben genauso wie Sukuna. Yogos sagt, des Eisenbergs ist Daishokuten In. Dies ist der Gott der Freude in Japan, aber ursprünglich war er der Gott der Zerstörung, Shiva, was natürlich auf Jogo wirklich sehr, sehr gut passt. Megumis Schattengärtner ist dabei Yakushi Nyorai In. Über diesen Gott wird gesagt, dass er 12 Generäle als seine Untergebenen hat, was natürlich super gut auf seine Technik passt. Einer von diesen Generälen heißt sogar Mauraga. So viel zum Thema, dass Mauraga damals ein Mensch war. Maitos Selbstverwirklichung der Perfektion heißt Nyorai In und Kujaku Myo In. Er hat nämlich bei seiner Domain Expansion zwei Zeichen. Beide haben dabei mit dem Menschen zu tun. Das obere ist das Zeichen für einen Mensch, der versucht zu Buddha zu werden. Also er macht das Handzeichen dafür. Das untere Zeichen steht dabei für einen Gott, der das Klesha von einem Menschen ist. Klesha ist im Buddhismus so viel wie die Verunreinigung des Menschen. Also wenn man das vielleicht so ein bisschen westlicher ausdrücken möchte, sowas wie die Sünden des Menschen. Bei Hakari hat sein Handzeichen sehr viel mit Glück zu tun und bei Yuta ist es so, dass sein Handzeichen für Dakini steht, eben ein weiblicher Dämon, was auch super gut zu Rika passt. Also ihr merkt, man kann so ziemlich zu allen so eine kleine Bedeutung ziehen, da hat sich Akutami schon das ein oder andere dabei gedacht. Gojo Sauce. Ja, McDonald's hat mal eine krasse Jutsu Kaisen Soße rausgehauen, mit eben auch Gojo. Ist aber ziemlich unnötig, eine spezielle Soße zu Gojo rauszuhauen, weil das war ja sowieso schon immer. You are already special. Ja, und als die Soße angekündigt worden ist, haben viele Fangirls und Fanboys auch angekündigt, wie sie sich schon darauf freuen, Gojos Soße im Mund zu haben. Ja, so ist es halt. Ja, schade. Hätten sie damals eine Toji-Soße rausgehauen, dann hätte die sogar die damaligen GameStop-Aktien einfach mal schlagen können. JJK x Fortnite. Ja, nachdem unser Squad ein bisschen in PUBG gegrindet hat und verdammte Scheiße, Yuji sieht aus wie ich nach Yu-Gi-Oh! GX in Minuten. Jedenfalls kam unser Squad danach mal in Fortnite rein und auch hier fehlt erneut einfach mal Toji. Schade, ich glaube, er hat wirklich für einige epische Momente gesorgt. Gojo Satoru Paralympics 2020. Im Jahre 2020 gab es einen chinesischen Athleten namens Xu Mingyao, der einfach mal 1:1 so aussah wie Gojo Satoru. Der Sport, in dem er mitgemacht hat, war Goalball. Das ist ungefähr so wie Fußball, nur eben mit Händen und eben für Blinde. Der Sport wurde damals ins Leben gerufen für eben Veteranen nach dem Zweiten Weltkrieg, um wieder ein bisschen in die Reha zu kommen und aktiv zu werden mit eben dem Sport. Hakari Jojo Referenz. Von Hakari wissen wir durch die ganze Experience mit Charles, dass er eben sehr gerne Manga liest und hier hat man auch eine doppelte Referenz zu Jojo eingebaut. Denn Hakari, kleiner Spoiler dort, gewinnt seinen Kampf gegen Kajimo auf die gleiche Art und Weise wie eben Josuke gegen Red Hot Chili Pepper.
Die Connection ist hier, dass Kajimo als auch Red Hot Chili Pepper beide Elektrokräfte haben. Die doppelte Referenz ist auch hier, weil Akutami dann eine Referenz darauf macht, dass eben Hakari auch eine Jojo-Reference macht. Fluchmagier. Fluchmagier sind quasi Menschen, die nicht Teil der Jutsu-Regierung sind. Also das sind halt Menschen, die auch Jutsu casten, aber die nicht zu der Society gehören. Geto wurde zum Beispiel einer, nachdem er die Schule verlassen hat. Wir haben Haruta Shigio, der auch einer ist. Die alte Oma und die Enkel waren ebenfalls welche, als auch dieser komische Super Mario-Typ mit dem Zorro-Drip, also die Leute, die wir in Shibuya gesehen haben. Ja, die werden halt von der Jutsu-Society als böse betitelt und sind klassifizierte Verbrecher, auf die Jagd gemacht wird. Es ist die Welt genauso wie unsere. Wenn du nicht irgendwie Papierkram unterzeichnest und zum System gehörst, dann wirst du einfach gejagt. Geto Family. Die Geto Family war ebenfalls eine Gruppierung von Fluchmagiern, die eben Geto unter sich geschart hat. Und die hatten das Ziel, alle Nicht-Jutsisten auszulöschen, um eben den Kreislauf der Flüche zu beenden. Basically war das Ganze einfach mal Getos eigener Joe-Bro-Squad. Wir wissen aber, dass dieser Squad ein bisschen anders ist als die Fluchmagier, weil sie nie so richtig gegen die Jutsu Society angegangen sind, weswegen sie dann auch von diesen nicht so hart behandelt worden sind. Zum Beispiel hat Gojo von denen keinen umgebracht und hat sich stets verschont. Sorcerer Clan. In der aktuellen Welt von Jutsu Kaisen gibt es drei große Sorcerer-Familien. Die Zenins, die Kamos und die Gojos. Diese Familien sind auch über tausenden von Jahren am Start. Es gibt neben diesen großen Familien aber auch kleine Familien, die ebenfalls wichtig sind, aber nicht so viel politische Macht haben. Wie zum Beispiel die Inumakis, die eben die krasse Curse Beach haben. In der goldenen Ära des Jutsu, also in der Heian-Ära, gab es noch viel, viel mehr von diesen Clans, aber die sind über die Jahre immer weniger geworden. Namentlich können wir dabei noch den Fujiwara und den Abe-Clan, die in JJK mal irgendwann eine Rolle gespielt haben sollen. Doch dazu kommen wir etwas später im Video. Tojis Fluchgeist. Also über Megumis Mutter weiß man erstmal wirklich gar nichts. Nicht mal ihren Namen. Aber es gibt doch ein paar kleine Informationen, mit denen wir ein wenig was anfangen können. Zum einen, dass die Mutter von Megumi gestorben ist und das sehr wahrscheinlich an natürlichen Ursachen. Als Toji auch kurz vor seinem Tod stand, hat er sich daran zurückerinnert, dass sich die Mutter von Megumi gewünscht hat, dass er sich eben um ihren Sohn kümmert. Toji war das Ganze aber nicht möglich, weil er nach dem Tod von seiner Frau so sehr gebrochen war, dass er nicht dazu in der Lage war, für Megumi da zu sein. Deswegen hat er ihn an den Zenin-Clan verkauft, weil er ganz genau wusste, dass Megumi da vermutlich ein besseres Leben haben würde, da er eben die Erbtechnik besitzt und der Zenin-Clan ihn deswegen besser behandeln würde. Anders als zum Beispiel Maki. Trotzdem hat er damit nicht das gemacht, was sich seine Frau gewünscht hat. Also wäre es hier möglich, dass sie eventuell als Fluchgeist zurückgekehrt ist, um ihn heimzusuchen. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie ein Fluchgeist ist, der eben an Toji gebunden ist, wird es besonders interessant. Wir haben nämlich eine Szene gesehen, wo wir mit Prime Toji Bekanntschaft machen durften. Dort haben wir gesehen, dass er sich den kleinen Gojo angeschaut hat und sich überlegt hat, ob er sich mit ihm brawlt. Er hat gemerkt, der Bruder ist ziemlich krass. Was hier aber wichtig ist, ist, dass wir Toji oder einen Toji sehen, der viele Jahre vorher am Start war. Und hier sehen wir, dass sein Fluchgeist nicht am Start ist. Natürlich ist es kein Beweis dafür, dass er den Fluchgeist zu dem Zeitpunkt nicht hat, aber es ist ein Indiz, dass wir sagen könnten, hey, zu diesem Zeitpunkt, wo er den kleinen Gojo gesehen hat, hatte er seinen klassischen Fluchgeist noch nicht. Die These sagt also, dass Megumis Mutter gestorben ist, Toji sich nicht um den Sohn gekümmert hat und sie deswegen als Fluchgeist zurückgekehrt ist. Wenn wir jetzt ein bisschen Vorspulen uns anschauen, als Toji gestorben ist, kam es zu einer Szene, wo der kleine Fluchgeist nach dem Tod von Toji überlebt hat und zu Geto gegangen ist. Im Manga wissen wir nicht, was der Fluchgeist zu Geto gesagt hat. Das ist wieder auf den Punkt bezogen, dass eben im Manga nur so quasi Kritzeleien zu der Fluchgeist-Sprache gemacht werden. Im Anime haben wir aber ein bisschen mehr gesehen. Hier sehen wir, dass dieser Fluchgeist zu Geto sagt, Mama, umarme mich. Natürlich könnte es sein, dass dieser Geist wegen dem Tod von Toji denkt, dass Geto seine Mutter ist, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die vielleicht sogar mehr Sinn macht. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass dieser Fluchgeist wirklich Megumis Mutter ist, könnte es ja sein, dass sie sich nach dieser ganzen Trauer und dass auch Toji jetzt tot ist, eventuell an etwas aus der Vergangenheit erinnert hat, nämlich an einen Megumi, der zu ihr gesagt hat, Mama, umarme mich. Heißt also, dieser Fluchgeist hat diese Bitte nicht an Geto gestellt, sondern ein letzter Gedanke ist quasi in ihm aufgekommen. Ich denke, eine richtige Erklärung werden wir nicht bekommen, aber es ist für mich so eine Sache, die wirklich true sein könnte. Tojis Narbe auf der Lippe.
wissen ja, dass Toji von seinem Clan in seiner Jugend gemobbt, gemieden, abused und diskriminiert wurde aufgrund dessen, dass er keine Fluchkraft hat und damit eben die Schande der Familie darstellt. Also ähnlich wie es bei Maki war, als sie noch ein Kind war. In einem Fanbook hat Akutami dabei beantwortet, warum Toji eine Narbe an seiner Lippe hat. Der Grund dafür ist nämlich, dass Toji, als er noch ein Kind war, mal in die Kammer der Zenins gesperrt wurde. Und in dieser Kammer gibt es über hunderte von Fluchgeistern. Dass Toji aber nur mit einer kleinen Narbe an der Lippe aus dieser ganzen Nummer rauskam, ist mal wieder ein Beweis dafür, wie krass dieser Typ eigentlich ist. Wieso genau Toji aber dort eingesperrt worden ist, hat Akutami dabei leider nie beantwortet. Level 5. Ihr kommt aus diesem Eisberg nie mehr raus. Akutami hasst Gojo. Ich weiß zwar nicht, wie man Gojo hassen kann, aber Akutami, der Schöpfer von Gojo und JJK, ist wohl irgendwie der größte Gojo-Hater, der jemals gelebt hat. Das hat er sogar selber bei dem Autorenkommentar von der Shonen Jump gesagt. In der Ausgabe 52 vom Jahre 2019 sagt er nämlich folgendes. Something Satoru Gojo doesn't have probably a personality. Also zu Deutsch, das was Gojo vermutlich nicht hat, ist eine Persönlichkeit. Und im Jahre 2020 kam dann noch ein richtig ekliger Post von ihm, in dem er in der Wiki Shonen Jump Ausgabe 8 aus dem Jahre 2020 das gesagt hat. Now that Gojo's gone, it's looking like 2020 is gonna be a good year. Jetzt, da Gojo weg ist, ist 2020 vermutlich ein ziemlich gutes Jahr. Das Ganze ging so weit, dass Fans angefangen haben, Fake-Kommentare von ihm zu posten, wo er sagt, dass er Gojo hatet, weil er Angst hat, dass seine Frau ihn für diesen verlassen könnte. Und das ist eine Angst, die eigentlich jedermann hat, denn, was soll ich sagen, bei mir war es auch so. Also, meine Wife hat auch einfach mal Gojo in der Hasbello-Tierliste ganz oben hingesetzt. Aber um das mal ein bisschen ernsthaft zu beantworten, ich glaube nicht, dass Akutami Gojo hasst. Ich glaube, Akutami ist ein sehr großer Troll und ich glaube auch, dass Akutami weiß, dass Gojo eine Persönlichkeit hat, weil er echt viel geschrieben und viel gemacht, um das irgendwie in Szene zu setzen. Also Gojos Personality, Character ist sehr, sehr viel zwischen den Zeilen geschrieben, aber er ist ein genialer Charakter, denn der Trope des overpowereden Character, den gibt es sehr häufig und der ist mal gut, mal schlecht gelöst. Aber ich finde, in JJK hat Akutami es wirklich geschafft, diesem Charakter eine wirklich Großartigkeit zu verleihen, indem er eben das Dilemma, das darin liegt, der Stärkste zu sein, mit Gojo beschrieben hat. Und das ist eigentlich echt geil. Also Gojo ist einfach mal einer der besten Charakter in Jujutsu Kaisen. Deswegen gehe ich weiter von meiner These aus, dass Akutami einfach ein ewiger Troll ist und diese Aussage oder diese Aussagen von Gojo auch nur Troll sind. Denn du machst nicht eine Story über einen Charakter, also JJK dreht sich ja fast nur um Gojo und hatest sie. Das macht keinen Sinn. Nicht mal, wenn du irgendwie sadistisch bist oder so. Ich glaube, was Akutami hasst, ist, dass Gojo zu schreiben kompliziert ist. Und wenn ein Charakter kompliziert zu schreiben ist, heißt natürlich für den Mangaka, dass er ziemlich viel machen muss. Und das kann ich mir als nervig vorstellen. Wenn ich es mit mir vergleiche, dann ist es ja auch so, dass es manchmal Videos gibt, die sehr passioniert sind von mir, also für die ich extra Liebe besitze, weil die mir sehr am Herzen liegen, weil mir die Show am Herzen liegt, aber gleichermaßen weiß ich auch bei manchen Videoprojekten, dass die sehr, sehr groß sind, also sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und dabei kommt es automatisch dazu, dass ich einen gewissen, in Anführungszeichen, Hass gegen die jeweilige Serie entwickle. Yu-Yu Jax ist ein gutes Beispiel. Ich liebe die Serie, das Video hat mich gekillt, deswegen habe ich angefangen, Jax zu hassen. Ne? Solche Dinge, solche Prozesse sind normal. Also keine Sorge, ich mag Jax und so, aber es kommt halt dazu, dass man eine gewisse Art von Hass entwickelt, der kurzweilig hält. Yuta weiße Schuluniform. Ich habe euch ja eben schon gesagt, dass Yuta eine Referenz oder eine Anlehnung auf Shinji ist und der hat ja auch vom Drip her die gleichen Farben. Aber es gibt sogar eine logische Erklärung, warum er, anders als die anderen Schüler, eine weiße Kleidung hat oder ein weißes Oberteil. Er hat nämlich diese Kleidung, weil er eben eingeschult worden ist und sofort ein Problemschüler war, weil Jujutsu Hai natürlich ganz genau wusste, dass er wegen Rika eine ziemliche Gefahr sein könnte. Doch in der letzten Seite vom JJK 0 Manga sehen wir ja, dass er den Fluch besiegt hat, also sollte er danach eigentlich keine Gefahr mehr sein. Wieso hat er dann immer noch den weißen Drip? Wir sehen ja sogar am Ende von JJK 0 hat Yuta die normale Schuluniform. Klar, es ist jetzt auch Winter und so, aber trotzdem hat er hier einen anderen Drip. Wieso hat er dann später im Manga trotzdem die weiße Kleidung an? Vermutlich ist das Ganze eine einfache Entscheidung, weil man eben wollte, dass Yuta so ein bisschen heraussticht. Er ist ja quasi der zweite Main-Character der Serie, deswegen macht es Sinn, ihn so ein bisschen besonders zu machen. Ihr wisst ja, dass JJK 0 eigentlich abgeschlossen war und keine Story war, die weiter fortgesetzt werden sollte. Ihr wisst ja, dass Akutami sich dann dagegen entschieden hat, weil JJK als Franchise sehr gut ankam. Also musste den Charakter wiederbringen und hat ihm vermutlich dann nicht die Standard-Ausrüstung gegeben, sondern eben den weißen coolen Drip, weil er erstens cool aussieht und zweitens ihn eben aus der Masse herausstechen lässt. Inomaki gleich Yuji. Wie wir bereits wissen und wie ich sehr oft erwähnt habe, ging natürlich JJK als Franchise und eben JJK 0 los mit Yuta als Hauptperson.
In dem Manga ist es ja auch so, dass die Charaktere wie Gojo, Maki und Inumaki noch ein bisschen anders aussehen als dann später die richtige JJK-Manga-Version. Interessant ist hier, dass die Version von Inumaki sehr, sehr ähnlich aussieht wie eben Yuji, nur eben ohne die Tätowierungen am Mund. Vermutlich hat Akutami es bereut, Inumaki dieses Design gegeben zu haben, weil wir auch sehen, dass Protagonisten von vorher ähnlich designt worden sind. Also Akutami hat eine starke Präferenz dafür, wie er eben den Yuji-Charakter in seine Serie reinbringen würde. Deswegen hat er vermutlich dann Yuji designt, Yuta erstmal beiseite geschoben und Inumaki dann redesigned, damit er eben ein eigenständiger Charakter ist. Cursed Tools. Wie wir bereits im Verlauf der Serie gesehen haben, sind Cursed Tools, also Fluchwerkzeuge, Werkzeuge bzw. Waffen, in denen Fluchkraft liegt, weswegen sie auch teilweise besondere Fähigkeiten haben. Makis Brille ist dabei ein super Beispiel, denn in dieser ist Fluchkraft gelegt, damit kann Maki ja überhaupt erst die Fluchgeister sehen, denn ohne diese Brille könnte sie es nicht. Wie genau aber eine Waffe zu einem Fluchwerkzeug gemacht wird, wird innerhalb der Serie nicht erklärt. Es gibt nur eine These, die aber durchaus Sinn macht. Und zwar, dass Fluchwerkzeuge ihre Fähigkeiten erhalten, wenn der jeweilige Nutzer, der dann auch Fluchkraft benutzt, stirbt und diese Kraft dann weitergeht, weil vermutlich die Fluchkraft noch an der Waffe hängt. Ein Beispiel dafür wäre Nanami, denn diese hat eben mit dem Hackmesser gekämpft und hat hier auch eine eigene Fluchtechnik, die eigentlich unabhängig von seiner Waffe war. Im Manga, und deswegen hier kleiner Manga-Spoiler, aber nicht Major, sehen wir, dass eben Nanamis Hackmesser wieder auftaucht und diese eben die Fluchtechnik von Nanami drauf hat. So kann man ja auch erklären, warum Toji so ein heftiges Waffenarsenal hatte, denn er hat ja auf das Waffenarsenal der Zenin-Familie zugegriffen und diese ist ja ein wichtiger Clan innerhalb dieser Welt, deswegen haben sie vermutlich viele Nutzer hervorgebracht, die eben ihre Kraft nach ihrem Tod an die jeweiligen Fluchwerkzeuge weitergeben konnten. Das gilt dabei natürlich auch genauso für den Kamo und zum Beispiel Gojo-Clan. Die bekanntesten Fluchwerkzeuge, die es dabei gibt, wären der Inverted Spear of Heaven, Sukunas Waffen, zu denen wir später noch kommen, die Playful Cloud, Tojis Kette der 100 Meilen, der Split Soul Katana und Higurumas Hammer. Vermutlich gibt es aber noch weitaus mehr Waffen und wirklich insane viel Lore dazu, haben wir aber nie wirklich bekommen. Noritoshi Kamo. Es ist schon ziemlich komisch, in einem Manga zwei verschiedene Charakter zu haben, die den gleichen Namen haben, weil ja, sie gehört irgendwo teilweise zur gleichen Family, trotzdem ist es ziemlich komisch. In Game of Thrones ist es natürlich irgendwie gang und gäbe mit den ganzen Aegon Targaryens, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir hier einmal den Noritoshi Kamo aus der Gegenwart und der, der vor 150 Jahren am Chillen war. Zum Glück ist aber einer von denen komplett irrelevant. Wir wissen über Noritoshi Kamo, dass er einer der bösesten Jutsisten ist, die jemals gelebt haben. Wir wissen hier aber nicht, ob er diesen Titel bekommen hat in der Zeit, wo Kenjaku seinen Körper übernommen hat oder ob er diesen Titel schon sich vorher quasi verdient hat. Allgemein wissen wir aber nicht wirklich viel über den ganzen Clan und Noritoshi Kamo aus der Gegenwart ist ein Charakter, der eigentlich nur da ist, um die Bluttechnik zu introducen und abgesehen davon existierte er wirklich nur für den einen Gag, als Kenjaku bzw. Geto oder Kenjaku in Getos Körper sich vorgestellt hat, über Noritoshi Kamo geredet hat und dann eben gesagt wurde, hey, der Typ heißt auch Noritoshi Kamo. Und das war's. Also mehr hat er einfach nicht gemacht. Maximum Technik. Die Maximum Technik ist quasi die Ult-Fähigkeit von jeder Fluchtechnik. Hierbei benutzt man einfach den maximalen Output, um die stärkste Version von seiner Fluchtechnik rauszucasten. Die Domain Expansion ist eigentlich auch eine Ulti, aber die ist doch mal fundamental anders und ist doch mal was anderes als eben die Maximum Technik. Also ein Jutsu-Sist kann die Maximum Technik haben und eine Domain Expansion. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern einfach nur ein Und. Wir haben ja gesehen, dass Jogo zum einen diese Vulkan-Domain Expansion hatte, aber er hatte auch eine Maximum-Technik, nämlich den Meteoriten, den er gecastet hat, oder auch Geto, denn diese hatte eben Uzumaki gehabt und das war ebenfalls seine Maximum-Technik und nicht seine Domain-Expansion. Eine Maximum-Technik ist aber nicht unbedingt viel schlechter als eine Domain-Expansion, denn die Domain-Expansion ist schon das Maximum der Dinge, aber man kann ja auch als Jutsist davon ausgehen, dass man eben einen Kampf der Sphären verlieren würde und deswegen würde es eher Sinn machen, auf die Maximum-Technik zurückzugreifen. Das ist aber ein Gimmick, was in JJK nicht so krass gespielt worden ist. Also ja, es wurde schon eingesetzt, aber naja, die Domain Expansion ist so das Main-Ding gewesen. Also wenn wir das in Battle-Shonen-Terms mal sagen, ist die Domain Expansion quasi, das kam ja mehr her von JJK. Parade der 100 Dämonen. Die Parade der 100 Dämonen ist ein Event, was wir in JJK 0 gesehen haben. Hier hat eben Geto in Tokio einen Arsch voller Fluchgeister Randale schieben lassen, während er eben in der Zwischenzeit die Schule angegriffen hatte. Das Coole ist hier aber, dass dieser Angriff von ihm tatsächlich auf einen echten Mythos der japanischen Kultur oder Mythologie basiert. Die sogenannte Hiyaki Yagyo stammt nämlich aus der altertümlichen Folklore. In dem wird nämlich gesagt, dass Onis und Yokais durch die Straßen ziehen, um eben für Chaos zu sorgen. Laut Legenden wird diese Parade auch angeführt von niemand anderen als
Nura Rion. Und falls ihr euch noch an das 100 Fragen Demon Slayer Video erinnern könnt, ist dieser der König der Yokais, auf dem auch Kibutsuchi Musan basiert. Und als Sukuna noch neu war, wurde er eben mit diesem Yokai King und Musan verglichen, da er eben auch den König der Flüche getragen hat. Rika war zu Lebzeiten eine Psychopathin. Also, ich habe die Character Sheets angesprochen und bei Rika wird es echt super, super weird. Deswegen erstmal die reinen Informationen, die wir haben. Ihre Mutter ist durch einen Unfall gestorben, als sie 5 war und die Ursache ist dafür nicht bekannt. 2 Tage bevor sie zur Grundschule gehen sollte, ging sie mit ihrem Vater in einen Wald und ging verloren. Eine Woche später fand man Rika wieder auf, doch von ihrem Vater gab es keine Spur. Er wurde also nie gefunden und auch sein Tod wurde nie bestätigt. Es wird charakterlich über sie gesagt und ihr müsst hier daran denken, dass Akutami selber diese Dinger hier schreibt. Also will er uns ein bisschen den Charakter näher bringen. Er sagt hier, sie ist sich völlig darüber bewusst, wie ihr Aussehen wahrgenommen wird und manipuliert Erwachsene bewusst. Als sie von ihrer Oma, der väterlichen Seite, aufgenommen wurde, ging diese sehr stark davon aus, dass Rika beide Eltern umgebracht hat. Dabei hat Rika sogar den Ring von ihrer Oma gestohlen. Wir wissen auch, dass Rika zu Lebzeiten zur Schwester von Yuta ein gutes Verhältnis hatte, doch als sie dann zu einem Fluchgeist wurde, wurde sie zu jedem aggressiv und hat Yuta so von seiner Familie abgekapselt. Sie hasst jeden außer Yuta, besonders Mädchen und alte Männer. Also, es wird hier unfassbar stark angedeutet, dass Rika ihre Eltern umgebracht hat, weil sie entweder komplett durch ist oder von Grund auf böse. Ich meine, nachdem sie Yuta jahrelang das Leben zur Hölle gemacht hat als Fluchgeist, sagt sie am Ende, wo sie ja eigentlich wieder bei klarem Verstand war, dass die letzten Jahre für sie die spaßigsten überhaupt waren. Ich weiß, das ist eine schöne Szene und so, und vielleicht ist es auch nicht so intended, dass es negativ sein soll, aber Yuta hat die Hölle durchgemacht wegen Rika. Man muss aber hier sagen, man kann schon davon ausgehen, dass die Zeit für Rika schön war und das ist so ein bisschen bittersüß, weil Rika hatte mehr Spaß als Fluchgeist als eben als Mensch, weil ihr Leben so hart war. Denn wir kommen jetzt hier zu dem, was man sich eher gedacht hat. Denn was ist denn, wenn Rika nicht so ein böser Mensch gewesen ist und ihre Eltern nicht ohne Grund umgebracht hat, beziehungsweise nicht ohne Grund in Anführungszeichen. Denn viele Fans gehen davon aus, dass man hier mit subtilem Writing andeuten möchte, dass Rika eventuell von ihrem Vater missbraucht wurde. Deswegen hat sie ihn umgebracht und deswegen hat sie auch einen Hass auf alte Männer. Die Mutter hat sie ebenfalls umgebracht, weil diese eventuell einfach nur zugeschaut hat und ihrer Tochter nicht helfen wollte. Es ist ein sehr dunkler Gedanke zu sagen, dass das eventuell sein könnte, aber wenn man sich wirklich anschaut, was uns präsentiert wird, dann finde ich, ist die Annahme doch da, dass Akutami hier eventuell diese Geschichte erzählen wollte. Denn wir kennen es alle aus der echten Welt, dass viele Schicksalsschläge erleiden und vielen nicht geglaubt wird, was ihnen passiert wird. Und bei Rika, wenn wir uns das alles durchlesen, dann denken wir auch, dass sie eine Psychopathin ist, die einfach ihre Eltern umgebracht hat, weil sie böse ist. Aber vielleicht ist es ja auch anders. Denn Rika ist ja in der Serie von JJK ein Charakter, der von Grund auf missverstanden ist. Also in der Serie wird selber so geschrieben, dass Rika immer wieder falsch verstanden wird. Und deswegen hat Yuta ja auch so ein Verhältnis zu ihr und deswegen liebt Rika ja auch Yuta so sehr, weil er einer der wenigen Menschen ist, der sie aufrichtig verstehen konnte. Also denke ich tatsächlich, dass es zumindest die Chance gibt, dass Akutami hier etwas Dunkleres ansprechen wollte. Sugawara no Michizane. Am Ende vom JJK Film 0, und ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Video noch JJK Film 0 sagen werde, jedenfalls kommt Gojo zu den anderen und enthüllt vor allen, ja, krasse Sachen zu eben Rika und Yuta. Unter anderem nämlich das, dass Yuta eigentlich Rika verflucht hat und nicht andersherum, wie sie eben gedacht haben. Hier erzählt Gojo auch, dass er über entfernte Verwandte mit Yuta verwandt ist. Denn diese Verbindung reicht bis zur Heian-Ära zurück. Und derjenige, über den sie verwandt sind, ist eben der sogenannte Sugawara Michizane. Und die Informationen zu diesen speziellen Typen waren einfach das größte Rabbit Hole in der Eisberggeschichte. Also diesen Typen gab es in echt und er war ein Gelehrter als auch Politiker in der Heian-Ära. Und ich will euch jetzt ein bisschen erklären, was wir jetzt hier machen werden, um zu verstehen, warum dieser Punkt krass ist. Und zwar, Sugawara Michizane wurde von Gojo genamedropped in JJK Movie 0. Das heißt, er ist eine Person, die in JJK existiert hat. Aber es gibt keine Informationen zu ihm. Also er ist kein Charakter, über den ihr im JJK-Wiki etwas nachlesen könnt. Weil es aber diesen Sugiwara no Michizane in echt gab, kann man die Informationen, die wir aus unserer echten Lore haben, auf JJK beziehen und so zeichnet sich ein Bild.
Keine Sorge, lass mich kochen. Also, er war ein krasser Politiker als auch Gelehrter in der Heian-Ära, die es eben, wie gesagt, auch in echt gab. Wenn wir jetzt den JJK-Bezug machen, wissen wir ja, dass die Heian-Ära eine war, wo das Jujutsu am krassesten war und auch Alltag der Menschen. Also es war viel, viel gängiger als in unserer aktuellen Story. Da Sugiwara no Michizane in unserer echten Lore seine krassen Achievements als Gelehrter gemacht hat, ist es hier sehr stark anzunehmen, dass die JJK-Version von ihm vermutlich im Jutsu echt übertrieben broken war. Denn gerade solche Positionen, die viel mit Macht zu tun haben, werden damals sicherlich durch eben Jutsu entschieden worden sein. Heißt also, wenn wir wissen, dass in Real Life Sugiwara krass war, dann muss die JJK-Manga-Version von ihm ein starker Charakter gewesen sein. Auf jeden Fall war es dann so, dass er einer Intrige zum Opfer gefallen ist und deswegen seinen Status verloren hat. Er wurde degradiert und versetzt. Der Adlige, der in Real Life, also in unserer Weltgeschichte dahinter stand, war niemand anderes als Fujiwara no Tokihira. Und natürlich ist das jetzt wieder super wichtig für JJK-Fans, denn den Fujiwara-Clan gab es ja auch in der Welt vom Jujutsu. Wir kennen sogar einen Charakter, der dieser Gruppierung angehörte, nämlich Uro. Und jetzt kommt das Krasseste. Uro und ihre Streitkräfte wurden später dann von niemand anderen als Sukuna erledigt. Man könnte also hier die Theorie aufstellen, dass Sukuna und Sugawara no Michizane sich gekannt haben und Sukuna für diesen eben den Clan ausgelöscht hat, also den Fujiwara-Clan. Was diese These auch stützen könnte, ist eben, dass Sugawara kurz Zeit später gestorben ist und daraufhin gab es in unserer Welt tatsächlich heftige Dürren und Naturkatastrophen. Wenn man diesen Fakt aus unserer Welt wieder auf die JJK-Welt bezieht, kann man hier sagen, dass Sugawara zu einem heftigen Fluch geworden ist, weil er mies mad war. Der kaiserliche Palast wurde auch laut Erzählungen mehrere Male vom Blitz getroffen, was ja eigentlich gar nicht sein kann. In der JJK-Welt könnte man das Ganze wieder erklären mit eben Sugawara, der mies mad war, wie eben erwähnt, und Blitze reingejallert hat. Viel sinniger wäre aber hier, dass Sukuna eben mit seiner Waffe die Blitze losgeschickt hat, um den Palast ordentlich auseinanderzunehmen. Zu der Waffe kommen wir später, keine Sorge. Schließlich wurde dann in Sugawaras Name ein Schrein in Japan erbaut, der heute immer noch am Start ist. Nämlich der Kitano Tenmagu. Und dieser Schrein sieht unfassbar ähnlich zu dem aus, den eben Sukuna in seiner Domain Expansion castet. Natürlich sehen sehr viele Schreine ähnlich aus, aber ich finde gerade hier hat man schon eine gewisse Art von stärkerer Ähnlichkeit. Akutami-Sensei, ich weiß, du hast einen Banger gedroppt, ich weiß, du hast viel gemacht, aber bitte, 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 gib uns diesen Heian-Era-Flashback, Manga, Film, Prequel, I don't know, irgendwas, gib ihn mir einfach. Also, dass der Schrein von Sugawara in Real Life fast so ähnlich aussieht wie der von Sukuna in seiner Domain Expansion, könnte eben ein Hinweis sein, dass die beiden Charakter was miteinander zu tun gehabt haben. Ich meine, es ist ja auch sinnig, weil Sukuna war krass. Und zu seinen Lebzeiten war Sugawara vermutlich einer der krassesten Jujutsisten. Also macht es hier nur Sinn, dass sie sich gekannt haben. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass eben der Fujiwara-Clan Sugawara in echt verraten hat und Sukuna in der Serie von JJK den Fujiwara-Clan auseinandergenommen hat. Also wir haben hier viele Dinge von Real-Life-Lore und Lore aus JJK, die zusammenhängen. Deswegen denke ich, die beiden haben sich gekannt und hier ein Flashback. Wenn er kommt, stellt euch vor, Sugawara ein Gojo mit schwarzen Haaren oder so und ein Sukuna noch als Mensch, die einfach Abenteuer erleben zusammen auf Geto und Gojo angelehnt. Dieser Manga kann potenziell gesehen einfach alles auseinandernehmen. Megumi wollte Todo umbringen. Also bevor Togi ihren Kampf gestoppt hat, war Megumi kurz davor, ernst zu machen. Und ihr wisst alle, was passiert, wenn Megumi ernst machen will. Also wollte hier Megumi, bevor Togi eingegriffen hat, Todos Ass raiden, weil er ihn ein bisschen gedisst hat und damit sein Leben geben? Nein, nicht ganz. Ich glaube, er wurde einfach dabei gestoppt, nicht Mauraga zu casten, sondern eine andere Schattenbestie, die ein bisschen mehr drauf hat als ein komischer Frosch mit irgendwelchen Flügeln. Gojo Figuren Incident. Also naja, ihr wisst ja alle, dass Gojo ein sehr großes weibliches Fandom hat und ich sag mal so, es gibt bei jeder Frau eine spezielle Zeit im Monat und das hat auch was mit dem Mond zu tun, aber anders als bei Ruffy werden die nicht zu Joy Girl, sondern eher zu Chozo. Und, keine Ahnung, es gab halt so eine Figur und die wurde dann mit Chozo-Fähigkeiten beehrt, I guess. Ja, und wegen diesem Clip, der außerordentlich verstörend war, sind halt viele Memes entstanden, die halt gesagt haben, ey, wenn ihr den Gojo-Figuren-Instant gesehen habt, dann müsst ihr eure Augen mit Seife auswaschen oder was auch immer. Also, ja, das ist halt viral gegangen, weil der Shibuya-Incident-Arc war ja auch noch in vollem Gange und ich will nicht mehr über diesen Punkt sprechen, mach mal weiter. Sukuna TikTok-Cosplay. Ja, keine Ahnung, ich habe Angst vor dem Typen, deswegen musste ich ihn mit reinnehmen in den Eisberg. Er hat keine Wichtigkeit für das Fandom oder sonst was.
Aber er hätte mich geschlagen, wenn ich ihn nicht mit reingenommen hätte. Deswegen, bitteschön. Yoichi Tenkai! Sukuma Mishus! Gigamesh ist Sukunas Vorlage. Akutami ist wirklich ein riesengroßer Fan von Fate. Ich habe schon über Bleach, über Naruto, über Eva geredet, aber er scheint wirklich ein unfassbarer Fanboy von Fate zu sein. Er hat sogar mal verraten, dass das Worldbuilding von Fate eben eine sehr starke Inspiration war und Kinoko Naso, der eben hinter dem Fate-Franchise steckt, eine wichtige Person war für ihn im Storytelling. Ob Gilgamesh wirklich eine Vorlage war für Sukuna, hat er dabei nicht verraten. Man kann aber schon sehen, dass da eine gewisse Art von Inspiration dahinter steckt. Gerade in puncto Stolz und Arroganz sind sich die beiden Charakter sehr ähnlich. Ich will das Wort nicht aussprechen, aber ich muss es. Auch auramäßig haben sie wirklich viel gemeinsam. Die Haarstruktur passt dabei eigentlich auch ganz gut. Seine Stimme hat er dabei aber nicht bekommen, denn seine Stimme ist von Junichi Suwabe und der ist natürlich der Sprecher von Archer aus Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Man muss aber sagen, wenn man wirklich die Connection im Kopf hat, dass eben Akutami Fate ganz geil findet, dann merkt man sehr stark, dass Domain Expansions eigentlich, naja, sehr stark von Noble Phantasms inspiriert worden sind, weil Noble Phantasms in Fate sind auch quasi so eine Ulti und die funktioniert eigentlich genauso wie eine Domain Expansion. Es gibt sogar den Kampf der Sphären. Also es gibt ja auch Momente, wo eben zwei Noble Phantasms aufeinandertreffen. Also scheint irgendwie die Domain Expansions ein Mixmax zu sein aus Bankai, Noble Phantasm und ja, Hunter x Hunter. Also Nenntechniken eben. Und ich sag's mal so, jeder Manga-Leser weiß, dass Yuta eine riesengroße Referenz ist auf das gesamte Fate-Franchise. Anime-Fans, keine Sorge, ihr könnt euch enorm darauf freuen, was da noch kommen wird. Auf was ihr euch aber nicht freuen könnt, ist eben die Manga-Spoiler-Sektion. Ab jetzt kommen Manga-Spoiler, ab jetzt scheiß ich auf alles, ab jetzt gehe ich rein, spitze einfach. Wenn ihr Anime-Only seid, dann ist der Eisberg für euch jetzt beendet. Wenn ihr Manga-Leser seid, dann geht's weiter. Wenn ihr Anime-Only seid, die sich spoilern lassen wollen, ihr seid willkommen. Ich werde jetzt reingehen in die absolute Tiefe von diesem Eisberg. Wir gehen rein. Level 6. Jetzt gibt es nur noch Spoiler. Binding Vows. Binding Vows oder auch Bindungsschwüre sind ein essentieller Teil vom Jutsu und diese bestehen quasi aus Schwüren unter Jutsisten. Nen aus Hunter x Hunter ist dabei ein sehr, sehr ähnliches Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Um nämlich im Jutsu eine Art Vorteil in seiner Technik, also auch in seiner Stärke zu bekommen, muss man eben einen anderen Nachteil eingestehen, um sich so boosten zu können. Man muss eben einen Preis zahlen für eine enorme Stärke. Im Verlauf des Anime oder Manga sehen wir dafür auch einige Beispiele, die uns das Ganze näher bringen sollen. Da wäre zum einen der Bindungsschwur, den eben Maito mit Michamaru eingegangen ist. Die sind eben einen Deal eingegangen, dass Michamaru für ihn Informationen einholt. Wie eben über die Jutsuhai, Tengens Barriere und eben auch das Warenhaus, wo unter anderem auch die Finger von Sukuna gelagert worden sind. So wie auch die Curse Bombs, die ja von Maito dann ebenfalls gestohlen worden sind, während Hanami eben mit den anderen gekämpft hat. Die Bedingung von diesem Vertrag war hier, dass Maito dazu gezwungen war oder besser gesagt verpflichtet war, nach diesen ganzen Informationen und der Hilfe Michamarus Körper zu heilen. Kenjaku meinte auch hier, als sie sich dann getroffen hatten, wenn Maito sich weigern würde, dann würde ihn eine große Strafe des Himmels drohen. Was genau passieren würde, wurde nicht gesagt, aber es wurde implementiert, dass er auf jeden Fall den Vertrag halten muss, sonst hätte er ein großes Problem. Also die Nichterfüllung des Vertrages würde eben unvorhersehbare Folgen für denjenigen, der den Vertrag gebrochen hat, mit sich bringen. Darüber hinaus gibt es dann noch einen Bindungsschwur, den man nicht mit einem anderen Jutsisten macht, sondern mit sich selbst. Und das kennen wir natürlich auch sehr stark aus Hunter x Hunter. Zum Beispiel hat Kurapika einige Limitierungen gehabt, damit er eben gegen die Spinne, also der Phantombrigade, besonders stark wird. Sollte er seine Kräfte gegen andere verwenden, dann würde er mit seinem Leben bürgen. Da sein Einsatz sehr groß war, war seine Kraft eben auch sehr, sehr groß. In Hunter x Hunter hätten wir hier zum Beispiel den Fluchmagier Juzo. Er ging nämlich hier einen Bindungsschwur mit sich selbst ein, als er die Barriere errichtet hat. Denn diese hat zwar jeden anderen reingelassen, doch wegen dieser Bedingung, dass jeder andere rein durfte, konnte er eine Person sperren, nämlich Gojo Satoru. Obwohl Gojo vom Level her so viel stärker ist, konnte er durch den Bindungsschwur eine Barriere casten, die stark genug war, um eben Gojo fernzuhalten, was eben zeigt, wie stark Bindungsschwüre sein können. Ein weiteres Beispiel wäre auch die Overtime von Nanami. Denn da ist es ja so, dass er in der regulären Arbeitszeit seine Fluchkraft zurückhält, aber dafür, wenn er mal Überstunden machen muss, ist er viel, viel stärker, als er es normalerweise wäre. Im Grunde genommen sind Bindungsschwüre eigentlich nur ein Mittel für Akutami, um irgendwie erklären zu können, warum seine Charakter jetzt super broken sind. Es gibt später einen Charakter, brauche eigentlich gar nicht mehr so tun, als ob ich nicht spoilern möchte. Also, Sukuna ist halt ein Binding-Vow-Merchant. Der hat eine nach dem nächsten rausgehauen und ist so ein
einfach absolut broken geworden. Aber ich muss sagen, wenn es ein Battle schon schafft, es innerhalb der Welt zu erklären und sinnig zu machen, dann finde ich sowas eigentlich ganz cool. Heavenly Restriction. Oft wird mit den Bindungsschwüren die Heavenly Restriction verwechselt. Oder auch anders gesagt, der Bann des Himmels. Doch der Bann des Himmels ist etwas anderes, denn mit diesem wird man eben geboren. Man könnte hier sagen, das ist ein Bindungsschwur, der schon seit der Geburt an dir haftet. Und dieser Bann des Himmels beeinflusst eben die Fluchkraft von dem jeweiligen Nutzer. Das wird ein bisschen klarer, wenn wir uns hier die Beispiele ansehen. Zum Beispiel haben wir Toji. Toji wurde ohne jegliche Fluchkraft geboren, doch dafür war er physisch gesehen ein absolutes Monster. Seine Restriction ist also, dass er keine Fluchkraft hat, aber dafür hat er einen unfassbaren Vorteil bekommen. Also wie ein Bindungsschwur, nur dass es bei ihm von Geburt an so ist, weil er den Bann des Himmels hat. Also ähnliche Sachen, aber doch verschieden. Er ist der Schnellste, der Stärkste und seine Sinne sind in jeder Hinsicht einfach 11 von 10. Der Typ ist broken. Weil er so heftig ist, ist es ja auch so, dass er die Fluchgeister zwar nicht sehen kann, aber er kann sie spüren. Von Maki wird das Ganze so beschrieben, dass sie quasi ein Erwachen erlebt, als sie dann quasi genau das durchgemacht hat oder die Kraft freigeschaltet hat, die eben Toji auch hatte. Das Ganze wurde bei ihr ja vervollständigt mit dem Tod von Mai. Ein komplett entgegengesetzter Case ist dabei Michamaru. Michamaru wurde mit fehlenden Gliedmaßen als auch Haut geboren und der reine Kontakt mit Sonnenlicht haben bei ihm extreme Schmerzen ausgelöst, weswegen er eben seine Badewanne niemals verlassen konnte, bis ihn eben Maito geheilt hat. Doch konträr zu Toji war es bei ihm so, dass sein Körper komplett im Eimer war. Doch im Austausch dafür hatte Michamaru einen unfassbar großen Speicher an eben Fluchkraft. Und dieser wurde, nachdem sein Körper geheilt worden ist, nicht beeinträchtigt. Was heißt, seine Restriction ist weggefallen und er hat seine Broken Abilities behalten. Das heißt, den Michamaru, den wir gesehen haben, der war eigentlich übertrieben krass. Nur hat er eben Pech mit seinem Gegner, weswegen er gestorben ist. Interessanterweise sind diese beiden auch die einzigen Heavenly Restrictions, die wir im Manga gesehen haben. Also abgesehen davon gab es keinen anderen Bann des Himmels. Ich sag's hier immer wieder, aber Heihachi könnte kommen und könnte uns mehr zeigen. Wer weiß. Yuki war nutzlos. Yuki ist der vierte Special Great Sorcerer und hat technisch gesehen überhaupt keinen Impact auf die Story von JJK gehabt. Also je nachdem, wie man das sieht, wenn man es wirklich hart sieht, kann man sagen, sie hatte keinen Impact gehabt. Denn jedes Szenario würde gleich ablaufen, wenn Yuki nicht existieren würde. Oder man könnte sie eben mit einem beliebigen Charakter austauschen. Ich sage aber hier, das Ganze ist ein bisschen ein Stretch. Also, ne, ob man das wirklich so sieht oder nicht, das ist euch überlassen. Zum einen wäre Geto wahrscheinlich auch ohne ihren Toji-Talk zu einem Racist geworden, weil zu dem Punkt war er schon wirklich sehr, sehr weit und Yuki hat quasi den letzten Schubser gemacht. Ich denke mal, Geto wäre sowieso der dunklen Seite verfallen, auch wenn sie nicht da gewesen wäre. Bei Todo ist es so ein schwieriger Case, weil sie war schon eine Motivation für ihn, aber auch ohne sie hätte sich Todo wahrscheinlich ähnlich entwickelt. Was Kenjaku angeht, er war am Ende des Shibuya-Incidents sowieso dabei zu gehen. Also, dass sie aufgetaucht ist, hat er sich nicht so einen krassen Impact gemacht, er wäre wahrscheinlich sowieso gegangen. Und auch Kenjakus Angriff auf Tengen wäre genau gleich abgelaufen, mit eben dem Resultat, dass Tengen absorbiert wird. Aber ich sage hier nochmal, das Ganze ist ein Stretch, ja, also ihr müsst es gar nicht so sehen. Das ist so ein kleiner Gedanke in der Fan-Community, dass Yuki eben, wie gesagt, nutzlos war und eigentlich keinen richtigen Impact hätte. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich nicht so einfach sagen. Yagas Beerdigung in Opening 2. In den Visuals zum zweiten Opening der Serie sehen wir, dass unser Maincast irgendwie im Regen voll traurig irgendwo hinläuft. Nämlich zu einer Art Beerdigung. Also wirkt jedenfalls so. Fans haben die Idee aufgestellt, dass das so sein muss, weil Gojo sogar Blumen mitgebracht hat. Und diese sollen für den einzigen Charakter sein, den wir nicht im Opening sehen. Nämlich Schulleiter Yaga, denn dieser ist im Verlauf des Mangas ebenfalls gestorben. Allerdings gibt es hier auch ein paar Fehlschlüsse. Zum einen, dass Yaga natürlich nicht zum Maincast gehört, also macht es ja auch Sinn, dass er bei dieser Stelle vom Opening oder bei dem Opening an sich nicht dabei ist. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Yaga nicht hier ist. Es wäre ungewöhnlich, wenn wir ein Opening hätten, wo alle am Start sind, nur Nobara fehlt oder so. Außerdem ist ja Nanami hier und Nanami stirbt ja vor Yaga, also macht das auch nicht so wirklich Sinn, dass das Ganze hier ein Foreshadowing ist. Das Ding ist, es gibt zeitlich gesehen keinen anderen, der in so einem Zeitraum gestorben ist, weswegen die Theorie sehr unwahrscheinlich ist und, keine Ahnung, die wollten einfach ein bisschen Drama im Opening haben. Denke ich mal. Na, I'd win, Meme. Nachdem Gojo im Kampf gegen Sukuna gesagt hat, dass er gewinnen würde, oder in seinen Worten, würdest du verlieren? I would win. Kam es dazu, dass Fans das unfassbar gememt haben und deswegen unfassbar viele andere Charakter in der gleichen Pose gezeichnet worden sind. Das Ganze ging damals los mit einem Jogo-Meme, was nochmal eine ganz eigene Meme-Kultur gestartet hat und ja, also Gojo wurde rauf und runter verarscht, so, sagen wir es so, wie es ist. Und es gibt sogar echt richtig gottlose Mann. Junge, selbst mein Personal Goat wurde mit diesem Meme einfach verarscht. Lobotomy Kaisen.
JJK hat wirklich eins der krankesten und braindeadsten Meme-Games, die es überhaupt gibt. Und jetzt wirklich sich mal die ganze Lore hinter Lobotomie Kaisen anzuschauen, ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also, wir schreiben das Jahr 2023 und wir sind auf Reddit. Das ist schon mal keine gute Voraussetzung, aber damit müsst ihr jetzt klarkommen. Eine Gruppe von Redditern aus dem Subreddit Jutsu-Volk hat sich versammelt und eine extrem gute, schlechte, Low-Budget-Version des Opening You Are My Special gemacht. Diese wurde auf YouTube hochgeladen und Lobotomie Kaisen genannt. Von da an wurden im gleichen Reddit auch immer wieder regelmäßig Memes und Posts abgesetzt, die eben auch Lobotomie Kaisen getragen haben. Und immer wenn der Manga Pause hat, sind diese Fans komplett durchgedreht, weil die nichts anderes zu tun hatten und deswegen sind immer weirdere und komischere Memes entstanden. Auf jeden Fall gab es dann im November eine dreiwöchige Manga-Pause, was den Fans nicht gut getan hat, denn sie sind komplett durchgedreht und haben die Version von Lobotomie Kaisen gemacht, die ihr heute kennt, nämlich die Version, die quasi, naja, gesprochen ist mit AI, wo, ich meine das hier. As the integrator got the Nah-eyed winds prepared to understand Ja, und daraufhin hat sich das Ganze verselbstständigt und es gab immer mehr und mehr und mehr und mehr Memes, die genauso abgelaufen sind. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir alle so ein bisschen die Kontrolle verloren darüber, was es damit aussieht. Also ich glaube mittlerweile wirklich, dass Lobotomie Kaisen ein eigener Organismus ist, der einfach wieder neue Memes erstellt. Und irgendwann wird er die Welt übernehmen oder so. Mal gucken. Ich habe Angst, aber es wird passieren. Yuji's Domain Expansion Foreshadowing. Ja, Yuji's Domain Expansion wurde tatsächlich im ersten Opening der Serie geforeshadowed. In der ersten Szene vom Opening sehen wir nämlich, wie Yuji in einem Zug sitzt. Und eben Sukuna, der sich im Wasser spiegelt. Eben genauso, wie man in der Domain Expansion sieht, wie die beiden sich am Bahnhof treffen. Ebenfalls sieht man in der fünften Folge des Animes, dass es so aussieht, dass Yuji in der Spiegelung des Wassers, während eben Sukuna seine Domain castet, Fingerzeichen von ihm sehen kann. Ob das jetzt wirklich von Anfang an so geplant war oder sich Akutami dachte, ey, das kann ich gut für meinen Manga benutzen, dass wir in dem ersten Opening einen Bahnhof haben oder einen Zug, das wissen wir natürlich nicht, aber es wirkt schon so, dass es vielleicht schon früh geplant wurde. Ich meine, dass irgendwas jetzt in einem Opening geteased worden ist, das ist im Anime-Manga-Jargon gerade bei Battle Shonen sehr, sehr üblich, also nicht unwahrscheinlich. Frankfurter Hauptbahnhof Expansion. So, jetzt haben wir hier einen persönlichen Punkt und zwar, es gab einmal dieses Meme, wo gezeigt worden ist, dass verschiedene Charakter mit ihren krassen Moves kämpfen. So Gojo mit seinen Infinite Void, Sukuna mit seinen Pandemonium-Schrein oder halt andere Domain-Expansions innerhalb der Serie. Und bei Yuji wurde gesagt, bei ihm gibt es nur Uppercut, Left, Right, Hook, Jab, quasi, weil er halt die ganze Zeit nur am Brawlen ist. Es gab dann eine Timeline, wo ich weit vor der Enthüllung der Domain Expansion getweetet habe, dass seine Domain Expansion die Frankfurter Hauptbahnhof Expansion sein würde. Und genau das ist passiert. Also, ich habe einfach ein Meme, was ich in der Community seit Jahren habe, auf Yuji projiziert, einen Joke gemacht und dann kam ungefähr ein Jahr oder vielleicht zwei, ich glaube eher nur eins, ein Jahr später raus, dass seine Domain Expansion wirklich was mit dem Bahnhof zu tun hat. Also Yuji's Domain Expansion an sich hat nichts mit dem Bahnhof zu tun, weil wir sehen ja, dass die beiden Charaktere miteinander reden, so ein bisschen so wie bei Attack on Titan am Ende. Aber wir haben ihn an dem Bahnhof gesehen und seine Expansion, seine Domain Expansion wurde mit einem Bahnhof enthüllt. Also schreibe ich mir diesen Punkt zu. Akutami hat den Tweet gesehen, ist mir egal, was sie sagt. Fotos, Waffe, Amazon Charts. Wir schreiben den 13. Mai 2024 und es geht wieder los. Die Fanbase ist krank. Todo feiert sein Comeback im Manga und das einfach mit der Most Goofy Waffe, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Junge, Kite mit seinem Sailor Moon Stab aus Hunter x Hunter ist nichts dagegen. Diese Waffe von ihm nennt sich nämlich Vibra Slap. Und das ist eigentlich ein Instrument. Aber die Braindead JJK Community hat dann wieder zugeschlagen. Also, Todo hat das Ganze benutzt, damit er wieder klatschen kann. Und als die Fans gesehen haben, dass er das benutzt, haben sie angefangen, diese Dinger, also den Vibra Slap, auf Amazon en masse zu bestellen. Die sind durchgedreht und haben sich alle dieses Ding gekauft. Deswegen das Ding in den Amazon-Charts gelandet ist. Darüber hinaus gibt es auch einen YouTube-Kanal, dessen Content daraus besteht, dass er Musikinstrumente vorstellt. Sein Vibra-Slap-Video hat einfach mal 1 Million Views gemacht in der Woche, wo dieses Chapter rauskam. Und es gibt mehrere Kommentare mit eben Zehntausende von Likes von eben JJK-Fans, die Memes gepostet haben oder irgendeine Scheiße geschrieben haben. Das Beste hier drin ist aber auch, dass der Kontoinhaber von diesem YouTube-Kanal das so geil fand, dass er den Titel von seinem Video geändert hat, um eben auch Teil der Braindead JJK-Community zu werden. Bruno Mars spoilert 1 Million Menschen. Am 11. Januar 2024 kam es dazu, dass Bruno Mars ein Bild von sich in Tokio gepostet hat, wo er eben den JJK
Manga-Drip gerockt hat. Das Dumme war nur hier, dass er JJK Manga Band 25 in der Hand hielt. Und das ist das Manga-Cover, wo wir sehen, dass eben Sukuna Megumis Körper übernimmt. Er hat das ganze Bild also gepostet und sein Post hat über 4 Millionen Likes. Was heißt, dass wahrscheinlich noch mehr Leute das Ganze gesehen haben, was eben auch heißt, dass er mindestens mal 1 Million gespoilert hat, weil ich glaube nicht, dass all seine Fans Manga-Leser sind. Bro, imagine, du bist ein Anime-Zuschauer und du wirst gespoilert auf dem Plot von JJK wegen verdammt nochmal Bruno Mars. Also, ich liebe den Typen, der macht geile Mucke und so, aber wie random wäre das? Reggie Star Prophezeiung. Kurz vor seinem Tod im Kampf gegen Megumi hat Reggie noch ziemlich krasse, interessante Informationen gedroppt. Zum einen, dass er Tengen kannte und auch weiß, was die Connection zwischen Kenjaku und diesem ist und diese auch tausende von Jahren zurückreicht. Genau das hat er hier aber leider nicht erzählt. Das letzte, was er getan hat, ist eben Megumi eine Prophezeiung zu geben, in der er sagt, dass das Schicksal mit ihm spielen wird und er irgendwann wie ein Narr dann sterben wird. Was aber bis zum Ende des Mangas nicht passiert ist. Und ihr kennt die klassische Filmregel aka Chefkos Gun. Wenn du eine Pistole platzierst im ersten Akt, dann musst du die im zweiten Akt irgendwie losfeuern. Sonst hättest du sie nämlich gar nicht platzieren sollen. Und die Pistole ist in diesem Zusammenhang die Prophezeiung. Klar kann man hier sagen, dass er eben von Sukuna übernommen worden ist und das ist so die Prophezeiung, aber das geht nicht ganz auf. Weil die Prophezeiung hat mit dem Tod zu tun und das ist schon sehr dramatisch. Megumis Ende ist ja schon anders. Also geht man hier davon aus, dass vielleicht der Zeitpunkt vorne seiner Prophezeiung noch nicht eingetroffen ist. Was natürlich hier wieder darauf spielen würde, dass wir eine Fortsetzung bekommen von JJK und dass eben noch was passiert. Also entweder ist es ganz im Sande verlaufen oder JJK Shippuden. Mal sehen. Tengens Design. Bei Tengen ist es ja so, dass er immer mal wieder einen neuen Menschen braucht, um eben mit seiner Unsterblichkeitstechnik immer noch quasi bei Bewusstsein zu bleiben und weiter existieren zu können. Er hat sich über die ganze Zeit sehr viel verändert, weswegen er mittlerweile so aussieht wie eben ein Fluchgeist. Interessant ist auch hier, als Kenjaku auf Tengen getroffen ist, hat er zu ihr gesagt, dass sie mittlerweile so aussieht wie eben Sukuna. Was ja auch Sinn macht, weil Sukunas rechte Gesichtshälfte original so aussieht wie Tengen. Ebenfalls gibt es auch starke Ähnlichkeiten zwischen Tengens aktuellem Körper und der Mumie von Sukuna. Es gibt also eine Connection zwischen Sukuna, Tengen und Kenjaku. Doch leider wurde die Manga nie so richtig erklärt. Deswegen lässt sich nicht so viel hineininterpretieren. Eine bekannte Theorie war aber, dass Sukuna in Wahrheit der Sohn von eben Tengen ist. Aber das ist natürlich im Sande verlaufen, weil wir nicht mehr Material dazu bekommen haben. Tengens echtes Gesicht. In den Volume Extras zu Band 23 hat Akutami einfach geleakt, dass Tengen damals übelst die Baddie war. Ich meine, damn, Bro. Ja, deswegen sind vermutlich auch alle anderen Star-Plasma-Vessels Frauen, weil die halt nur mit ihr mergen können, weil Tengen halt, wie gesagt, krasse Baddie war. Also will sie nur einen Körper haben, der auch genauso Baddie-mäßig ist wie sie damals. Auch wenn sie heute nicht mehr so aussieht. Yujis Eltern. Bro, also Yujis Elternschaft ist so messed up, das ist nicht mehr normal. Es ist so messed up, dass wir uns dachten, Bro, diesen Punkt müssen wir nochmal mit reinnehmen. Einfach nur, um den nochmal Revue passieren zu lassen. Zum einen hätten wir dabei Jin Itadori, nämlich sein Vater, der aber kein Jutsist ist, was wir mit Kapitel 257 rausgefunden haben. Sein Vater war zwar kein Jutsist, aber wie wir in Kapitel 257 rausgefunden haben, ist es so, dass Jin Itadoris Seele die von Sukunas totgeborenen Zwilling ist. Ja, die ist 1000 Jahre umhergewandert, um dann wieder in Jin Itadori rein zu spawnen. Man würde so denken, ne, okay, das ist so schon messed up und that's all und so. Aber nein, also, Bro, seine Mutter, Kaori Itadori, ist ja eine ziemlich nette, fürsorgliche Frau, die komischerweise irgendwelche Nähte an der Stirn hat, wie eben Kenjaku. Ja, es ist Kenjaku. Kenjaku ist in dem Körper gewesen von ihr und hat sich dann Backshots geben lassen in der Leiche von Yujis Mutter, wohlgemerkt. Und ja, so ist Yuji entstanden. Also, Kenjaku, pass auf, Kenjaku war da im Körper der Frau. Er hat Backshots kassiert von Jin Itadori, der Zwillingsbruder von Sukuna ist. Yujis Eltern sind basically Sukunas Bruder und Kenjaku. Man muss ja wirklich sagen, Kenjaku tut echt alles für seinen Plan, auch wenn es mies gottlos ist. Sukuna hat Maito nicht zugehört. Ja, als Maito kurz auf Sasuke gemacht hat, wie am Anfang von Naruto Shippuden und in Sukunas Domain gespawnt ist, dachte er zwar, er war voll Alpha wie Sasuke, aber also Maito hat ihn halt voll getextet und Sukuna hat einfach nur geschaut und gelächelt. Deswegen ich und viele Fans davon ausgehen, dass Sukuna ihr nicht zugehört hat und in seinem Kopf gerade das abging. Letzte Schattenbestie.
Also, wir haben folgende Schattenbestien innerhalb der Serie gesehen. Die Divine Dogs, die als einer zählen, also nicht zwei, auch wenn es zwei gab. Den Frosch, Great Serpent, Nui, Max Elephant, Rabbit Escape, Round Deer, Piercing Ox und Mauraga. Doch auf der neuen gab es noch einen vor Mauraga, denn Mauraga ist die 10, nämlich Tiger Funeral. Das ist nämlich der einzige Shikigami, den wir innerhalb der Serie nicht gesehen haben. Wir wissen aber zum einen, dass er existiert wegen der Grafik zu seinen Shikigamis und darüber hinaus haben wir ihn auch in einer anderen Form gesehen, nämlich durch Agito. Das ist nämlich die Bestie, die Sukuna im Kampf gegen Gojo rausgelassen hat. Bei Shikigamis ist es auch so, dass wir wissen, dass man sie miteinander fusionieren kann und es gibt noch eine weitere Sache und zwar können sie auch sterben. Also wenn sie sterben, boosten sie damit die anderen Shikigamis, was wir zum Beispiel wie bei den Hunden von Megumi gesehen haben. Bei Agito wissen wir aber nur, dass es eine Nui-Version ist, die eben mit den Kräften von Great Serpent, Tiger Funeral und Round Deer geupgradet worden ist. Also wir haben Tiger Funeral nur durch quasi diese fusionierte Chimera-Mon-Bestie gesehen. Ob aber die Shikigamis hier geopfert worden sind, also ob sie wirklich gestorben sind, um Agito so stark zu machen, wissen wir nicht, denn es kann auch sein, dass sie einfach miteinander fusioniert worden sind. Weil Agito aber ziemlich stark war, würde man schon eher davon ausgehen, dass die Shikigamis gestorben sind oder beziehungsweise dass Sukuna sie geopfert hat, um eben Agito so krass zu machen. Wir haben aber gesehen, dass Megumi Shikigamis ganz normal fusioniert hat, wie eben seinen Frosch, als der eben Flügel hatte. Das war die Fusion von eben dem Frosch und Nui. Also ja, Tiger Funeral haben wir nicht gesehen, den Rest schon und vielleicht sehen wir ihn nochmal irgendwann in seiner Pracht. Goji gleich Gojo. Also, die beiden haben wirklich charakterlich als auch zeichnerisch sehr viele Ähnlichkeiten innerhalb des gesamten JJK-Manga. Und das ist wirklich insane, was Akutami hier gemacht hat. Also erstmal sind beide anders geboren. Gojo ist quasi als heftigster, stärkster geboren und Toji ist mit nichts geboren, weil er keine Flugkraft hatte. Also sie sind komplett konträr. Gojo der heftigste, was Flugkraft angeht und Toji der schlechteste, der schwächste. Beide repräsentieren auch irgendwo einen Aspekt des Main Character. Zum einen ist Yuji nämlich ein Underdog, aber zum anderen auch der Honored One. Wie gesagt, Gojo ist ja der Blessed One, weil er alles hatte und Toji ist the Cursed One, weil er nichts hatte. Interessanterweise ist es aber so, dass Gojo charakterlich gesehen und von seinem Schicksal der Verfluchte ist, also der Cursed One. Weil er eben dazu verdammt ist, alleine an der Spitze zu stehen und irgendwie dafür zu sorgen, dass eben in der Welt Frieden herrscht. Da er so eine große Kraft bekommen hat, hat er auch die Verantwortung, diese zu nutzen. Also irgendwo ist er durch seine Kräfte auch eingesperrt gewesen. Hingegen ist Toji der Blessed One, also der Gesegnete. Er hat ja auch Megumi nach Blessing, also Segen, benannt. Er war nämlich frei von allem, weil er keine Fluchkraft hat und ist glücklich geworden mit seiner Familie, bis eben der Schicksalsschlag kam. Naoya hat auch einen interessanten Satz innerhalb der Serie gedroppt. Er hat nämlich explizit nochmal gesagt, dass Toji und Gojo auf einer gemeinsamen Ebene standen, also fernab von allen anderen und er wollte auch zu diesen anschließen. Wir haben auch Panels, wo Toji und Gojo voller Hass auf dieselbe Sache blicken, wie eben die unterdrückte Jutsu Society. Zwar aus verschiedenen Gründen, aber ihr Hass gegen diese ist ähnlich. Auch ihr Handeln ist hier wieder konträr, obwohl sie die gleiche Sache verabscheuen. Toji hat sich von der Society abgewandt, während Gojo eben dafür gesorgt hat, dass er an der Spitze von dieser steht. Also er ist zugegangen auf das Ganze, um eben das Problem von innen zu lösen. Das kennen wir ja ganz oft, den Struggle, dass der eine Charakter das Problem von innen angehen möchte, Susaku Kurogogi, und der andere von außen, Lelouch Lamperouche. Gojo hat es ja auch ernst gemeint. Ich meine, er hat die ganzen Higher-Ups irgendwann dann abgeschlachtet. Wir haben da natürlich auch Panels zeichnerisch gesehen, wo wir wirklich den Kontrast sehen zwischen eben Toji und eben Gojo, dass diese Panels genau gleich sind, nur eben in entgegengesetzten Richtungen. Wir haben sogar den gleichen Drip, also wir sehen, dass sie von den Klamotten ja sogar das gleiche anhatten. Und das letzte ist super interessant, denn Toji war, als er zurückkam mit dieser Edo-Tensei-mäßigen Fluchmagie, jedenfalls als er zurückkam und realisiert hat, dass sein Sohn vor ihm war, war er mehr wie Gojo. Also er war hier selbst aufopfernd für die nächste Generation. Hingegen war es so bei Gojo, dass als er wieder zurückkam, war er mehr wie Toji. Was man sogar an den Panels sieht, denn es gibt wirklich ein Panel von Gojo, als er zurückkehrt, was fast 1:1 so gemacht worden ist, wie eben das von Toji. Die beiden Charakter haben eine ähnliche Dynamik wie eben Meron und Gon aus Hunter x Hunter. Hier ist nämlich ebenfalls eine Parallele, denn im Chimera End Arc ist es so, dass Gon und Meron nie aufeinander getroffen sind, obwohl sie sehr ähnliches durchmachen. Das gleiche gilt auch für Toji und Gojo im Shibuya Incident Arc. Dort treffen sie ebenfalls nicht aufeinander. Das ist zwar ein kleiner Stretch, aber ich finde, die Parallelen, die ich aufgeworfen habe, zeigen eindeutig, dass Akutami hier etwas mit den beiden gekocht hat. Also sehr geil. Level 7. Dieses werdet ihr lieben. Gojo gleich Buddha. Gojo hatte bei seinem Flashback sein Awakening und dort hat er natürlich die legendären Worte gesagt.
Throughout heaven and earth, I'm alone am the honored one. Und genau das war ein Satz, der von Buddha selbst stammt. Buddha war ja im Glauben ein Mensch, der eben genauso wie Gojo zur Erleuchtung gefunden hat. Kleiner Funfact an dieser Stelle, Gojos Synchronsprecher ist auch der gleiche von eben Buddha aus Record of Ragnarok. Also ist der Case hier closed, dass unser Boy Buddha ist. Aber nein, ihr habt natürlich sehr viel gesehen, was eben mit dem Buddhismus zu tun hat. Die ganze Serie ist um den Buddhismus herum geschrieben und Gojo ist natürlich eine wichtige Figur. Gerade durch diese ganze Erleuchtungsgeschichte wird es hier sehr klar, dass eben Gojo Buddha sein soll. Als er in Kapitel 236 gestorben ist, können wir dabei auch eine Lotusblume sehen. Diese pinke Lotusblume steht im Buddhismus immer für eine Wiedergeburt. Diese Blume steht eben für das Potenzial eines jeden Menschen, die Erleuchtung zu erlangen. Deshalb gingen Fans ja auch sehr lange davon aus, dass Gojo eben im Verlauf der Serie nochmal zurückkehren wird und doch nicht gestorben ist. Ich persönlich habe die Lotusblume aber immer so interpretiert, dass es auch ein bisschen um was anderes geht, nämlich um die Aussage, die hier getätigt wird. Und zwar wird gesagt, du kannst eine Blume bewundern, aber nicht von ihr verlangen, dass sie dich versteht. Und wenn man diesen Satz auf Gojos Charakter-Dilemma überträgt, wird sehr stark klar, was Akutami hier gemeint hat. Gojo hat das Problem, dass er der Stärkste ist. Natürlich ist es ein immenser Vorteil, doch dadurch ist er sehr alleine. Denn keiner kann nachvollziehen, was er fühlt, da keiner nachvollziehen kann, wie es ist, so stark zu sein. Geto hat ihn ja auch in eine Identitätskrise geworfen mit den Worten, bist du Satoru Gojo, weil du der Stärkste bist, oder bist du der Stärkste, weil du Satoru Gojo bist? Damit hat er eine Frage gestellt, was überwiegt, seine Stärke oder seine Persönlichkeit. Also, ist er der Stärkste aufgrund seinem Wesen oder ist er einfach so, wie er ist, weil er der Stärkste ist? Das wäre natürlich negativ für ihn, weil das würde ja heißen, dass Gojo charakterlich nur so ist, weil er als Stärkster geboren worden ist. Das würde ihm quasi seine komplette Existenz wegnehmen. Gojos Charakter ist, wie gesagt, schwierig zu verstehen. Also, beziehungsweise, es ist schwierig zu verstehen, weil wir kennen es in Fiktion so, dass Charaktere meistens so geschrieben sind, dass sie einlinig sind, beziehungsweise vielleicht noch so ein bisschen grau sind. Zum Beispiel haben wir Pain aus Naruto, der böse ist, aber wir wissen ja seinen Grund, warum er böse ist. Aber auch wenn sein Charakter sehr gut geschrieben ist, weil er in Wahrheit ja nicht vom Herzen böse ist, sondern einfach nur was Gutes wollte, aber auf dem Weg dorthin verkommen ist, ist es so, dass er seinen Charakter sehr genau beschrieben bekommt. Bei Gojo ist es so, dass sein Charakter Flaws hat. Viele sagen ja, dass Flaws, also quasi Fehler im Character Writing, schlecht sind und einen Charakter schlecht machen. Doch Gojos Character Writing mit seinen Flaws ist für mich ein Grund, warum er so ein guter Charakter ist. Und jetzt komme ich zu dem, was ich meine. Und zwar, wenn wir diese Lotusblume nehmen und mal auf Gojo beziehen, haben wir es so, dass Gojo nämlich seine Schüler trainiert, damit sie eben stärker werden, damit sie irgendwann ein Level erreichen, was mit ihm gleich auf ist, damit er eben endlich jemanden hat, der ihn verstehen kann. Wenn er es auch schaffen würde, seine Schüler so stark zu machen mit seiner in Anführungszeichen Ausbildung, würde er Geto ja auch beweisen, dass wenn sie ihn überflügeln, dass er der Stärkste ist, weil er Satoru Gojo ist. Das würde eben beweisen, dass seine Persönlichkeit das Wichtige ist. Denn egal wie stark Gojo ist, er kann diese Stärke ja nicht auf seine Schüler übertragen. Nur eben mit seiner Lehre. Und seine Lehre hat mit seiner Persönlichkeit zu tun. Auf der anderen Seite kann man auch hier den egoistischen Grund sehen, dass Gojo eben versucht hat, unterbewusst seine Schüler so stark zu machen, weil er den tiefen Wunsch hegt, dass eben einer mit ihm auf der gleichen Ebene steht. Denn dass Gojos Ziel nur darin besteht, seine Schüler stark zu machen, um eben die These zu beweisen, dass seine Persönlichkeit ihn unter anderem auch so stark macht, ist eine Sache, die nicht ganz stimmt. Weil wir sehen ja auch Gojo im Kampf gegen Sukuna, wie er komplett anders drauf. Er genießt es teilweise, dass Sukuna so mächtig ist und er endlich jemanden hat, der so stark ist wie er. Und er fühlt sich hier verstanden, obwohl Sukuna jemand ist, der eigentlich böse ist. Trotzdem sind wir in diesem Kampf, dass auch wenn es um Leben und Tod geht, Gojo immer wieder am Lächeln ist. Denn das ist auch Teil seiner Persönlichkeit. Dass er eben hier den Kampf der absoluten Stärke genießt und jemand mit ihm auf einer Ebene stehen kann. Im Endeffekt kann man aber trotzdem sagen, dass Gojo irgendwie recht behalten hat. Denn seine Schüler konnten es schaffen, zusammen Gojo zu besiegen. Und das mit seiner Lehre. Denn was Gojo beigebracht hat, ist, dass sie niemals aufgeben sollen. Das klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber macht im JJK-Sinne schon Sinn. Weil seine Lehre daraus besteht, immer auf sich selber zu tippen und immer auf sich selber zu bauen. Das haben wir ja gesehen mit Megumi. Bevor er seine Domain-Expansion gecastet hat, konnten wir sehen, dass er immer krasse Zweifel hatte. Gojo hat dabei erklärt, dass er aufhören muss, ohne sich zu zweifeln.
Gojo hat seinen Schülern beigebracht, dass sie nicht aufgeben sollen im physischen Sinn, aber auch im psychischen Sinne. Yuji und Nobara haben nicht aufgegeben und das Physische hat sie weiter angetrieben. Also sie haben körperlich viel aushalten können. Andererseits haben wir Megumi, der natürlich nicht einen physischen Kampf hatte, sondern einen psychischen. Sein Körper wurde ja auch gestohlen, das heißt, er konnte gar nicht kämpfen. Aber auch er hat seinen Kampf gewonnen, weil er am Ende es doch nochmal geschafft hat, sich quasi frei zu kämpfen. Also könnte man hier sagen, dass Gojo quasi wiedergeboren ist, wie die pinke Lotusblume, nur nicht er selber, sondern durch seine Schüler. Ist ein krasser Stretch, das weiß ich auch, aber ich wollte nur meinen Gojo-Monolog halten, also lebt damit. Gojos Vater. Im vermutlich bekanntesten JJK Kapitel 236 sehen wir, dass Gojo, naja, zum einen stirbt und zum anderen haben wir eine Fehlübersetzung gehabt, wo Gojo über seinen Vater gesprochen hat. Das war ein Riesenthema in der Community, aber es war eine Fehlübersetzung. Er hat nichts zu seinem Vater gesagt. Also, er hat Eltern, Akutami bestätigt, Gojo hat Eltern und die leben noch in der Jutsu Kaisen Welt, aber wie haben sie die gesehen? Yagas Geheimnis. Wie zur Hölle hat Yaga Panda erschaffen? Eine Curse Corps, die ein völlig eigenes Bewusstsein hat und eigenständig handeln kann. Also er hat einfach mal ein künstliches Leben erschaffen. Erklärung dafür liefert vielleicht das Kapitel 147, wo wir sehen, dass Yaga eben verurteilt wurde. Denn durch seine Todesstrafe bekommen wir etwas Lore zu seinem Charakter, aber auch zu seiner Fluchtechnik. Bis nämlich kurz vor seinem Tod hat er nicht verraten, wie er Panda erschaffen hat. Doch dann verriet er Gakuganji auf einmal doch, wie das Ganze funktioniert. Kurz bevor er dann gestorben wurde, hat er es Gakuganji doch nochmal erklärt, wie Panda entstanden ist. Also was er gemacht hat mit den ganzen Seelen nehmen und dann transferieren und... Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass er bis zu seinem Tod darauf gewartet hat, das Ganze zu erzählen. Und als er es dann gemacht hat, sagt er dann zu Gakuganji, das Ganze ist ein Fluch. Hätte er es nämlich vorher erzählt, hätte er überleben können. Aber er sagte, naja, dass es ein Fluch ist und dass er den nun Gakuganji überlässt. Aber aus der Plotline ist nichts geworden. Also vermutlich wollte Akutami hier etwas Thematisches aufbauen und weniger etwas, was sich wirklich später in der Serie abspielt. Also es ging ein bisschen mehr um den Charakter an sich und weniger... darum, dass wirklich noch ein Fluch sich quasi zeigt an den alten Opi. Hakari gegen Uraume. Also der Fight von Hakari gegen Uraume ist wirklich ein schwieriger Case. Also zum einen ist das Matchup schon an sich super random. Und dann kommt es noch dazu, dass dieser Kampf zu 99% einfach mal offscreen passiert ist. Dieser Kampf hat sich eiskalt, die Uraume, bis zum Ende des Mangas gezogen. Und die Fans hatten zwischenzeitlich immer wieder Witze gemacht, dass sie Angst hatten, dass eben mitten im Kampf gegen Sukuna auf einmal random Hakari-Uraume-Stuff kommt und wir dann gefangen sind mit 3 Chaptern Fight von denen. Aber nein, wir haben nichts gesehen, sondern am Ende, ja, war halt Uraume da und hat sich aufgelöst und das war der Kampf. Aber gut, dafür haben wir wenigstens coole Memes bekommen, denn ja, es gab Memes, wie die auf Dates gehen, wie sie gechillt haben und so weiter und so fort. Zufälligerweise hat der Kampf also seit Beginn bis zum Ende auch 9 Monate gedauert, was ja auch super gut zu ihrer komischen Beziehung passt, die sie wohl gehabt hatten, weil die haben sich safe nicht bekriegt, die haben einfach miteinander gechillt. Sukunas Binding Vow 236. Am Ende des Kapitels 236 bei dem Tod von Satoru Gojo sehen wir, dass Sukuna sagt, du warst unglaublich, Gojo Satoru, ich werde dich niemals vergessen. Und diese Worte haben bei der Community dafür gesorgt, dass man davon ausgegangen ist, dass das Ganze eventuell ein Bindungsschwur sein könnte. Also dass hier wieder irgendwas passiert ist. Entweder bewusst von Sukuna oder wohl eher unterbewusst. Also man hat sehr lange mit der Thematik gespielt, dass Gojo auch vielleicht zurückkommen könnte oder dass Sukuna sonst was passieren könnte, weil er eben einen Binding Vow eingegangen ist. Eben unwissentlich oder wissentlich. Vermutlich hier eher unwissentlich. Aber das Ganze war nur ein Satz. Also das war nur ein Satz von ihm. That's it. Es gab keinen Plot dahinter, keinen Bindungsschwur, kein gar nichts. Die Fans haben einfach nur übergekocht. Das ist der Punkt. Gojo Comeback. Oh Mann, Alter. Also schon bei seinem Tod haben die Fans echt damit gekopt, dass er wieder zurückkehrt und sich immer wieder Gedanken gegeben, okay, wie könnte er überlebt haben? Und dann gab es auch viele Leute, die ihre Strichliste geteilt haben, wo die Chapter immer durchgestrichen worden sind, wo er nicht zurückgekehrt ist. Und es war auch komisch, weil wir wissen, mit seiner Umkehrfluchtechnik kann er seinen Kopf halt am Leben halten. Und wir haben seinen Kopf nicht gesehen. Also seine ganze Oberhälfte haben wir nicht gesehen. Wir haben sogar Theorien aufgestellt, dass sein Körper gerettet worden ist, was wir sogar später dann mitbekommen, denn Uiui hat den Körper rausgebracht und deswegen dachte man hier wieder, was ist denn, wenn Shoko ihn hielt und Gojo nochmal zurückkommt. Dann gab es auch Leaks und er war zurück, aber es war nicht er, sondern Yuta in seinem Körper. Ich muss sagen, retrospektiv ist es schon ein krasser Move gewesen von Akutami, das zu bringen. Also ich glaube, das ist nochmal ein Move, der wird wachsen, wenn wir uns später denken, wie krank ist es eigentlich. Vor allem auch charakterlich ist es crazy, weil Gojo, wie gesagt, er ist der Charakter, der voll gesegnet ist, der diese Stärke hat, aber er hat ja sehr darunter zu leiden, dass er quasi einsam an der Spitze ist und sein Körper, sein Dasein
für die Zwecke der Jutsu Society eigentlich nur ausgenutzt worden ist. Und selbst nach seinem Tod muss er sich noch hergeben, in Anführungszeichen aufopfern, damit die Jutsu-Welt ihren Frieden finden kann. Das ist ja so wieder ein Dilemma von Gojo, was eigentlich ganz gut rübergebracht worden ist. In den letzten Chaptern kam auch nochmal was auf mit einer Uhr, wo wir sehen, dass die Uhr bei einem random Gespräch der Leute bei 2.21 Uhr feststand. Und 221 als Kapitel ist das Kapitel, wo Gojo das erste Mal zurückgekehrt ist. Also entweder baut Akutami einen krassen Plot oder er ist einfach der krankeste Troll, den es gibt und verarscht uns mit Absicht. Ich sag ja, der Typ ist einfach der Typ ist Bleach. Einfach Mayuri, der will uns einfach nur quälen. Nobaras Tod. Nobara ist im 125. Kapitel oder in der 43. Folge des Animes gestorben. Arata und Todo kamen kurz Zeit später auch zum Kampfort dazu. Und dann haben wir gehört, dass Arata seine Fluchtechnik benutzt hat, um eben Nobara zu retten. Ab diesem Zeitpunkt wurde Nobara einfach nie wieder gezeigt und es wurde nicht mal bestätigt, ob sie lebt, ob sie nicht lebt, ob sie im kritischen Zustand ist. Es wurde einfach gar nichts mehr gesagt. Das ging so lange, dass sich die Fans so unsicher geworden sind, dass man sich dachte, Alter, die muss tot sein. Weil wenn die jetzt zurückkehrt, das wäre einfach zu random. Das heißt, sie ist tot. Wirklich, es kam dann dazu, dass sie einfach wieder aufgetaucht ist und sie war einfach 1300 Tage Manga tot. Also nicht in der Zeit, die in der JJK-Welt vergangen ist, sondern in unserer echten Zeit. Es gibt ja mittlerweile von JJK mehr Chapter ohne Nobara, also wo sie tot ist, als mit Nobara. Jedenfalls kam sie wieder und die Fans sind sich so ein bisschen gespalten, ob die das jetzt cool finden oder nicht. Ich bin auch noch ein bisschen gespalten. Ich glaube, das Ende ist ein bisschen zu frisch, um da wirklich eine Wertung reinzustecken. Ich denke nicht, dass es so negativ ist, wie es von den meisten Leuten aufgefasst wird, aber ich glaube, nur die Zeit wird zeigen, wie wir das Ganze auffassen werden. Nobara hat Yujis Comeback nachgemacht. Ja, wir haben gesehen, als Yuji gestorben ist, hat er dieses Opapi gerufen und wollte seine Leute verarschen. Das ist ja vorher aufgeflogen, aber wir sehen dann, dass Nobara Jahre später im Manga, also für uns, das gleiche machen wollte. Also sie wollte auch mit dem Comeback Opapi rufen und alle, naja, verarschen. Das Ganze ist auch so ein Running Gag, weil das ein Comedian immer wieder gesagt hat. Also ein japanischer Comedian. Kapitel 1, Coverpage. Die Coverpage des allerersten Kapitels von Jujutsu Kaisen ist wirklich enorm interessant. Zum einen hatten wir dieses komische Skelett im Hintergrund, bei dem super, super lange nicht bestätigt worden ist, was es damit auf sich hat. Wir wissen ja mittlerweile, dass es eben Sukunas echter Körper ist, aber wir wussten sehr lange, also über 5 Jahre nicht, was es mit dem Ding auf sich hat. Dann wären auch die verkohlten Arme um Yuji herum. Ich meine, das ist eine Darstellung für die Arme von Sukuna, aber die kamen so in der Form nicht vor. Also ein bisschen weird, aber wenn die Mumie mit den Armen zusammenhängt, dann passt das dann doch irgendwie zusammen. Also die hängen ja auch zusammen. Ich meine, das ist ja Sukuna und die Arme sind auch Sukuna. Nur weiß ich nicht, ob es von Akutami intended war, dass beides so verkohlt aussieht. Das wirklich Krasse ist aber hier, dass wir bei Megumis Fröschen einfach mal das Tattoo von Sukuna sehen. Das ist ein Foreshadowing auf das, was 212 Kapitel später passieren soll, nämlich, dass Sukuna Megumis Körper übernimmt. Ein absolut krankes Foreshadowing, wenn man sich überlegt, wie früh das schon gesetzt worden ist. Ich meine, gut, im Manga sehen wir auch, dass schon relativ früh, mit Folge 6 zum Beispiel, die Interaktion zwischen Sukuna und Megumi ist, dass Sukuna eben ein Interesse an seinem Körper hat. Also diese Plotline ist schon sehr, sehr lange aufgebaut, aber trotzdem sehr, 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 sehr krasses Foreshadowing, meiner Meinung nach. Illustration, Foreshadowing. Anfang 2022 wurden Jujutsu Kaisen Key Animation Volume Cover Pages released. Und diese haben jetzt retrospektiv einfach damals schon den gesamten Manga gespoilert. Wir haben nämlich hier 3 Illustrationen, die auf 3 zukünftige Matchups teasern. Da hätten wir zum einen Yuta gegen Geto. Natürlich haben sie auch im Film null gegeneinander gekämpft, aber Yuta ist derjenige, der am Ende nochmal seinen Fight mit Geto hat, also irgendwie schon ein Foreshadowing. Sukuna und Yuji gab es auch. Ich muss sagen, das ist natürlich sehr naheliegend gewesen, dass sowas in der Art kommen würde, deswegen jetzt nicht super krass als Foreshadowing. Dennoch ist es geforeshadowed worden. Jetzt kommt aber der Knacker, und zwar haben wir eine Page von Megumi gegen Gojo. Und auch hier haben wir wieder mal einen Teaser darauf, dass eben Megumi von Sukuna übernommen wird. Denn Megumi hat nicht gegen Gojo gekämpft mit seiner 10-Schatten-Technik. Es war ja Sukuna, im Körper von Megumi, der gegen Gojo gefightet hat. Ich meine, gut, es gibt ja auch mehr Vorstellungen. Zum Beispiel sind die beiden Techniken von Gojo und Megumi ja so aufgebaut, dass sie konträr sind und sich gegenseitig auscanceln können, weil die eben so stark sind. Culling Game Regeln. Das Culling Game wurde von Kenjaku am 31. Oktober ins Leben gerufen. Also an dem Tag, an dem der Shibuya-Incident stattgefunden hat. Dabei wurden auch erstmal 8 Regeln etabliert. Und glaub mir, das brauche ich für den Punkt, auf den wir hinaus wollen. Erstens, sobald ein Spieler seine Fluchtechnik entwickelt hat, hat er 19 Tage Zeit, um sich bei einer der Kolonien anzumelden. Zweitens, jeder, der die erste Regel bricht, stirbt eben durch die Entfernung seiner Fluchtechnik. Drittens, Menschen, die einer Kolonie beitreten, werden als Spieler deklariert. Viertens,
Menschen, die bereits vorher in einer Kolonie waren, bekommen die Gelegenheit, diese noch zu verlassen. Das haben wir gesehen, als Kenjaku Yujis alte Schulfreunde begleitet hat, um sie zu evakuieren. Sechstens, Spieler können 100 Punkte einlösen für das Einfügen einer neuen Regel. Achtens, wenn dein Punktestand sich für 19 Tage nicht verändert, stirbst du durch die Entfernung deiner Fluchtechnik. Im Laufe des Culling Games wurden noch ein paar Regeln hinzugefügt, aber die sind an sich nicht so relevant. Wir haben hier auch den etablierten Punkt, dass das Culling Game nicht endet, bis alle Teilnehmer tot sind. Bis auf Kenjaku, Megumi und Shiori. Rihime, also der Mensch, der später den Körper gestellt hat für eben Uraume. Ebenfalls hat Kenjaku eine weitere Regel eingebaut, nämlich, dass Fushiguro Megumi die Berechtigung hat, den Merger von Tengen mit der Menschheit einzuleiten. Und da noch nicht alle Spieler vom Culling Game tot sind, sollte Megumi eigentlich immer noch dazu in der Lage sein, den Merger auszulösen. Was ein Plot sein könnte für ein potenzielles Sequel. Aber wer weiß. Yuji Lucifer Referenz. Die Zeichnung der gefallene Engel von Alexandre Carbonell zeigt Lucifer, nachdem er vom Himmel verstoßen worden ist. Die Zeichnung ist 1847 entstanden und ist schon in etlichen Animes aufgetaucht, wie auch in Arcane oder eben in Hunter x Hunter mit Gon. Aber ich glaube, die größte Referenz, die wirklich auch eindeutig ist, ist die mit Yuji im Endspurt vom Kampf gegen Sukuna. Dort sehen wir nämlich, dass Yuji wirklich 1:1 den gleichen Blick drauf hat. Thematisch gesehen weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich einen Zusammenhang schaffen kann mit Yuji und Lucifer, weil die Geschichten der beiden gehen schon auseinander, aber ich glaube einfach, dass Akutami zeichnerisch hier sehr stark inspiriert worden ist. Und ich muss sagen, ich bin normalerweise nicht so der Kunsttyp, aber dieses Bild von Lucifer ist insane. Also, ich habe noch nie gesehen, wie es ein Künstler geschafft hat, die Gefühle von Zorn, Wut, aber auch Trauer in einem Bild so gut zu verpacken. Also für mich war das eine echt geile Referenz von Akutami und ein übertrieben nice Panel. Tengen war Kenjakus Waifu. Also wir wissen bereits, dass Kenjaku als auch Tengen sich zu ihren OG-Zeiten kannten. Also als die beiden noch die originalen Menschen waren. Und da Tengen damals eine Baddie war, ist die Annahme sehr hoch, dass die beiden vielleicht was im Laufen hatten. Die Theorie ist aber hier noch nicht vorbei, weil das wäre nur GZSZ-Stuff. Denn diese Theorie ist ebenfalls in der Verbindung mit der Theorie, dass Tengen die Mutter von Sukuna war. Ist zwar abgespaced, aber Kenjaku hat ja gesagt, dass Tengen später so aussah wie eben Sukuna. Ich meine, er sah halt auch wirklich so aus, aber könnte ja sein, dass Akutami vielleicht was anteasen wollte. Darüber hinaus haben wir von Sukuna einen Satz im Kampf mit Kajimo, wo er sagt, dass er von seinem Vater nicht gewollt war. Und jetzt stellt euch mal vor, Kenjaku und Tengen hatten wirklich was am Laufen. Und die Theorie, dass Sukuna der Sohn von Tengen ist, ist ebenfalls true. Das würde ja heißen, dass Kenjaku der Vater von Sukuna ist. Und das würde auch heißen, dass Kenjaku im Körper von Yujis Mutti dann, naja, ihr wisst schon was, mit ihrem Sohn hatte. Weil Jin Itadori hat ja die Seele von Sukunas toten Zwilling. Bro, das wäre schon anders fucked up, Alter. Und dafür gibt es nämlich einen krassen Beweis. Ich habe nämlich diese Story im Paulanergarten gehört, also muss sie wahr sein. JJK Manga Edits. Ja, das ist nur ein Punkt, den ich drin habe, weil ich finde die Dinger geil. Also es gibt diesen YouTuber, Ninjastic Ninja, der haut einfach diese Manga-Edits raus und die sind geisteskrank. Die haben so viele Klicks auf YouTube und die sind einfach geil gemacht. Deswegen wollte ich euch einfach kurz das zeigen, dass es das gibt. Mehr nicht. JJK x Lady Gaga. Keine Ahnung, das muss ich mit reinnehmen, weil ich das nicht checke. Lady Gaga hat vor 13 Jahren einen Song gemacht, der heißt Judas. Und der ist jetzt so wieder populär geworden und damit gab es Edits mit JJK, Manga-Edit-Videos und anderen. Und es gibt Videos, die haben 20 Millionen Views mit diesem Judas-Song. Keine Ahnung warum, aber der Scheiß slappt einfach. Level 8. Wenn ihr das Video so lange schaut, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Naoya hat My Fair. Über Naoya Sehnen wissen wir bereits, dass es ein ganz schönes Ekelpaket ist. Das schreibt sogar Akutami selbst über ihn. Wie gesagt, er ist der Charakter, der beim Popularity Poll ab und an ziemlich gut abgeschnitten hat. Warum auch immer, japanische Fans sind weird. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wie Naoya eben im Manga über Mai und Maki geredet hat. Dabei hat er gesagt, dass er Mai mehr mag, weil sie sich eben weiblicher benimmt. Nachdem Mai vom Sehnenklang gefangen genommen worden ist und wir nicht wissen, was mit ihr gemacht worden ist, bevor sie eben gestorben ist, kommt hier ein ziemlich ekliges Bild zusammen. Denn als Naoya später im Culling Game Arc zurückkam, eben als Fluchgeist, hat er zu Maki gesagt, dass er mit Mai erwachsene Dinge getan hat. Woraufhin Maki natürlich extrem zornig wird. Was hier so ein bisschen angeteased wird, ist, glaube ich, eine Sache, die ihr alle wisst. Ich glaube, wir alle wissen, was hier gemeint worden ist, was wohl Naoya mit eben Mai gemacht hat. Was an sich einfach nur absolut krank ist. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass in Fate Zero oder in Fate Stay Night ein ziemlich ähnlicher Plot mit eben Shinji und Sakura abgelaufen ist,
Wobei man hier auch sagen muss, dass die Clanstruktur von den Matos und von den Senins auch ähnlich ist. Ja, zeichnet sich hier ein Bild und es ist ganz klar, dass Naoya echt der vermutlich abgefuckteste Charakter in diesem ganzen Werk ist. Zu Sukunas Waffen. In Kapitel 3 des Manga bekommen wir einen kleinen Sneak Peek darauf, wie Sukuna eben in seiner Prime in der Hirn-Ära ausgesehen hat. Wir haben natürlich dabei Sachen gesehen, die uns bewusst sind, wie eben seine krassen Machomai-Arme oder sein Mund am Bauch, wie eben Zwirfeln. Es fällt aber hier eine weitere Sache auf, und zwar, dass wir sehen, dass er zwei Waffen in der Hand hat. Doch hier sieht man nur wirklich den Griff davon. Vermutlich hat man das zu dem Zeitpunkt so gelöst, weil das eben visuelle Platzhalter waren, weil Akutami vielleicht noch nicht wusste, was er Sukuna für Waffen geben wollen würde oder ob er das Ganze überhaupt tun wird. Es wäre hier auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Sukuna irgendwie damals vier Waffen benutzt hat, weil, naja, beim Jujutsu macht es keinen Sinn, wenn man seine Handzeichen nicht benutzen kann, ist man ziemlich eingeschränkt, also macht es hier wohl eher Sinn, dass er zwei benutzt hat. Jedenfalls bekamen wir dann über 100 Kapitel später im Shibuya Incident Arc, und zwar im Kapitel 170, eine weitere Coverpage, die ein wenig mehr verraten hat. Wir haben nämlich hier sehen können, wie Sukuna in der Heian-Ära ausgesehen hat, und wir konnten seine Waffen nun auch mal komplett sehen. Da hätten wir zum einen seine crazy Lanze, oder besser gesagt seinen Speer namens Hiten, und den sehen wir im gesamten Manga eigentlich nur einmal mit so antiken Illustrationen, die quasi zeigen sollen, dass Sukuna damals ein paar Sorcerer ordentlich aus dem Leben genommen hat. Zum einen haben wir hier die Referenz, dass es damals von den Japanern in den 90ern, also im Real Life, eine Raumsonne gab, die hochgejagt haben, die eben den Namen Hiten trug. Aber darüber hinaus hat man noch eine andere Connection, und zwar ist Hiten ein Begriff, der im Buddhismus außerordentlich wichtig ist. Im Japanischen sind nämlich fliegende Asparas, auch genannt Hiten, himmlische Wesen, die Buddhas begleiten. Was aber hier genau die Verbindung ist mit Sukunas Waffen, ist das wahre Rabbit Hole. Denn laut Theorie kennen wir seine Waffe von damals. Wir haben sie in der Serie bereits sehen können. Sogar so richtig in Aktion. Nur eben in anderer Form. Und zwar von Toji Fushiguro. Der Inverted Spear of Heaven, mit dem er Gojo angegriffen hat, und das Hiten von Sukuna solle nämlich laut Theorie ein und dieselbe Waffe sein. Nicht nur haben beide hier das Himmelding in ihrem Namen, denn Tojis Waffe heißt ja Inverted Spear of Heaven, und Hiten bedeutet auf Japanisch nichts anderes als Flying Heaven, also fliegender Himmel. Nein, auch die Designs sehen sehr, sehr ähnlich aus. Tojis Speer sieht ja nicht so richtig aus wie ein Speer. Sukunas Originalspeer könnte also über die Zeit zerstört worden sein, und die Überreste davon könnte irgendein Schmied in eine neue Waffe gepackt haben, wodurch dann eben Toji's Spear of Heaven entstanden ist. Das könnte eben erklären, warum wir Sukunas Hiten im Verlauf des Mangas, also in der Gegenwart, nicht gesehen haben, aber seine andere Waffe schon. Wir sehen ja im Kampf gegen Kashimo, dass er eben eine kopierte Version von Yoruzu benutzt, um eben die Blitze kontrollieren zu können. Nach Higurumas Domain Expansion wurde dieser aber zerstört, und danach haben wir eigentlich nichts mehr gesehen von eben Kamutoke. Aber die Lore mit Toji's Speer ist echt insane, wenn man sich überlegt, dass einfach das Ganze nie irgendwie erklärt worden ist, aber man sich das Ganze als Fan doch schon irgendwie herleiten kann. Fake Leaks. Ja, da das Leak-Game bei Jujutsu Kaisen echt groß geworden ist, kam es halt dazu, dass es einen Typen gab, der immer wieder Fake Leaks gepostet hat und so einige Fans, wie auch mich oft, verarschen konnte mit eben Leaks, die gar nicht stimmen. Ich meine, alleine Gojo ist bei dem Bruder einfach mal tausendmal zurückgekommen, und keine Ahnung, es gab auch wirklich, ja, viele Leaks zu vielen verschiedenen Sachen, wo ich oft reingefallen bin und mir dachte, Bro, was passiert denn jetzt? Aber dann war das Ganze nur ein Leak. Vor allem der Typ zeichnet die Dinger und macht es dann so, dass er das irgendwie in so ein Magazin abphotoshoppt. So, und dann denkst du halt, es ist real. Aber ja, war halt immer fake und wurde ein bisschen gemacht, um die Community zu trollen. Bro, es gab sogar einmal so ein Ding, wo er geschrieben hat, dass der Gojo-Clan mit Megumi reden wollte nach dem Ende von JJK, und ich dachte mir so, Bro, jetzt geht's aber so richtig los. Aber war nun Fake League. Yujis Opa wollte ihn vor Kenjaku warnen. Im ersten Kapitel von Jujutsu Kaisen haben wir den ikonischen Moment, wo eben der Opa von Yuji am Sterben ist, und bevor er etwas über Yujis Familie erzählen kann, stoppt ihn Yuji, denn er sagt hier, dass sein Opa die einzige Familie ist, die er kennt, die er liebt, und der Rest ist ihm egal. Wahrer Ehrenbruder. Aber Bro, also du hättest vielleicht zuhören sollen, Yuji. Ich sag's dir, da wären bestimmt sehr interessante Informationen für dich dabei gewesen. Nein, irgendwas muss der Opa von Yuji gewusst haben, weil er hat seinen Sohn damals gewarnt, dass, ey Bro, die Frau mit diesen komischen Stitches an der Stirn solltest du vielleicht nicht snacken und dir irgendwie eine andere suchen. Aber Jin Itadori war nur so, Bro, I don't care, rein da. Aber ja, bevor er irgendwie was sagen konnte und Yuji vielleicht einen Hinweis darauf geben konnte, dass mit seinen Eltern irgendwas nicht stimmt,
ist er abgenudelt und Yuji hat es nie so richtig erfahren. Es gab auch die lange Fantheorie, dass der Opa von Yuji ihn auch verflucht hat, weil er eben zu Yuji gesagt hat, dass er für andere Menschen da sein soll und diese eben auch retten soll. Aber daraus ist nie was Wirkliches geworden, also das wurde nie in der Serie thematisiert und das Ganze war schon ein Plotpoint, dass Yuji viel leiden musste, weil er anderen helfen wollte, aber da ging es eher darum, dass viele Schwache zusammen kämpfen und dadurch, dass sie immer wieder weitermachen, können sie am Ende gewinnen. Also der Punkt, den ich in diesem Video schon sehr, sehr oft aufgegriffen habe. Kenjaku Fluchtechnik plus Domain Expansion. Über Kenjaku wissen wir, dass er ein Sorcerer ist, der über tausende von Jahren am Leben ist und seine Fluchtechnik ist es eben, dass er mit seinem Gehirn die Körper tauschen kann, um so noch länger am Leben zu bleiben. Das ist halt Kenjakus eigene Fluchtechnik, aber wir haben ja auch gesehen, dass er eben die Fluchtechnik anwenden kann in dem Körper, in dem er ist. Zum Beispiel bei Geto konnte er Pokémon-Trainer werden. Doch das Krasse ist hier, dass Kenjaku wohl auch dazu in der Lage ist, Fluchtechniken zu benutzen von Körpern, die er schon viel, viel früher besetzt hatte. Denn er hatte den Körper von Yujis Mutter besetzt und diese hatte, ja, random eine Anti-Schwerkraft-Fluchtechnik, die er dann auch immer noch benutzen konnte. Auf jeden Fall konnte Kenjaku diese im Körper von Geto benutzen, was eben den Schluss hier zulässt, dass er womöglich die Techniken der alten Körper benutzen kann. Die Frage ist nur, ob er eine gewisse Anzahl der Techniken benutzen kann oder eben alle. Wenn er alle benutzen kann, dann wäre er ziemlich broken. Ebenfalls haben wir auch gesehen, dass Kenjaku im Kampf mit Yuki eine Domain-Expansion gecastet hat. Hier ist es nicht ganz klar, ob die Domain-Expansion seine ganz eigene ist oder eben eine andere Technik oder von einer anderen Technik stammt. Das Krasse war aber hier, dass diese Domain keine Sphäre hat und das ist in der Jutsu-Welt ein absolut kranker Feat. Wir haben nämlich von der Erzählerin schon mal gehört, dass es bei der Domain-Expansion so ist, dass wenn man sie castet ohne eine Sphäre, ist es quasi so, als würde man ein Gemälde in die Luft machen ohne Leinwand. Und das ist eben in dieser Welt eine absolute gottgleiche Technik. Sukuna und Kenjaku waren auch die einzigen, die das innerhalb der Serie geschafft haben. Und deswegen ist es auch logisch, dass diese Domain-Expansion von seiner Fluchtechnik stammt, weil sowas zu meistern braucht sicherlich mehrere hunderte Jahre. Soko Shinbutsu. Soko Shinbutsu ist eine jahrtausendalte buddhistische Praxis, um sich eben selber in eine Mumie zu verwandeln. Bei einigen Leuten hier schon die Glocken, denn laut Theorie soll es so sein, dass Sukuna genau das bei sich selbst getan hat, um eben seinen originalen Körper 1000 Jahre später immer noch intakt zu lassen, beziehungsweise ihn in Stand zu halten. Obwohl es unbekannt ist, wie Sukuna seine Seele in Fluchobjekte verwandeln konnte, scheint es ziemlich wahrscheinlich, dass sich eben Sukuna an Soko Shinbutsu bedient hat und seinen Körper so zu einer Mumie machen konnte. Und das mit den folgenden Schritten. Denn dieser Prozess wird mit 3 Phasen durchgeführt und jede Phase dauert einfach mal über 1000 Tage. Die ersten 2 Phasen sind dabei nicht so wichtig, denn man soll sich einfach zu Tode hungern und dann auch Gift einnehmen, um eben alle Schädlinge von seinem Körper fernzuhalten, damit die ganzen Maden eben deine Leiche in Ruhe lassen. Doch Phase 3 ist im Falle von Sukuna hier besonders interessant. Denn der Priester, der eben Soko Shinbutsu durchführen möchte, schließt sich dabei in eine Gruft ein und nimmt den Lotussitz ein. Und genau das konnten wir eben mit Sukunas originalen Körper im Kapitel 220 sehen. Also hat sich Gege hier wahrscheinlich sehr wahrscheinlich an dieser alten buddhistischen Praxis bedient. Sukuna hat Menschen gegessen. Sukuna ist so krass im Menschenfressen-Game, dass er damit schon einfach vor seiner Geburt angefangen hat. Wir wissen ja, dass bei den Fluchgeistern, die eben in der Curse-Worm-Phase so ist, dass sie sich eben in einen vollwertigen Fluch verwandeln, wenn sie eben viele Menschen essen. Das haben wir beispielsweise in der Serie gesehen an Dagon. Der hat nämlich im Shibuya-Arc als Baby unzählige Menschen gefressen und wurde dann zu diesem komischen Cthulhu-Fluch. Doch bei Sukuna ist es so, dass wir ja in der ersten Folge sehen, dass er wieder Kontrolle erlangt über eben Yujis Körper, so wie der in der Welt ist und obwohl er ja eigentlich schon längst ein vollwertiger Fluch ist, möchte er trotzdem Menschen fressen. Also er sagt das ja sogar, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Maito ist ja auch entstanden durch die Gefühle der Menschen. Bei Hanami war es die Natur und bei Jogo eben Mount Fuji. Es gibt aber hier einen Grund, warum Sukuna so drauf war und trotzdem als vollwertiger Fluch eben ordentlich einen Big King BBLS fetzen wollte. Und zwar, dass er eben Menschen als so niedere Kreatur ansieht, dass er bei ihnen keinen Unterschied macht, ob es eben ein Mensch ist oder eine Kuh. Hier auch ein gutes Beispiel von Merum, als er damals die Menschen zum Beispiel angefangen hat zu fressen und die dann voll am Leiden waren, hat er sie auch gefragt, habt ihr euch jemals so bei einer Kuh gefühlt, weil die Menschen natürlich immer wieder Kühe gefuttert haben. Sukuna sieht die Menschen eben nur als, naja, Zeitvertreib. Und deswegen sieht er auch gar keinen Wert in ihnen. Also es gibt zum einen den Angle, dass Sukuna mittlerweile so verkommen ist, dass er eben, naja, keinen Unterschied macht und es ihm deswegen egal ist, ob er Menschen oder eben Tiere ist. Und deswegen frisst er Menschen, obwohl er keinen Vorteil daraus zieht. Eine andere Sichtweise wäre die, dass man eben hier sagt, dass Sukuna die Fluchenergie von den Menschen, die er isst, aufnimmt. So ein bisschen wie das bei den
Chimera Ants war, als sie eben Menschen gegessen haben, die Nennerten oder als die Königin diese Menschen gegessen hat. Also könnte man hier sagen, deswegen ist Sukuna so stark geworden. Also versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, das ist der Grund. Das ist eine sehr, sehr schwammige Theorie, die ist eigentlich nur darauf basierend, dass Sukuna eben, wie gesagt, so stark ist und dass er Urauma hatte, die eben auch bestätigt ist dafür, dass sie gut darin ist, Menschenfleisch zuzubereiten. Wenn ihr meinen Take hören wollt, ich glaube, dieses ganze Menschenessen-Ding ist eine Sache, die Sukuna gemacht hat, um zu copen, weil am Ende der Story sehen wir eindeutig, dass er so ein bisschen bereut, welchen Pfad sein Leben genommen hat. Und er sagt ja auch, hätte ich mal einen anderen Pfad eingeschlagen. Am nächsten Mal möchte er das ja auch tun. Deswegen glaube ich hier, dass er eventuell sich dahingehend entwickelt hat, dass er Menschen gegessen hat, um sich eben selber einzureden, dass er über ihnen steht und dass ihm das alles egal ist, obwohl es im Herzen nicht so ist. Aber über all die Jahre hat er sich einfach selber verloren. Aber gut, das ist halt wirklich eine Sache, da wurde nicht viel zu gesagt. Deswegen habt ihr jetzt vielleicht die paar Texte gehört und that's that. Sukuna hat seinen Zwilling gegessen. In Kapitel 257 wurde uns random revealed, dass Sukuna einen Zwilling hatte und diesen sogar gegessen hat, als sie eben noch im Bauch ihrer Mutter waren. Das Ganze war ziemlich random und lustigerweise haben Fans schon 2 Jahre davor Theorien dazu aufgestellt, dass Sukuna genau das gemacht hat. Nur war hier die Idee, dass eben Yuji Itadori die Wiedergeburt von genau diesem Zwilling ist und deswegen hat man eben diese Symbiose, dass Sukuna in seinem Körper quasi passt oder dass es alles so, ja, wie gesagt, vom Aussehen auch gepasst hat von Sukuna und Yuji. Es war dann ein bisschen anders. Jin Itadori war derjenige, der die Seele hatte von Sukunas Zwilling, aber es war lustig, dass die Fanbase das einfach vorher schon irgendwie erraten konnte. Gojo wird Six Eyes opfern, Theorie. Nach Gojos Tod in Kapitel 236 kam es dazu, dass einige Fans ordentlich am Copen waren und so sind sehr viele Theorien dazu entstanden, dass er wiederkommen wird. Dazu gibt es allgemein sehr, sehr viel, das habe ich euch auch schon gesagt, dass sehr viele Fans darüber nachgedacht haben, dass er wiederkommen wird. Aber eine der größten Ideen wäre es hier gewesen, dass er zurückkommt ohne seine Six Eyes. Das war auch eine Sache, an die ich sehr lange geglaubt habe, weil ich dachte, es wäre so die Conclusion von JJK, dass Gojo eben zurückkehrt und er dann zwar nicht mehr der Stärkste ist, aber zusammen mit Yuji und Yuta und den anderen können sie gemeinsam die stärkste Person werden oder die stärkste Einheit, die dann Sukuna besiegt. Im Endeffekt, thematisch gesehen, ist es immer noch so geblieben, weil Sukuna eben bezwungen worden ist, dadurch, dass Gojo diese ganzen Leute ausgebildet hat, ist aber hier nicht Thema. Jedenfalls haben viele darüber nachgedacht, dass er eben zurückkommen könnte und eben seine Augen verliert, damit er nicht mehr diese absolute Overpoweredness hat, damit er eben quasi von seinem Dilemma befreit wird. Es wäre dann dazu gekommen, dass eben Gojo diese riesengroße Last davon, der Stärkste zu sein, nicht mehr haben würde und mit den anderen zusammen schultern könnte. Auch hier wieder ein Main-Theme von Jujutsu Kaisen. Mit dem Tod von Nanami haben wir es ja sehr, sehr deutlich bekommen, dass sie nur gewinnen können, wenn sie eben zusammen weitermachen. Später kam es dann dazu, dass Gojo eben trotzdem wiedergekommen ist, nur nicht so richtig, denn Yuta war in seinem Körper und ob er die Six Eyes hier benutzt hat, wissen wir gar nicht so richtig, weil wir sehen es nicht und es wurde nicht so thematisiert. Jedenfalls kann man sagen, dass Gojo bis zum Ende ein tragischer Charakter geblieben ist, weil selbst nach seinem Tod musste er noch seinen Körper hergeben für die Jutsu-Welt, damit eben, ja, der Gegner besiegt werden kann. Darüber hinaus hatte diese Theorie noch ein bisschen mehr Feuer, weil es gab unfassbar viele Vorstellungen. Wir haben in Openings-Shots, wo wir sehen, dass das eine Auge von ihm so aussieht, als würde es weiß werden, also blind. Selbst im JJK Phantom Parade Opening zu einem Mobile Game wurde eine Szene gezeigt, wo quasi das Bild bricht und genau da, wo sein Auge ist. Also es wurde unfassbar krass geforeshadowed, aber es wurde nie was draus gemacht. Also ich für meinen Teil glaube, es gab irgendwann mal so eine Plotline, die geplant worden ist, aber die dann im Endeffekt verworfen wurde. Kogane hat ein Backup von Kenjaku. Ja, Kenjakus Kogane hatte irgendwie diese gleiche Narbe von ihm gehabt, weswegen wir sehr lange davon ausgegangen sind, dass es eventuell so sein könnte, dass eben ein Backup von Kenjaku und Kogane ist und falls sein Geto-Körper abkratzen würde, würde er einfach dann wieder spawnen und so geht die Serie weiter. Ist nichts draus geworden, Kogane sah nur so aus, also das Kogane von Kenjaku sah nur so aus, weil es eben sein Kogane war und das war's. Und wir sehen dann am Ende von JJK, dass, ja, keine Ahnung, Kenjaku irgendwie noch am Chillen ist, mehr oder weniger. Hinata Flashback Spin-Off. Das goldene Zeitalter vom Jujutsu. Die krassesten Sorcerer, die mächtigsten Waffen, die heftigsten Kämpfe. Akutami hat im Verlauf dieser Serie sehr, sehr, sehr oft über die Hinata geschrieben. Aber wir haben nie so wirklich gesehen, was dort abgeht. Man hat hier also die perfekte Voraussetzung, einen Prequel-Manga oder einen längeren One-Shot zu haben, wie eben im Falle von JJK 0. Also, dass wir halt einen kleinen Einblick bekommen,
wie das denn damals alles so war. Ich habe euch ja erzählt, dass er ein riesengroßer Fan gewesen ist von Fate. Es wäre der ultimative Move gewesen, genauso wie Fate Stay Night existierte und dann später Fate Zero rausgekommen ist. Ein Heian-Ära Manga oder Film oder was auch immer würde abgehen, da bin ich mir sicher. Aber wie könnte so ein Manga aussehen? Also natürlich haben wir Charaktere wie Sukuna, die wir dann mal sehen, wie sie damals waren. Ich habe euch aufgeklärt über Sugiwara no Michizane, der mehr oder weniger so ein Gojo-Charakter wäre. Wir haben den Fujiwara-Clan, wir haben Udo als Mitglied von diesen, Kenjaku, Tengen, als er noch eine Baddie war, Reggie und Angel. So wie eben auch den Abi-Clan. Wir wissen ja auch durch die Real-Life-Geschichte ein bisschen was über Sugiwara. Ich habe hier aufgeklärt, dass es so sein könnte, dass er eben damals mit Sukuna gechillt hat in der JJK-Welt und das zu sehen wäre insane. Das wäre quasi Geto und Gojo im Hidden Inventory Arc nur mit Sukuna und Gojo. Also einen Gojo-mäßigen Charakter, stelle ich mir jedenfalls so vor. Man hätte vielleicht sehen können, wie der Fujiwara und Abe-Clan Husk auf Sukuna geschoben haben und er deswegen vielleicht zu dem Disgraced One geworden ist, den wir heute kennen. Auch Reggie Star und Tengen kannten sich und wir wissen auch, dass sie eine besondere Verbindung zu Kenjaku und Sukuna gehabt hatten. Das zu sehen wäre als Fan auch absoluter Fanservice. Es gibt wirklich unendliche Möglichkeiten, was das angeht und ich hoffe, irgendwann wird man das Ganze vielleicht irgendwie noch sehen, in irgendeiner Art und Form, aber ja, so oder so, wenn wir noch lange warten müssen, wenn überhaupt. Entweder sterben alle oder einer. Auf einer Jump Festa erzählte Akutami mal, dass am Ende von seiner Serie entweder alle sterben werden oder es wird nur einer sterben. Und damals hat er auch gesagt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt festgelegt hat, was Megumis Schicksal sein würde. Aber bei Yuji wusste er es noch nicht ganz. Also gibt es hier zumindest die Annahme, dass es vielleicht eine Vision gibt, wie dieser Manga zu Ende geht mit Yuji, der stirbt. Aber natürlich haben wir gegen Ende gesehen, dass sich Akutami treu geblieben ist und derjenige, der ins Glas beißen musste, war leider Gojo. Sukuna hat gewonnen. Also, als das vorletzte Chapter von JJK gedroppt ist, sind die Fans durchgedreht. Und zwar gab es eine kleine Theorie, die ziemlich viel Traction gewonnen hat und die ich auch sehr interessant fand. Und zwar haben wir gesehen, dass Megumi aufgewacht ist und das Ganze sich komisch anfühlt. Wir haben Szenen gesehen, wie Megumi sagte, dass ihm noch so schwummrig ist und er sich komisch fühlt. Es wirkte sehr merkwürdig, wie das Ende geschrieben worden ist. Die Charaktere haben gar nicht so richtig Bezug auf Sachen genommen. Und man hat hier so ein wenig gedacht, was ist denn, wenn das Ganze hier nur ein Traum ist? Das heißt, dass eben alle gefangen sind in einer Fluchtechnik oder in einer Domain-Expansion, die durch Sukuna ausgelöst wird. Und das Ende quasi so funktioniert, dass sie alle nur am Träumen sind. Ist, by the way, nicht so. Also, das war nur eine Theorie, die damals ein bisschen big war. Aber es gab halt so ein paar Sachen, die dazu gespielt haben. Zum Beispiel Megumis Theme. Also, seine Musik im Anime heißt Daydream, was ja auch ziemlich gut passt. Beim Szenario, dass er eben, ja, in einem Traum ist und gar nicht in der echten Welt. Gerade wegen den ganzen Sachen, die noch nicht aufgeklärt worden sind, hat man eben lange gedacht, hey, eventuell ist es wirklich so, dass das ein Traum ist und wir einen Part 2 bekommen. Aber ist nicht so gewesen. So viel ich die Serie auch liebe und immer noch lieben werde, ich bin sehr gespannt, weil es gibt halt wirklich viele Sachen, die nicht aufgeklärt worden sind. Und hey, ich bin einer, der sagt, man muss nicht jedes Rätsel in einem Manga lösen, weil ich finde, ein bisschen dem Zuschauer zu vertrauen, dass er manche Sachen rausfindet, ist ebenfalls wichtig. Aber trotzdem muss auch ich zugeben, Akutami hat einfach ein paar Sachen aufgelassen, die man definitiv hätte irgendwie erklären müssen, weil er schon so ein bisschen der Serie schadet, dass nichts dazu gesagt worden ist. Junji Ito Manga Panel. Am Ende des Shibuya-Arcs können wir sehen, dass eben Kenjaku Maito absorbiert und so eine neue klasse Technik rausholt, nämlich Uzumaki. Und zeichnerisch sehen wir eindeutig, dass sich hier Akutami an Junji Ito inspirieren lassen hat oder eine kleine Hommage an ihn rausgehauen hat. Das heißt ja auch Uzumaki, genauso wie der Manga von eben Junji Ito. Der Bruder kommt einfach in jeden Iceberg vor, weil Junji Ito ist ein Genie und ja, immer wieder wollen Mangaka zeigen, ey Bro, ich finde den voll nice. Deswegen Junji Ito, bester Mann. Geto und Gojo Todestag. Getos Angriff auf die Schule damals fand am 24. Dezember statt und das war auch sein Todestag. Gojo wurde versiegelt am 31. Oktober und wurde dann am 19. Dezember wieder befreit. Daraufhin hat er Sukuna und Kenjaku herausgefordert. Gojo hat den Fight dann aber auf den 24. verschoben, weil er eben keinen Bock hatte auf zwei verschiedene Todestage von Geto. Weil Geto war zwar tot, aber der Körper war noch intakt. Ja, als das Kapitel rauskam, dachten dann Leute, dass er, naja, keinen Bock hat, zweimal im Jahr das Grab von Geto zu besuchen, wenn er ihn eben an einem anderen Tag umbringt. Doch das Ganze geht hier ein bisschen tiefer, als man denkt. In dem Chapter hat Gojo zwar das legendäre Nah-Eyed-Win gebracht, aber es ist später rausgekommen, dass er sich gar nicht so sicher war, ob er den Kampf gegen Sukuna wirklich gewinnen könnte. Heißt also, er hat sich den Tag, also den 24. Dezember, nur ausgesucht,
weil er eben den gleichen Todestag haben wollte wie sein einziger und bester Freund Geto. Die sind süß, Bro, was soll ich sagen? Die sind einfach süß, die beiden. Chile Gojo Memorial. Wisst ihr, es gibt so Regeln im Leben, an die sich die meisten Menschen auch halten. Zum Beispiel, frag niemals nach dem Alter einer Frau, frag niemals einen Deutschen, was am 19. August 1934 passiert ist und frag einen JJ-Fan niemals, was am 20. September passiert ist. Man könnte wirklich sagen, dass das ganze Ding mit Gojo die Menschen unfassbar getroffen hat, aber ich glaube, kein Land war mehr betroffen als Chile. Die haben einfach innerhalb von einem Tag auf einem Plakat an einer Zugstation, wo Gojo wegen der zweiten Staffel am Start war, ein ganzes Memorial für ihn aufgebaut. Leute haben dort geweint. Leute haben auch ihre Abschiedsgrüße an Gojo dagelassen, wie zum Beispiel Pedro Pascal for some reason. Und das Ganze hat irgendwann solche Ausmaße genommen, dass die Polizei sich einschalten musste, um das ganze Ding abzuräumen. Einfach nur, weil Spoiler geleakt worden sind von einem Tod eines Manga-Charakters. Junpeis Mutter wurde vom Fluch, naja... Ja, also das Folgende ist schwer zu sagen, aber im Kapitel 24 des Mangas sehen wir ja, dass bei Junpeis Mutter zu Hause ein Fluchgeist auftaucht, weil er eben von dem Finger von Sukuna angelockt wird. Denn Maito hat diesen dort platziert. Auf jeden Fall hat sie diesen ganzen Encounter nicht überlebt. Das Kranke ist aber hier, was mit der ganzen Szene implementiert worden ist. Nicht so sieht der Fluch so aus, als wäre er noch freakier drauf als P. Diddy. Nein, zum Kapitel 25 sehen wir auch einen Text, der die Umstände von dem Tod von Junpeis Mutter näher beschreibt. Erst heißt es, dass bei seiner Mutter der Unterkörper gefehlt hat, dann heißt es, dass man einfach kein Blut gefunden hat und die Leiche wurde im Schlafzimmer gefunden, wobei wir vorher gesehen haben, dass sie eindeutig im Wohnzimmer eingeschlafen ist. Aber das letzte Detail ist wirklich krank. Es wird nämlich gesagt, dass im Bett einige Icepacks rumlagen, was der Fluchgeist vermutlich gemacht hat, damit die Leiche frisch bleibt. Ja, also, ne, wisst ihr selber, was wohl passiert ist. Sukuna Wiedergeburt. Also, JJK ging zu Ende und Sukuna hat zum Schluss doch nochmal ein bisschen was bekommen, was seinen Charakter näher erläutert. Und zwar merken wir, dass er eine viel, viel engere Beziehung oder Bindung zu Urauma hatte und sie ihm auf jeden Fall am Herzen lag. Wir sehen dabei, dass er so ein bisschen Revue passieren lässt, wie sein Leben gelaufen ist. Und er wählt hier die Worte, dass er eben beim nächsten Mal, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt, nach Norden geht. Und das ist eben im Buddhismus eine Metapher dafür, dass er eben, wenn er wiedergeboren wird, das nächste Mal anders tun wird. Also hat er doch irgendwie seine Art Redemption bekommen, beziehungsweise Yuji konnte ihn erreichen und Sukuna wird es beim nächsten Mal besser machen. Dass wir am Ende dieser Serie sehen, dass Sukuna bereut, wie sein Leben gelaufen ist und er besser oder anders für Urauma hätte da sein können, ist die ultimative Message von diesem Manga. Ich habe es in diesem Eisberg sehr oft gesagt, aber es ging die ganze Zeit darum, dass eben Jujutsu Kaisen davon lebt, dass die Charaktere zwar Leid durchmachen, aber zusammen durch dieses Leid gehen, immer weitermachen und nur so am Ende gewinnen können. Und das große Vermächtnis von Gojo war eben seine Lehre, dass er seinen Schülern einen Weg vorgeebnet hat und ihnen seine Weisheit mitgegeben hat, dass er sie motiviert hat und dass er sie eben unterrichtet hat. Also kam es ja dazu, dass Sukuna gefallen ist, nur dadurch, dass alle zusammengehalten haben. Ich habe euch auch das Nobara-Yuji-Megumi-Beispiel gebracht, dass Yuji und Nobara physisch durch die Hölle gegangen sind und Megumi konnte es psychisch schaffen, wieder die Kontrolle zu erlangen. Ich weiß, es ist abgedroscht, aber Sukuna wurde im Endeffekt von Liebe besiegt, okay? Und deswegen hat er gecheckt nach all dem, dass er den falschen Weg gegangen ist. Und mit dieser letzten Charakterisierung von Sukuna, die wir bekommen haben, können wir auch endlich den letzten Schlussstrich ziehen, dass wir sagen können, dass Sukuna sich einfach selber über all die Jahre eingeredet hat, dass er dieser böse Fluch ist, dieser böse Mensch und dass alle anderen unter ihm sind. In Wahrheit hat er anders gefühlt. Deswegen brauche ich eigentlich diesen Hain-Era-Flashback. Ich brauche eigentlich... Mann, ich muss es sehen. Akutami, bitte, irgendwer im Mappa, Shueisha, weiß ich nicht, gib mir noch diesen Flashback-Manga oder something else, ich muss es sehen, ich will es wissen. Aber abseits davon muss ich einfach sagen, sehr schön. Also für mich persönlich, wie gesagt, hat Flaws und so, aber ich finde diesen Abschluss sehr, sehr gut gelungen, dass man eben Sukuna hat, der jetzt nach Norden geht, der einen neuen Weg anstreben möchte, wenn er die Chance dazu bekommt und eben, dass man Gojos metaphorische Wiedergeburt hat mit eben den ganzen Charakteren, die so krass geworden sind, wegen ihm und zusammengehalten haben. Grandioser Abschluss für mich. Ich habe vor ein paar Tagen getweetet, das Ganze ist ein Meisterwerk. Hat ein bisschen Gegenwind bekommen, kann ich auch absolut nachvollziehen, denn am Ende des Tages muss man sagen, es gibt viele Flaws von Plotpoints, die offen geblieben sind. Ich habe eben gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass nicht immer alles erklärt ist, aber ich finde, so ein paar Sachen muss man schon erklären. Jedoch will ich mit diesem Video hier, mit meinem Tweet, mit allem anderen einfach an dieser Stelle nur sagen, ich bin
Akutami unfassbar dankbar für diese grandiose Serie. Es war wirklich ein absoluter Rollercoaster der Gefühle. Ich hatte so viel Spaß und es war Classic Battle Shonen Action. Ein legendärer Titel. Ich bin sehr gespannt, was er als nächstes machen wird, was da noch auf uns zukommen wird. Und das wäre es gewesen von diesem Eisberg hier. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Dieser Eisberg, der wurde absolut, absolut gekocht. Mehr als Sukuna in seiner Pandemoniums-Küche. Ihr wisst Bescheid. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Würde mich ebenfalls sehr freuen. 1 Million Abonnenten wollen wir noch irgendwann schaffen. Deswegen seid ein bisschen korrekt zu dem Bruder und gönnt ihn. Teilt das Video. Ihr wisst Bescheid. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare nach all dem, was ihr in diesem Eisberg erlebt habt und gesehen habt oder gelesen habt. Wer ist euer All-Time-Favorite Jujutsu Kaisen-Character? Ich bin Basic, ich bleibe dabei. Gojo is my guy. Gojo ist mein absoluter Favorite-Character. Ich habe einen Softspot für Maki, die ist auch super. Und sonst gibt es natürlich viele weitere tolle Charakter. Aber Gojo ist meine Nummer 1. Also Freunde, ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und tschüss.